gar nicht getestet, ob meine Steuerung geht. Natürlich geht meine Steuerung, Chris. Ich muss dir das Bild noch geben. Fällt mir mal ein. Warum sagst du denn nichts? So. Siehst und hörst du was? Ich höre und sehe. Wunderschön. Hallo Leute. Was geht ab? So, Hi. Ich werde kurz die Messages teilen. So. Toll, Kasu, danke dir für 8 Monate Treue. Vielen Dank. Oh, ich habe das Meme-Video sag ich schon. Ich habe das gerade irgendwie noch gar nicht hochgeladen. Mache ich mal eben. Lucky Carry, danke dir für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknülzen. So, gebet mir noch einen Moment, Leute, bis ich die ganze Scheiße veröffentlicht habe. Max Alois, danke für deinen Zap. Willkommen bei den Glückskillsen. Vielen, vielen Dank. Was schreibt Brady da schon wieder? Mit Ridley und King K. Rool fühlen sich die aktuellen Reveals so an, als würde Nintendo Sakurai mehr auf Franchise fließen, beziehungsweise neue Eingangskarte werden. Auch Isaac ist ganz eigentlich so ein Product-Fan-Emo, but that's just a theory. Ja, ich glaube da auch dran, dass Isaac die besten Chancen hat, die er jemals hatte. Wenn Isaac diesmal nicht reinkommt in Smash, dann wird er niemals reinkommen. Das ist meine grausame Theorie. Richtig. Ja, ihr habt schon gehört, Leute, Feder ist mit am Schlüssel. Und später kommt auch noch die Yu, ja, die dann eine Feder hochhalten kann und dann wird's richtig absurd. Gesundheit da! Danke. Ich bin gleich fertig, Leute. Bin gleich fertig. Feder Caps Lock? Fire Rock, 18 Jahre mein Treue, Name danke schön. Caps Locked. So. Ich hab's gleich, hast Leute. Du beim Friseur, Kappa? Tatsächlich ja. 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 Psycho Lars, 8 Monate treu, vielen Dank. Okay, Leute, ich bin fertig. So. Alles frisch? Wie geht's euch denn so? Antworte die. Yes! Stundenlang eintrainiert. Geil. Scheiße, ey. Gut, bitte nicht köpfen. Ach, schön. Es knallt sonst. Genau. Ach man, ey. Wie hieß das Video doch mal? Das heißt Geheiminfo war Luigi. Mein Arm ist halb ab? Was? Halb unbeweglich. Gott, gute Besserung. Sir Kai, Feder such ich's morgen. Oh nein. Schön. Such ich's morgen, hat's bleibt auch durchgesetzt, ey. Schön. Antworte ihm. Was? Antworte ihm. Period, beste Stelle aus dem Video. Ne? Aber ich sag ja nur. So, Leute, wollen wir jetzt erdgebunden spielen? Heißt Earthbound überhaupt erdgebunden? Ich frage das bei jedem Stream und ich kriege nie eine Antwort. Soll ich antworten stattdessen? Ja. Wenn diesmal keiner antwortet. Das wäre doch auch geil. Stell ich mal so ein Interview mit Sakurai vor, so von wegen. Ja, wie wählen Sie denn die aktuellen Charaktere aus? Und dann sagt er nichts, weil er dazu selten was sagt. Und dann kommt von der Seite so ein Typ rein: Antworte ihm! Das ist schon ziemlich geil. Okay, ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hin müssen. Waren wir hier drin das letzte Mal? Ich glaube ja. Ich frage den Tipptypen einfach. Das ist zu lange her. Es ist zu lange her. Ich bin auch schon lange nicht mehr dabei gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ihr seid jetzt mittlerweile. Wir sind in Foresight.
Ja, okay, ich kann mich mit dem Spiel überhaupt nicht ab. Ich gebe demonstrativ keine Antwort, Alter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier der Hint-Typ und ich möchte mit ihm... Ich darf nicht mit ihm, hallo? Okay, jetzt warte mal kurz, Jungspund, Mann. 75 Tacken, okay, komm. Die Runner 5, wie kürzlich im Tobala-Theater aufgetaucht sind, sitzen wieder durch finstere Probleme in der Falle. Um ihnen zu helfen, braucht man eine ungeheure Summe Geld. Hey, weil wir gerade von Geld reden. Kennst du die staubigen Dünen? Du solltest doch irgendwie noch vergangenen Schätzen. Genau, das haben wir, glaube ich, gemacht, oder? Oh, ich finde es interessant, wie die Leute heute merken, dass du beim Friseur warst, angeblich. War das nicht beim letzten Mal auch schon so? Ja, das war davor auch, aber die Leute finden es dann besonders lustig, wenn sie immer das Gleiche sagen. Oh, shit, Leute! Ja, so. Das ist irgendwie so ein Meme bei uns auch geworden in der Community, weil irgendwie immer random Leute reinkommen und dann so, hey, so, warst du beim Friseur? Und ich so, nein, seit 2 Monaten nicht, aber schön, dass es dir auffällt oder so. Das habe ich irgendwann mal angesprochen im Sinne von, dass ich ständig danach gefragt werde, aber... Der Bart ist wieder da, das stimmt. Hat nicht lange gedauert. 10 Tage, da war ich wieder. Ich werde mir den Bart jetzt auch länger wachsen lassen, Leute. Bis zu den Knien runter. Bis zu den Knien. Wie die Anime-Mädchen sonst ihre Haare lang wachsen lassen bis zu den Knien, lässt du deinen Bart wachsen bis zum Knie. Ja. Ich hatte tatsächlich eine Mitschülerin früher in der Mittelschule. Die hatte wirklich so lange Haare. Oh. Sogar länger. Bis zu den Waden. Die armen Haare. Ich habe letztens eine Doku gesehen oder eine Reportage. 11 Jahre Treuer geschützt. 11 Monate. Entschuldigung. Ja. Über eine Frau, die Dreadlocks hat. Und sich die wie Rapunzel halt lang wachsen lassen. Ich finde das sehr anstrengend. Das ist zusätzliches Gewicht. Indeed. Leute, ich bin verwirrt. Oh Mann, wo musste ich denn nochmal hin jetzt? Also ich weiß nicht, wir waren schon in der Wüste, das weiß ich schon. Ich weiß nur nicht, ob wir da in der Wüste schon alles hier gemacht haben. Erstmal wieder hier, muss mal wieder reinfinden. Wo ist denn mein beschissenes Ticket jetzt hier? Mann, Raptor Blue, danke für 200 Treue, ey. Leute, morgen gibt es übrigens den Nintendo Direct. Ich möchte das mal anmerken, dass das Sau-Hype ist. Ja! Was hab ich jetzt gemacht? Ich mache die ganze Zeit Dinge, die ich möchte. Das Ding! 8 Monate Treue, dankeschön. Wir hätten meine beschissenen Tickets. Kerkos, 8. Das habe ich doch gerade gesagt. Nee, doch nicht. Nee, Kerkos, 8 Monate Treue. Vielen, vielen Dank. Yay! Alter, da draußen stirbt gerade irgendwas, Leute. Jetzt würde jemand einen Stahlträger verbiegen. Bei der Band war ich schon. Ja, ne? Das hatte ich auch. Wo ist mein Keimticket? Wo ist mein Ticket? Müsste ich das nicht trotzdem haben? Live reactest du zur Direct? Alle Fragen? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich überlege es derzeit. Soll ich das machen, Leute? Warum frage ich überhaupt? Wenn ich so frage, würdet ihr eh ja sagen. Captain Dragon. Ich frag You morgen. Ich werde das auf jeden Fall mit You gucken. Und wenn sie sagt, nö, ich habe keinen Bock auf Stream, dann werde ich es wahrscheinlich mit ihr gucken. Ansonsten setze ich sie einfach neben mich. Please, Direct, gib mir Animal Crossing. Ich höre so oft, dass die Leute sich Animal Crossing wünschen. Ja, ich hoffe auch einfach, dass Animal Crossing kommt, einfach damit die Leute zufrieden sind. Ja. Ich brauche es für mich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber absolut same. Ich brauche es auch nicht unbedingt, weil bin ich der größte Animal Crossing-Fan. Aber, Ich verstehe es, um ehrlich zu sein, nicht, weil, also, sorry, jetzt bin ich voll Anti-Animal Crossing-Fan, aber... Ja, du musst wissen, wir sind eine Hater-Community, du kannst euch alles hassen hier. Okay, gut. nee, aber wiederholt sich das nicht im Grunde immer wieder und immer wieder? So die Welt und das Ganze? Ja, das ist halt wie Pokémon, ne? Ein paar neue Extras. Es ist halt nur, dass es auf einer neuen Konsole ist dann. Ja, sieht ein bisschen schöner aus, hat ein paar neue Items und Gegenstände. Wie gesagt, eigentlich kann man es mit Pokémon vergleichen. Oder anderen Serien, die ähnlich fortgesetzt werden. Die Fans gehen bestimmt übelst drauf ab, aber wie gesagt, für mich brauchst du nicht unbedingt. Ich meine, sie haben jetzt ja ein Handy-Game bekommen, ne? Ein Handy-Game. Ein Handy. Handy. Musik. Bitte, 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 bitte. Da oben ist ein beschissener Ochse. Büffel, Büffel, Ochse, Ochse, Büffel. Ochse, 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 Büffel, Büffel, Ochse. Was bist du denn hier? Guck mal, ich habe einen Bagger. Roffel, der Roffel. Der Roffel-Ochse. Roffel, Roffel. Farts. Wer ist er denn? Mit einem 3-Tage-Bad. Ein kleines Haus, aber bitte bleib über Nacht. McCoo, Mr. Coo, danke dir für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Oh, Baby, yeah. Oh, cool. Hat eine Laserpistole. Was? Ist das eine Waffe? Du gehst einfach zu fremden Männern ins Haus und übernachtest bei denen.
Drei kleine Kinder. In Real Life mache ich das auch immer. Oh, die ist stärker! Okay. Genug. Ah, Leute, ich glaube, ich muss euch gleich fragen, weil es ist zu lange her. Aber noch nicht jetzt. Da hat schon wieder jemand einen Sonnenstich. Beide sogar. Hey, diese Nerds, ne? 2 Minuten in der Sonne, instant Sonnenbrand. So ein Stich. Noch schlimmer. Hey. Sind halt Kinder. Ja, schlimmer ja. Als ich. Bist du auch noch ein Kind? Ja, bin ich. Du darfst vorlesen. Ich habe sie eine Weile beim... Und oh, wir ist eine Frau, ne? Ja. Ich habe sie eine Weile beim Graben beobachtet. Ich frage mich, was sie finden. Scheiße. Hammond. Haven. Harmon. Danke dir für 11 Monate treu. Man weiß aber nicht, ob es Smash News geben wird. Ja, weiß man natürlich nicht, aber come on. Als ob es keine Smash News geben wird. Wenn sie die Ausgrabungen live im Fernsehen übertragen würden, könnte ich sie ganz entspannt am Boden liegen ansehen. Also Bescheid, Leute, wenn sie keine Smash-Infos morgen rausbringen, dann werde ich natürlich der typische deutsche Nintendo-Fan und werde erstmal sagen, Nintendo macht nur Scheiße. Mann, nie kommen gute Ankündigungen. Good job, Nintendo, enttäuscht mal wieder auf ganzer Linie. So wie man das so macht auf Twitter, ne? Kappa. Kappa. Ich denke, er sollte irgendwo anders graben. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin ein Wunderheil. Ach, der, guck mal, ja. Nee. Nö. Du hattest doch schon eine Smash Direct. So, the Cat, bitte sag mir, dass du den Sarkasmus verstanden hast. Bitte, bitte sag mir, dass du mich gerade nur verarschst. Bitte, 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 tu das mit dir gefallen. Ich muss eigentlich arbeiten, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich bin so neugierig wegen der Ausgabe. Ich kann nichts dagegen tun. Er kann nichts dagegen tun. Tun. Oh Gott. Wenn ihr wisst, herumzulaufen, muss ich euch hungrig und durstig machen. Was willst du, Mann? Warum spreche ich eigentlich alle so mega aggressiv? Ich glaube, ich habe heute so eine Grundaggression. Mit Twitter longer non-Menschen. Ja, natürlich, genau so. Was? Nein, ich will nichts. Du willst gar nichts? Willst du auch noch etwas anderes? Okay, langsam wird's beunruhigend. Da draußen schreit ein Kind, Hilfe! Und ein anderes Kind so, nein! Okay. Die spielen doch nur. Ausgrabungen ohne Probleme. Ich habe ein Labyrinth gefunden. Viele Monster sind erschienen, also musste ich aufhören. Dort sind 5 große Maulwürfe. Wenn ich sie besiege, kann ich fortfahren. Mein größtes Problem ist, dass ich mir zu viele Sorgen mache. Ich bin zu hilflos, um irgendwas zu machen. Ich höre gar nicht mehr auf, Leute. Hallo, Mr. Snake. Oder Mrs. Snake. Was möchten Sie von mir, Mrs. Snake? Antworte ihm! Meint ihr, es wird Infos zu neuen Metroid geben? Ich glaube nicht vor E3 nächstes Jahr, ehrlich gesagt. Paula greift die Smash! Einfach die durstige Spulschlange umgeknüppelt, Leute. Ja. Ness und seine Freunde erhalten sogar Erf. Erf. Versuche mein Mikro gerade anders zu positionieren. Oh, das ist mutig. Bist du sicher? Mhm. Bedenke, dass du damit einen Riss im Raum-Zeitkontinuum verursachen könntest. Mhm. Ja, das wäre möglich. Ja, das ist halt. Da musst du aufpassen. Ja, ich passe schon auf. Ist das eine Brezel? Ich bin noch ein Meister. Strick? Das ist ein Strick. Das ist literally ein Strick? Es ist wirklich ein Strick. Es ist fucking. Schlingelmann! Schlingelmann! Es ist ja Schlingelmann! Ich hätte ihn ja Schlingelmann genannt. Schlingelmann. Die Ente kenne ich sogar. Die fiese Ente! Die fiese Ente! Die fickt in deine Augen, aber daneben. Ach du Scheiße! Das ist einfach eine Schlinge, Leute. Schreiben. Subtile Messages. Melodias, danke dir für deine Zoll. Willkommen bei den Glowknälzen. Vielen Dank. Wieso, Duck? Ich hab dir noch was geschrieben. Oh. Was? Du hast absolut recht. Ja, das werde ich noch tun. Mhm. Gut. Ich wusste, dass ich etwas vergessen habe. Vergessen. Ich habe etwas vergossen. Gott, ist das ein Rieb wirklich ein Typ. Ist. Der meinte Labyrinthen, meinte das wahrscheinlich wörtlich. Der hat mich nie verarscht, der Typ.
Ich habe mal eine Frage so in den Chat. Was ist denn jetzt gerade für eine Jahreszeit für euch? Sommer oder Herbst? Für mich ist noch Sommer. Aber so ein lascher Krüppelsommer. So ein Krüppelsommer? So der typische, der sterbende Sommer. So der typische, er versucht sich am Leben zu halten, aber er kann einfach nicht. Ich halte durch. Ich krieg dir nicht so schnell weg. Nein, genau. Brady sagt, es ist Serbst. Oder Sorbst. Spätsommer. Sommerbst. Hommer. Winter. Serbst. Sommer. Serbst. Frühling. Ich werde jetzt ein Brot essen. Ist ein Brot, Kind. Aber auch nur, um die Flaschenrakete mitzunehmen. Lecker Weizen. Was macht denn die Eistüte überhaupt? Lecker. Sprenkle es auf dein Essen. Oh. I. Ah, wer macht denn das? Ich finde, sprenkeln ist so ein komisches Wort. Ja. Da muss ich immer an Durchfall denken. Ich spreche nur aus, was alle denken. Chris, keiner dachte gerade daran. Ja. Passend habe ich auch gerade die Schockpistole weggeschmissen. Entschuldigung, geschmissen. So. Jeff, nimm die Flaschenrakete DX. Nein! Kann man mit jemandem Ikre für Caps Lock timeouten? Sie hat einen Lauf. Was das Beste daran ist, Ikrim, mir fällt auch auf den Spruch direkt wieder ein anderer ein. Aber für deine Gesundheit werde ich es nicht tun. Oh, bitte. Lass es. Nicht. Jetzt ist der Moment weg. Jetzt wäre es keine Situation. Es ist vorbei. Der Moment ist verflogen. Ja, gut. Weißt du? Hast du gerade geflüstert? Ja. Hast du gerade geflüstert? Und was hast du geflüstert? Ich hab gesagt, ich glaube nicht daran, dass ich... Das klang kurzzeitig, als würdest du schmelzen. Echt? Ja. Bist du schon mal geschmolzen? Ich bin auch geschmolzen, ja, ja. Ich habe einen Küken gefunden. Kann ich das essen? Bei Kentucky, ganz bestimmt. Ich habe einen Küken, Leute, was soll ich denn tun? Weil ich wäre dafür, dass wir alle zusammen jetzt ein Lied singen. Also im Chat, natürlich. Was macht das Küken? Ich möchte es wissen. Was für ein Lied denn? Ein frisch geschlüpftes Küken. Oh, okay. Weiß nicht, Leute. Schlag was vor. Dann was möchtet ihr singen? Stimm mal an. Ist das eine Biene? He's the leader of the bunch. Gut gemacht, Ikre. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Gefühlt in das Wasser. Das Problem daran ist, dass du Delay hast und deswegen nicht auf meinem Beat singen kannst. Ich muss singen, im Prinzip. Ich muss den Beat geben und du musst versuchen, darauf zu singen. Genau. Aber nee, dann ist es ja trotzdem... Nicht stimmt, dann ist es für die Leute kacke. Nein, für dich, für euch ist es verschoben. Ich halte mir jetzt die Ohren zu. Nee, warte mal, wie macht man das denn vernünftig? Wie machen wir das denn? Naja, wenn ich was singe... Kannst du dich Team anpassen und dann ist es synchron für den Chat und für dich. Bei mir ist es relativ scheißegal. Stimmt, du musst singen und ich muss den Beat geben. Du darfst dich nicht von meinem Beat, der für dich irritieren aus dem Takt lassen. Ist, irritieren lassen. Richtig. Oh mein Gott. Das ist voll die Struggle-Aufgabe hier. Okay. Das sind Mäuse. Warum sind das Mäuse? Warum hat die ein Schild? So, da gehe ich gleich. Ich würde gerade erstmal gucken, ob hier schon geht's wieder weiter nach unten. Die Brücke ist so wunderschön. Nein, das heißt wunderwutschön, nicht wunderschön. Die Brücke ist so wunderwutschön. Was ist denn das? Brücke? Was? Der Brückensong ist das. Der Wo kommt der denn jetzt her? Das ist von Jan und von mir. Da haben wir die Brücke in Pokémon Schwarz-Weiß überquert und die ist halt so mega lang. Und deswegen haben wir gesagt, wir singen jetzt den Brückensong. Und der ging halt so, die Brücke ist so wunderwutschön. Ich muss das mal auf Google suchen. Wunderwutschön. Auf Google suchen, weil vor allem auf YouTube wartet, Leute. Einfach Texte aus dem Chat vor, vielleicht. Den hat doch ja, das könnte man auch machen. Den Brückensong hat doch bestimmt jemand hochgeladen. Ja, da ist er doch. Komm, Jan, sing das Brückenlied. Das ist fast schon Kanon. Ich schick dir das jetzt hier. Da, bitteschön, das ist das Brückenlied. Show me your moves. Okay,
Okay, Leute, ich lasse das jetzt im Hintergrund laufen. Ich muss kurz das Spiel dafür muten. Moment. Das ist 50 Sekunden höchste Lyrik. Ja, wunderschön. So, hier, bitteschön. Komm, Jan, singen wir das Brückenlied. Das Brückenlied da, 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 ist wunderschön. Da, 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 da. Ich bin auf der Brücke. Am Horizont die Häuser, ich finde die wunderschön. Auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Brücke, die Brücke. Okay. Die Brücke, die Brücke, die Brücke ist wunderschön. So, jetzt bin ich auch nicht fertig, ey, mein Gott. Wenn ich das nochmal anhört, klingt, also es kommt einem vor wie 5 Minuten der Song, aber es sind eigentlich nur ein paar Sekunden. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist die Vergiftung bleibt. Das heilt nicht. Das ist aber kotisch. Okay. Ich gehe auch mal jetzt auf den Discord-Server. Im Zocken kriegt der Sui-Lust. Ist das weg oder kann das Kunst? Kann das Kunst. Kann das. Das kann Kunst. Ich möchte übrigens anmerken, Giga-Ameise ist mal wieder so ein wunderschöner Name für einen Gegner. Hast du mich gerade angegähnt? Ich weiß, dass Angähnen in diesem Stream hier als Kampferklärung gegeben wird, oder? Ja, gut, cool. Ja, und jetzt, ja? Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt in einem Best of 100 Smash-Duell prügeln. Oh mein Gott, ich werde sofort verlieren. Ich habe ewig kein Smash gespielt, Mann. Ist egal. Ist egal. Ich weiß, dass ich gewinne. Okay, Feder. Also für mich ist das okay. Nein, Jeff ist gleich tot. Aber das geht ja sowieso erst im Dezember, wenn überhaupt. Dies entspricht der Wahrheit. Ist Jeff. Scheiße, Jeff ist schneller. Nein, es ist. Ah, er hat überlebt. Oh mein Gott. Ey, Leute, um ein Haar wäre ich tot gewesen. Hallo, Schneelini. Hallo. Ich möchte euch gerade mal etwas mitteilen, Leute. Und zwar, habt ihr Lust, mir eine Vanillekugel auszugeben, wenn ich euch mal zufällig auf der Straße sehe? Ist ein gutes Angebot, Leute. Überlegt es euch. Ist sehr intim, weißt du das? Was du da fragst. Jeff isst es und regeneriert 2 AP. AP vor allem. Alter, ich finde Bumble. Von mir aus? Ja, voll ne... Alter, was ist denn hier los? Jede Vanillekugel haben die... Können sie echt viel... Oh, shit, ey. Guck dir das mal an hier. Schlingenmann und Konsorten. PK Verdienste! Ich bin Fiat für 1000 Vanillekugeln. 1000 ist auch okay. Sehr in Ordnung sogar. Haben die sie gerade alle hingelegt? Aber das ist Minimum. Das Minimum. Oh, die Enten halten ja fast gar nichts aus. Ich grill die einfach. Ich hatte eben noch Ente. Yikes. Das steht auf meiner Dinge, die ich vor meinem Tod machen will, Liste Sui. Mir ein Vanilleeis ausgeben. Ich nehme dich beim Wort, Ikra. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wie damals nackt auf den Feldern, falls du dich erinnerst, dann werde ich dich daran erinnern. Aber... Vanilleeis ist doch auch in Spaghetti-Eis drin, oder? Das ist das Main-Zutat eigentlich so. Also das Main-Eis. Genau, und deswegen, also ich versuche gerade zu erraten, was du vorhast. Möchtest du wieder den Weltuntergang herbeirufen? Ist das dein Plan, ja? Wenn du mich schon so fragst, es wäre etwas, was ich nicht ablehnen würde, potenziell. Ich bin dabei. Nice, dabei. Leute. Let's go! Ich werde mich nie daran erinnern können, nicht daran erinnern können, Sui. Ja, du musst wissen, das war ja wirklich damals so, als ich meine Mods gesucht habe, ja, als ich quasi gesagt habe, Leute, ich brauche ein kompetentes Mod-Team, haben wir ein Casting gemacht und ich habe die Leute gebeten, kommt bitte nackt auf ein Weizenfeld. Ja, und Icke war der Erste, der da stand. Völlig entblößt. Und deswegen dachte ich mir, ja, den Mann nehme ich. Also als Mod.
Keine Scheu. Mut. Oh. Was, wie, Moment, Sekunde. Ich weiß übrigens nicht, wo ich gerade hingehe, Leute, ne? Ich latsche einfach den Weg lang, bis ich nichts mehr finde. Oh, guck mal da. What the fuck ist das, Alter? Ich bin einer der Meister dieses Lochs. Insgesamt gibt es 5 Meister. Ach du Scheiße, natürlich sind wir alle Maulwürfe. Ich glaube, ich bin der drittstärkste von uns. Gib alles. Okay. Er steht einfach Nummer 3 im Hintergrund bei ihm. Das ist so ein ulkiger Geselle. Warum blutet der so heftig? Hast du das? Tja. Hast du ihn aufs Maul gehauen oder hat er jemanden aufgeschnitten? Das ist jetzt die Frage, Leute. Okay, Leute, es geht wieder los. PK Freeze! Voll gut. Möchtest du auch einmal PK Freeze machen? Ja. Oh, wow. Der hält ja. Du lässt mich nicht. Er ist tot. Das war doch mit Absicht. Er war einfach tot. Er ist instant gestorben. Das war Absicht. Er ist gestorben. Es war Absicht. Ja, aber er ist gestorben. Ich hab's genau gesehen, es war Absicht. Hör mal. Erst Angebote machen. Da. Und dann mich so verarschen, ne? Guck mal, Huhn. Ein echtes Huhn. Lebendes Huhn. Ja. Bitte nicht essen. Okay, der letzte Satz hat mich jetzt gekillt, aber da habe ich nicht gerechnet. Wo ist das Küken hin? Ach, warte mal, das Küken ist mittlerweile ein Huhn. Krass. Ja. Haben sie ja vorhin gesagt, die im Chat, die Leute, die sind voll aufmerksam. Als ob ich meinen Chat lesen würde, also. Bitte. Warte. Oh, shit, nein. Leute, ist doch nur Spaß. Guck mal, die Newman, die rastet auch schon vollkommen aus. Und Diabolik auch. Ja. Leute, wenn ihr sauer seid aufgrund dieser Aussage, postet ein Zoo Rage. Wenn ihr nicht sauer seid, dann postet einfach gar nichts. Leaves, genau. Ich drop jetzt die Eistüte, so weg mit dem Scheiß. Ein Platinband. Hm. Sehr schön. Oh, der Rage. Der Rage ist high. Der Rage ist high. Der Rage ist high. Wir können das Platinband tragen. Ist das keine Rüstung? Ey, Leute, ich habe viel zu viel Scheiße in meinem Inventar, ne? Ganz ehrlich. Was ist das hier nochmal? Proteindrink. Hast du etwa 80 HP, Agretzuko so gesehen? Auf Netflix? Was für ein Ding? Agretzuko? Nö. Ein Anime mit so einem roten Vieh. Nicht die genaueste Beschreibung, so einen, so, aber sagt mir gerade spontan einen, nichts. Da gibt es einen Fitnesslehrer und der sagt immer Protein. Protein. Aber der sagt auch nur Protein. Und das ist halt voll der weise Guru eigentlich. Und das, was er eigentlich immer nur sagt, ist Protein. Finde ich gut. Proteine. Weißt du, woran ich denken muss? Nee, an. Es ist zwar nicht Proteine, aber ich muss an die ganze Zeit an den Calcium-Guy denken, den aus Mega Man Anti-Warriors. Mesa der Fischer. Der hat mich dazu gebracht, dass ich meiner Mutter damals, ne, ich habe Fisch immer, wollte nie Fisch essen, außer Fischstäbchen. Und nur wegen diesem Typen, weil der in jeder Folge den Leuten Fisch andrehen wollte, weil der sagte, da ist Kalzium drin, habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, kannst du mal Fisch machen? Ich brauche Kalzium. Und sie guckt mich nur so an, so, bitte, was möchtest du? Kind. Ob du mal Fisch machen kannst. Dann hat sie Fisch gemacht und ich fand's mega eklig. Ja, das stimmt nicht. Also nicht mega eklig, aber es war nicht so meins. Und dann dachte ich mir so, Mesa! Du Arsch! Du hast gelügt. Gelügt. Es erhöht dein Glück. Permanent? Don't lüg me. Wer braucht denn Glück, Leute? Macht bestimmt Kritz, oder? Dann hier, nimm mal Ness. Viel, ja. Echt, war das bei dir auch so, Brady? Hast du auch wegen Mesa darum gebeten, Fisch zu essen? Hallo Robin Redchest, was geht ab? Fisch ist geil. Ja, also, es kommt drauf an, ich muss in übelster Fischlaune sein, sonst geht das bei mir einfach nicht. Und jetzt erstmal alle so, was hat der gesagt? Der muss in Fischlaune sein? Ja, muss in Fischlaune sein. Erstmal in richtige Fischlaune kommen. Richtig, sonst kann ich keinen Fisch essen. Ach, ich hab PK Freeze gemacht. Ich bin ja der dümmste Mensch der Welt. Wollte PK Fire. Hallo Seelachs, was geht ab? Droggelbecher, 11 Monate Treue, dankeschön. Oh, ich bin so doof. Hey Seelachs, wir haben gerade noch von Fisch geredet, stimmt. Peten, 51 Jahre, überleg dir das mal, 51 Jahre, das sind über 4 Jahre Treue. Vielen, vielen Dank.
Oder bin ich jetzt dumm? Nein, es ist über 4 Jahre Treue. 4 Jahre und 3 Monate. Würdet ihr eher ein Goldini oder ein Carpador essen, Leute, wenn ihr müsstet? Puh. Carpador soll ja ekelhaft sein, weil da übelst viele Geräte drin sind. Aber ich weiß nicht, ob Goldini irgendwie eine aromatisierende Wirkung auf einen hat oder so. Aus offensichtlichen Gründen. Goldini, Goldini. Weiß nicht, wir klären die wichtigen Fragen hier. Muss mal wieder ein Krabbenbrötchen machen. Carpador, Goldini, Goldini, Goldini. Das Schöne ist, ihr könnt sogar Goldini, mit Emotes darstellen, Leute. Das ist das Schöne daran. Karpfen, eindeutig. Warum sterben die Gegner hier nicht? Kannst du mir mal sagen? Weil sie keinen Bock haben. Dann vergiften die mich auch hier die ganze Zeit. Alles stirbt. Holy shit, ich habe jetzt 100 Milliarden Mal angegriffen, mindestens. Ihr müsst jetzt eigentlich tot sein. Los, Paula, kill sie. PK Fire! Ach, die leben immer noch, the fuck? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht getroffen, anscheinend. Cool, es sind alle vergiftet. Nee, irgendwas ist anders. Paula, Paulas Körper ist nicht funktionsfähig. Oh oh. So ist. Also, ich sehe schon, ich glaube, die meisten würden tatsächlich eher Goldini vernaschen. Nom, Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Goldini, nom. Goldini, nom. Ey, das hätte das. Ich hätte das. Ich würde ja einfach so gerne. Ich hätte einfach so gerne mal Mäuschen. Stell dir das mal vor, wie das sein muss. Wenn du dann bist im Studio. Ja, sprich mal bitte Goldini. Okay, Goldini, Goldini. Nee, nee. Stöhn mal ein bisschen dabei. Was soll ich? Goldini, Goldini. Meeressau Steven, nee, Meeressau Steven, danke für deinen Sub, willkommen bei den Glückskills. Vielen, vielen Dank. Alter, der hätte mich fast umgeboxt, der Typ hier. So, erstmal heilen. Und sich selbst bitte auch. Was macht dein Horn des Lebens nochmal? Ach, belebt einfach wieder, okay. Androkles, 11 Monate Treue. Ich habe eine wichtige Frage. Wenn du Döner wärst, was wäre drinnen? Einmal Döner mit alles und Schaf. Aber ich selbst esse kein Schaf. Aber das wäre trotzdem drin. Würde ich behaupten. Ach Mann, ey. Ich muss die Bombe erstmal hier dem Jeff geben. Money. Money! Die Frage ist richtig, wäre ich zum hier essen oder zum mitnehmen, Leute? Also ich Ekel kenne, wird er mich sowieso auf der Stelle vernaschen, der Schlingel. Das macht 6,50. 18 PP, das ist ja nichts. Ich dachte, das wird voll OP jetzt, das Item, aber das ist ja schon scheiße so. Okay, pass auf. Der wird umgeboxt, der kriegt einen PK Freeze. Das darfst du gleich machen. Achtung, halt dich bereit. PK Freeze! Einfach umgeboxt. Ja. Aber wo war die japanische Aussprache? Du musst auch Freeze sagen! Freeze. Oh ja, Freeze. Draußen nur Kännchen. Wenn ich gehört habe, ist echt kritisch, wenn man so lange nicht gespielt hat. AKA 2 Wochen. Aber ich glaube, ja, jetzt bin ich langsam wieder an die PK Freeze again. Ja. Nein, Leute. Ihr seid doch Lümmel. Ach nein, doch nicht die Furries. Nicht die Furries. Nicht die. Nicht die Furries. No. Ich werde gerade voll müde. Mach mal was. Soll ich was machen? Okay. Okay. Bist du wach? Ja. Und war schön? Ja. Wunderschön. Ich brauche gerade erstmal noch ein anderes Lied, damit ich vielleicht wach werde. War ich hier schon, Leute? Ich weiß es gerade nicht. Da geht's Runde. PK3 Freeze. Was ist das für ein geiles Emote, SPO? Das ist ja abgefahren. Ich will nochmal PK Freezen. Okay, warte. Dann hier, bitteschön. PK Freezo! Freezo! Was? Freezer? Freezer! Krillin! Krillin! Nein! Das ist nie. Alter, ich habe 1990 Erfahrungspunkte gerade bekommen, Leute.
Ich habe mein Geburtsdatum erhalten. Das bringt Glück. Ja, ich möchte die Eistüte liegen lassen. Ey, und Scheiß. Oh nein, wenn du später wieder dabei bist, dann muss ich wieder Keks mit mir rumschleppen. Scheiß Keks, ey. Boah. Zitat erstmal und dann Yu schicken. Ey, da ist der nächste Maulwurf. Ich bin wirklich der drittstärkste Meister. Ich vernichte dich. Ui. Ich liebe Keks. Bam, bam. Aber Keks ist leider useless. Jetzt haben wir zweimal den drittstärksten schon. Hm. Bam, 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 bam. Dam, 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 dam. So. Ist mein Ohrwurm verpasst. Bum, 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 bum. Mission erfolgreich. Hat er gerade ein Kraftschild gemacht, mit dem er alles reflektiert? Ja. War das am 19.10. geboren, richtig, Brady? Am 19.90. Was ist denn? 90. Ein Psi-Karamell. So, dann fresse ich das jetzt. Geburtstag? Wie bitte? Am 19.10. hast du Geburtstag? Nein. Das hat Brady gerade gesagt, weil er versucht, lustig zu sein. Ich lache bei Brady immer, damit er nicht okay, Brady. Brady, du bist nicht witzig. Du bist nicht witzig. Oh, shit. Brady. Keine Lügen erzählen hier, Brady, bitte, sie ja? meint es okay, so. Danke. Mach dir keine Sorgen, sie meint es genau so. Nicht vergiften, bitte. Warte mal, können die überhaupt vergiften? Und das sind es die Schlangen, die vergiften. Sag nur die Schlangen. So viel dazu. Es ist vorbei, Leute. Ich gehe nach Hause. Leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Junge. Erstmal den Mod niedermachen. Ach, der Brady kennt das. Der braucht das auch. Der braucht das. Der braucht das. Ja, der, das ist ein Lebenselixier. Von Entwicklung. So lernt er dazu. Genau. Ich möchte, dass Brady mal ein starker, großer Mann wird, Leute. Und da muss man ihn halt ab und zu mal erniedrigen aus Scheiße. Brady zerrippt. Ja, Brady wird immer so Honig ums Maul geschmiert. Der muss doch mal ein bisschen was einstecken können, ne? Wie damals, 1992. Damals, 1992. Motivation durch Bestrafung nennt man das, richtig. Nein, nicht nur wieder stechen. Och Mann, immer werde ich gestochen, Leute. Den muss man halt mal so richtig hart rannehmen. Ja. Weil sonst lernt ihr das nicht, ne? Es ist Leute, halt so. So ist es. Ja, Brady manche gesagt, lernen nur durch, ne, Meckern und Motzen. Zuckerbrot und Peitsche, Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Oh mein Gott, du kennst es auch. Ich liebe dich dafür. Du kennst alle Mittelalter-Folk-Rock-Fans, die ich kenne. Ich liebe dich dafür. Natürlich. Oh, sehr geil. Oh, es ist schön. Oh, ich freue mich, mit Yu drüber zu reden dann auch noch. Oh ja. Oh, ich freue mich so. Oh, es ist so schön. Ach, schön. Ich gönne mir noch ein Karamell jetzt hier. Das ist sogar einer meiner Lieblings, würde ich sogar sagen. Wenn ich einen Top 3 nennen müsste, wären die da drin wahrscheinlich. So, Teddybär ist mit am Start, Leute. Jetzt sind wir eigentlich zu viert. Goldini und Smorgon, der Goldini und Smorgon. Goldini und Smorgon. Hab ich da Feuerschwanz gehört? Zelda Pokémon erstmal instant Karma-Punkte gesammelt. Sympathie-Punkte meine ich, nicht Karma-Punkte. Meine Stärke fällt zwischen die des Zweit- und Viertstärksten. Die sind alle die Drittstärksten hier, was ist ihr Problem? Wenn ich dem eine 5 gebe, strengt er sich bestimmt richtig an. Genauso. Der kriegt jetzt einen PK Faris. Ist Brady jetzt wirklich weg? Brady kommt zurück. Brady, jetzt stell dich mal nicht so an jetzt hier, ne? Wenn du in den nächsten 2 Minuten nicht schreibst, Brady, dann muss ich dich aus meinem Testament streichen. Schneelini, 10 Monate treu. Vielen, vielen Dank dafür. Was hat das Mittelalter nur aus uns gemacht? What? 95 Schaden an Paula? Was ist dein scheiß Problem? Der Tag erwacht. Er ist tot. Dann findest du eine Mutkapsel. Sehr gut gemacht. Lass mal raten, die erhöht meinen Mut. Was macht der Mut? Ich gebe das einfach alles Ness. Gib es Ness. Ich mach Ness richtig fertig, Leute. Ich gib's Ness richtig. Ja. Oh scheiße, so viele. 3, vor allem 4 Strickmänner. Alter. Und eine Ente. Die Ente. Die haben also die Ente hat einen krassen Fetisch. Ist das so? Ja. Meinst du Bondage? Eine Bondage-Ente? Ja. Akkurat. Also, so lange Stränge. Ey, Brady hat geschrieben. Ja, Brady, du darfst Bleiter im Testament vorhanden sein. Hat jetzt gerade selbst erhangen? Oder was stand da gerade?
Was passiert, wenn eine Schlinge eine andere Schlinge erwürgt, Leute? Wurde zahm. Wurde zahm. Was passiert da? Die werden zahm. Was passiert, wenn eine Schlinge wirkt? Tja. Tja. Da ist noch ein Geschenk. Ein geheimes Kraut. Was macht denn das jetzt schon wieder? Wobei, das hatten wir schon mal, oder? Kann einen bewusstlosen Freund reanimieren. Ich habe so viele Sachen, die lebendig machen wieder. Voll heftig. Och Mann, komm. Keine Gegner, bitte. Alter, was hat das Mittelalter nur mit diesen Schlingen gemacht? Die kommen einfach nicht, Leute. Wann bin ich mal stark genug, damit die sofort sterben? Das wäre nice. Die Schlinge wirken. Nennen das die Kids heute so? Alter, ein Pliss. Oh, der Teddy ist schon tot. Stimmt. Teddy wurde einfach zerfetzt, Leute. Eine neue Schlinge entsteht. Weißt du was mit deinen Zähnen auf? Nein. Klang gerade für einen kurzen Moment. Ich war sehr kurz davor, verwirrt zu sein. Ah, du hast so gemacht. Ja. Leute, wenn ihr in eine Videospielwelt hineingesogen werdet, in der ihr leben müsstet, aber jetzt kommt der Downer. Als NPC. Was würdet ihr wählen? Wo würdet ihr reinkommen? Und was für ein NPC wärt ihr? Also ich wäre wahrscheinlich der NPC, der sich über den Nachbarsjungen beschwert. Weil der immer irgendwie in den Garten pisst oder so. Ich wäre sowas wie Flowey aus Undertale. Aber das ist nicht NPC. Du darfst wirklich nur NPC sein. Doch, es ist ein NPC. Es ist ein NPC, fuck you. Okay, ein klassischer NPC, der nicht story-relevant ist, der irgendwo in der Stadt rumsteht. So. Okay. Der Typ, der das Fangen erklärt. Oh, shit. Da wärst du aber sehr unbeliebt. Bei Pokémon jetzt nur? Nee, oder also egal, allgemein, irgendein Spiel. Ach so. Die Musik. Was ist denn jetzt? What the fuck? Monk heißt. Haut voll rein, aber hängt das Spiel? Okay. Fuck just happened, Leute. Ich muss Furries beschwören. So. Geile Musik. Zog-Ti! Schon wieder! Willkommen bei den Glücksskills. Danke für deinen Sub. Das war strange. Ich wäre der Typ, der die unnötigst lange Sidequest einleitet. Was war das? Schlafmütze? Schutzmünze. Münze. Der Typ, der einen zu einem Wettbewerb im Pokémon zwingt. Ich wäre der Typ aus Breath of the Wild, der die Gerudo-Bibel bespannt hat. Orgel, wir sind der Arbeiter und der Soldat, die sich im Bürgermeisterbüro zanken. Ich wäre der Typ, der die unnötigsten... Ja, okay, das hast du schon gesagt. Ja, also Leute, ich würde ja nicht gerne in Termina wohnen. Pokémon, irgendwie. Der Typ, der darauf erwartet, dass er eine VM bekommt, damit er diese irgendeinem Kind geben kann. Voll geil. Jetzt hier eingesammelt gerade? Ja! Schutzmünze. Alter, übelst. Paula wird noch richtig zum Tank hier, Leute. Ich wäre der unübliche Secret Boss, der stärker ist als der Story End Boss, der aber aussieht wie ein Lauch. Brady, das ist zu episch. Du musst irgendein Lappen-NPC sein. Also jetzt nicht spezifisch du, bevor du dich wieder gedisst fühlst, sondern so, ne? Das war doch die Regel. Der hat mir gerade PP abgezogen, Leute. Ja, macht er. Hör auf damit. Aber Jeff hat keine PP. Ha, dieser Noob. Der klassische Patches. Deswegen ja Lauch. Okay, Brady. Ausnahmsweise, weil du es bist. Du darfst mein Lauch sein, Brady. Brady, sind Lappen Brady muss ganz schön einstecken heute, Leute. Brady, jetzt teil mal richtig aus. Komm, diss mich mal richtig weg, Brady. Dir passiert schon nichts.
Nee, nur Spaß, Brady. Können wir das draußen klären? Nein, du kannst es ruhig hier machen. Vor allem Brady. Brady wäre dann ja der Dürrem All Might. Oh, scheiße. Das ist aber ein großes Lob. Wobei All Might für mich auf ewig ein Noro ist. Leute, tut mir leid. Das ist meine Nummer 1 Assoziation. Ich kann ihn mit niemand anderen assoziieren. Ey, langsam weiß ich echt nicht mehr, was ich wegschmeißen soll. Was machen denn Kontaktlinsen? Und ich kann es besser sehen, Sui. Mit 30 hast du eine Glatze, Chris. Safe Call. Komm, Brady, kannst du auch besser, oder? Das kannst du aber besser. Ach, die habe ich ja gefunden, stimmt. Komm, Brady, jetzt hau mal richtig raus hier. Das war doch kein Diss, das war ein Fakt. Kalorienstange. Heute nennt man das Protein. Also Meanest Freak. Snack. Riegel. Proteinriegel. Wenn ich zu hart in die Eisen gehe, kommt Twitch an. Antwortet ihm. Los, Brady. Genau. Antworte ihm. Sui ist noch nicht 30. War das jetzt ein geschockt im Sinne von, was, Sui ist noch nicht 30 oder ein von wegen, Leute, Sui ist noch nicht 30. Aber so oder ist so man mit 30 heutzutage eigentlich alt? Weiß ich noch? Nicht. Kommt drauf ran. Wenn du aus unserer Generation kommst, ja. Wenn du aus 2000ern kommst, dann sehr. Wenn du Leute fragst, die in den 80ern geboren wurdest, dann werden die den Vogel zeigen. Sorgtee mit der 10-Euro-Spur, sodass endlich mal funktioniert, dann brauche ich es auch nicht mehr. Also hier hast du. Vielen Dank, Sorgtee, für deine Spende. Vielen Dank. Altes 50 plus. Also ich würde auch sagen, heutzutage sagt man eher, dass 30 noch okay ist. Ab 40 wird es ein bisschen kritischer. Oh, PK Thunder. Weil ich finde, also ich habe auch schon mal früher Freunde gehabt, die haben echt gesagt, du hast früher Freunde gehabt? Scheiße. Das wäre kein Arsch. Eine Freundin, die meinte sogar zu mir mal ganz krass, sie würde sich, nachdem sie 30 ist, lieber selbst umbringen, weil danach das Leben irgendwie nichts mehr wert ist. Und ich war so, holy what shit. The fuck? Das ist schnell da, das Gespräch wird sehr schnell sehr dark. Ja, ich dachte auch so, what the fuck, was willst du? Also, ich finde das nur so, wenn man so Sachen hört aus Japan zum Beispiel. Die Japaner haben ja diesen krassen Massendruck, dass du irgendwie mit 20 verheiratet sein sollst und alles sowas. Und wenn du es noch nicht bist, dann bist du nicht Teil der Gesellschaft. Ja. Das haben wir Gott sei Dank ja nicht. Aber sowas zu behaupten, ich finde das total... Das ist schon hardcore. Extrem, ja. Extrem fasst das gut zusammen. Und jetzt wieder das Lustige, das ist die Stimmung zu schlecht. Schnell. Schnell. Das ist doch was Spaß macht. Ich fühle mich mit meinen 27 ab und an schon alt. Ja, ich auch. Aber ganz ehrlich gesagt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Würde ich ehrlich sagen. Auch wenn man... Vorbei, Leute. Ich hatte letztens einen Kollegen, der meinte zu mir, er findet das bescheuert, wenn Leute, die 50 sind oder so, cosplayen, weil das doch total kindisch sei. Aber ich denke mir halt so, wenn die Leute das erst mit 40 oder 45 für sich entdeckt haben, warum nicht? Gott sagen. Die haben nur dieses eine Leben. Das finde ich dumm, sowas zu behaupten. Das ist total bescheuert. Soll er jeder machen, wie er möchte. Ja. Also ich meine, ich denke mir manchmal auch so, krass, in 2 Jahren bin ich 30. Aber eigentlich juckt es auch nicht, ne? Tragisch wird es nur dann, wenn meine Reflexe schlechter werden, wenn ich nicht mehr smashen kann. Aber das dauert noch. Reden wir über den roten Panda? Was? Achso, wegen der Freundin vorhin. Warte, ich habe übrigens, wir gehen lang. Smash! Alter, das war ein Zeichen. Genau da mache ich einen Crit, weißt du? Ja. Erstmal critten. Der Ort hier ist viel zu groß. Ich muss mal langsam ankommen. Weil irgendwie. Jeder darf machen, was er ihm Spaß macht. Egal, wie alt diese Person ist. Ja, bin ich auch. Was ist mit diesen Spinnen los? Du hast Angst, ne? Du hast Angst vor Spinnen? Ich will die nicht bekämpfen. Das sind Ameisen. Ich denke immer, es sind Spinnen. Sie sehen aus wie Spinnen. Ja, finde ich auch. Lol, die spawnen einfach neu. Ah, sehr gut. Ja, man kann die ein bisschen wegcheaten. Krasser Cheat. Eine Superbombe. Superbombe. Kriegt alles der gute Jeff.
Bumm. Kommt jetzt mal. Es ist 2018. Wenn man das vor 20 Jahren entdeckt hat, ist man halt 40, 50 Jahre alt. Hm. Ich habe riesen Respekt vor Cosplayern. Wenn du mit hohem Alter zum Beispiel noch Sailor Moon machst, stehst du bei mir höher als ein Banker. Will ich kämpfen? Let me smash. Guck dir das an. Das ist scheiß sneaky. Sie guckt sich nicht an und dann sagt so, let me smash. Ja, die will richtig smashen, Leute. Und sie kriegt es auch noch. Sie darf auch noch smashen. Dann kriegst du eine Bombe von mir. Weißt du, die Ameise, die will halt auch eigentlich nur ein spielbarer Charakter in Smash sein, weißt du? Ich darf auch nicht. Die hat auch Bedürfnisse. Eigentlich will sie das auch. Sieht aus wie eine Biene. Oder so. Guck das mal an. Was ist das für ein Körper? Ja. Nicht die Ameise judgen, Leute. Wir sind beide vergiftet. Hammergeil. Och man, was soll ich denn jetzt tun? Wir kommen da nicht dieses Lemmy Smash. Woher das kommt? Irgend so ein Vogel-Meme. Ja, ich kann die jetzt nicht heilen, Leute, weil ich hab nicht mehr. Oder habe ich noch Karamell? Ich hab noch diese Hörner des Lebens und so. Flux. Jeff! Sein Name ist Jeff! Seelax ist großartig. Also Flux ist übrigens Seelax. Seelax sagst du. Seelax. Genau. Ich sag Seelax. Kommt daher, weil wir Alarm! Alarm! Jeffs Zustand Alarm. Ist kritisch. Schön gerollt ist er. Alarm! Alarm! Er wird zusammenbrechen, wenn his Zustand nicht geheilt wird. Woher kommt eigentlich dieses Lemmy Smash? Das ist ein Meme mit einem Vogel. Ja. Ach man, Leute, das ist scheiße. Der Ort ist viel zu groß hier. No run. Go to Becky. Der Ort ist viel zu groß, da komme ich doch nie im Leben durch. Das ist Meme. Wie lange musst du da eigentlich in der Pampa noch rumringen? Keine Ahnung. Irgendwie, das hört einfach nicht auf. There's no end. Moment kurz, Leute. Da muss ich doch mal etwas überprüfen. Er überprüft was. Oh, jetzt hab ich den. Alarm! Oh. Alarm! Alarm! Ich muss es mal eben passend unterlegen, da Leute, wartet mal. Was ist das denn? Moment, Leute, ich muss ja kurz mal was Passendes unterlegen. Alarm! Alarm! Jetzt bin ich gespannt. Gut, Dankeschön, ich hab's unterlegt. Mir wurde gerade etwas geschickt. Aber später mehr dazu. Ist für dich interessant. Er ist tot übrigens. Paulos Zuschauer ist kritisch. Ja. Lass sie doch sterben. Hey, hier war ich ja schon mal. Was? Ach komm, ey. Ich drehe mich kurz um. Ja, hast du 10 neue Gegner. Hier, deine Freunde sind alle tot. Komm, gönn dir eine Lebensnudel hier. Ich gebe erstmal Jeff meine Nudel. Alarm. Guck, kaum gebe ich Jeff meine Nudel, erlangt er das Bewusstsein zurück. So, jetzt Paula auch noch. Bitteschön. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich so fertig. Okay, hier, frisch gekochte Lebensnudeln. Was? Jetzt bin ich ja schon wieder hier. WTF, ey. Digga, Alter, mach mal nicht diese Roffel. Wisst ihr noch damals, Leute, als es total in war? Also, irgendwann hat das nachgelassen. Aber ich weiß noch, das war vor einigen Jahren so. Wenn man gesagt hat, man schlägt jemanden, ich hab dem übelst Bombe gegeben, ey. Das hat man mal gesagt? Ja, wenn du sagst, jemand, du hast jemanden geboxt, ich hab dir übelst die Bombe gegeben. What the fuck? Das hab ich nie gehört. Das war bei uns total verbreitet in meiner Jugend. Ich hab dem voll die Bombe gegeben, du! Ich fand das damals schon dämlich, aber da musste ich irgendwie gerade dran denken, frag mich nicht warum. Sag, das war als ich in meiner Jugend war, also das ist locker 15 Jahre her, da. Vielleicht war es ja so ein NRW-Ding oder so. Mhm. Damit ist es offiziell, so wie es alt, ja. Das hat es eigentlich jetzt bestätigt, ne? Ich google das jetzt mal, ich will wissen, ob es da Einträge zu gibt. Ist mir nicht bekannt. Übelst die Bombe gegeben. Richtig aufs Fressbrett geben. Gibt's auch. Ja, das kenne ich auch irgendwie ein bisschen. Was laberst du, Sui? Was laberst du, Alter? Was laberst du? Alter!
Machst du mich dumm von der Seite an? Es ist so lange her, Leute. Ich finde nicht mal bei Google richtige Einträge dazu. Diese gab es gar nicht. Natürlich gab es das. In meinem kleinen Scheißdorf gab es das. Fake News. In meinem Kackdorf gab es das. Lieber Sui, keine Fake News hier. Alter. Keine Fake News. Ey, das kannst du jetzt nicht sagen. Ach, doch. Weißt du, einer würde mir schon reichen. Wenn es, Alter, ich werde überall umzingelt. Ihr guckt euch das an. Ja, klar! Da siehst du, das sind die Konsequenzen von deinen Fake News. Konsequenzen, das sind genau. Die Konsequenzen. Mhm. Quanten oder was? Konsequenzen. Die Konsequentenphysik. Guck mal, die Ente. Guck mal, die Ente und das Seil, die machen da rum. Willst du mal deinen Schnabel in meine Schlinge stecken? Da rein! Genau in dieses. Konsequenten! Jetzt muss da nur jemand Careless Whisper einfügen. Oh ja. Leute, das verwirrt mich irgendwie. Kann es sein, dass die Seile nicht alle zum selben Scheiß führen? Yannick, 10 Monate Treue. Vielen, vielen Dank. Leute, dieser Ort ist scheiße. Warte, wie viele? Nein! Oh, das Seil ist tot. Bei uns sagen die immer, ich drück dir Bombe. Bestimmt ein Nachfolger davon. Was macht denn der Steve für uns? Der liebe Steve Gorn. Du hättest eigentlich mit dem Seil rumturteln müssen, gerade. Aber. Ich war noch nicht bereit dafür. Kann nicht! Guck da, er gibt eine super. Was macht denn der HP-Lutscher hier nochmal? Guilty feet, I've got no rhythm. But it's easy to pretend. I know you're not a fool. Nicht mehr. Es ist vorbei. Du kannst nicht mehr. Wurde besiegt. Jetzt bist du durch. Ich bin einfach. Scheiße! Was ein HP-Lutscher. Genau. Hey Gordon, falls du gerade zuguckst, nimm diesen Daumen von mir. Und alle jetzt so, hä? Ja, genau. Spielen wir weiter. Alter, schon wieder so ein Ende. Wo muss ich hin und wie viel Zeit will ich noch haben? Oh mein Gott, die Ente unten, wie sie abgeht. Ich will doch einfach nur nicht gehen. Ich hab auf dem falschen Bildschirm geguckt, sorry. Ey, da kommt ein scheiß Seil auf mich zu, weißt du? Da kommt noch ein zweites! Was mach ich? Krasse Highlight-Videos. Ist nur eben ein Highlight entstanden. Oh, okay. Witzig. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Senpai und Senpai? Es gibt Senpai überhaupt? Hab ich nie gehört. Ich glaube, Ikre hat sie einfach keine Ahnung. Ikre, hm? Dem was sagst du dazu? George Michael nebenbei zuzuhören ist schon verdammt. Looks like King spielt The Disney Afternoon Collection. Antworte ihm! Antworte ihm! Los! Kann ich, Leute. Ich werde da die ganze Zeit bedroht. Och, Mann. Von wem denn? Von Seilen. Semper ist die absichtlich falsche Version. Achso, das ist ja edgy. Ich dachte, ich habe was Böses gemacht. Ah, du hast schon viele böse Dinge verbracht. Das erste Highlight-Video, in dem du den Wahnsinn auf YouTube losgelassen hast. Wenn Jeff gleich stirbt, dann ist er tot. Warum ist die Schlinge eigentlich so schnell? Ich meine, es ist nur ein Seil. Naja, sie hat Beine. Es ist nur ein Seil. Es ist nur ein Seil. Nur ein Seil. Was ist eigentlich dieses 31er, Leute? Erzählt mir das mal. Ich habe das Gefühl, ich bin voll nicht up to date. Ja, ich würde das auch gern wissen. Ich glaube, Jeff muss gleich ein bisschen lutschen gehen. Also, mit seinem HP-Sauger. Rusty, Jeff, Rotty. Mein Name ist Jeff. Just Rotty. 2 Monate. Mama Rotty hat schon wieder geresubbt.
Wow. Mach mal nicht diese. Dankeschön. Alter, da ist schon wieder... Sie mögen dich. Du arbeitest gerade an was Speziellem. Isaac in Smash? Ja, noch ein paar mehr Gegner wäre nett. Sind mir zu wenig, komm. Ich will eigentlich nur noch hier den letzten Maulwurf klatschen, weil ich glaube, dann sind wir fertig. Aber ich finde ihn nicht. Wir haben 4 besiegt, sind 5. Habt ihr den Kinderschrei draußen gehört? Das Fenster war zu und ich habe ihn sehr laut gehört. Mm-mm. Leute, morgen gibt es eine Nintendo Direct. Freut ihr euch endlich auf Animal Crossing? Ich gebe einen Hint. Pika, mehr aber nicht. Hm. Okay. Den Hint nehme ich doch gerne. 31er ist ein aktuelles Jugendwort, was Verräter bedeutet. Woher kommt ein... Und Scheiße, Leute, ich muss mal eben was sagen, ne? Es wird ja irgendwie jedes Jahr dieses Jugendwort des Jahres und so weiter festgelegt, ne? Und bin ich der Einzige, der in 95% der Fälle diese Jugendwörter des Jahres noch nie gehört hat? Und sich dann fragt, Jugendwort des Jahres ist das gewesen dieses Jahr. Und ich sitze dann da so... Was? Was für ein Ding? Was ist es gewesen? Nein, generell. Es ist jedes Mal so. Es kommt immer wieder darauf hinaus. Das ist das Jugendwort gewesen, dann sitze ich da mal so. Nee, das geht mir auch so. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Und zwar, dass die Leute immer häufiger schreiben, eins. Also als Zahl. Ja. Dass sie nicht. Das ist irgendwie so ein Ding geworden. Ja, ich mach das manchmal, wenn ich genau die Leute, die das machen, verarschen will. Genau. Aber das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Sonst ist mir in den letzten Jahren kaum was aufgefallen. Pass auf, Leute. Noch machen wir schon mal gemeinsam. Ich google jetzt mal Jugendwörter 2018. Eins live. Voting zum Jugendwort des Jahres 2018. Ich bin jetzt gespannt. Eins Jugendwort. Jugendwort. Eins Zoe. Dies sind die 30 Vorschläge. Okay, let's go, Leute. AF as fuck. Okay, das gibt's schon seit 1000 Jahren. Kenn ich. Ja, ewig. Appler. Eine Person, die mit ihrem Apple-Produkt angibt. Nie gehört. Nee, das klingt doch dumm. Auf deinen Nacken. Heißt du zahlst. Nie gehört. Nie gehört. Axelfasching. Heißt Axelhaare. Auch nie gehört. Bestie. Beste Freundin. Ja, das gibt's auch schon 1000 Jahre eigentlich, aber gut. Uralt. Was für Ding? Borderitis. Die Allergie gegen Grenzen. Was? Nie gehört. Mhm. Nie gehört. Ich kenne 2 bisher, ne? Ich halte das mal fest. Boyfriend Material, beziehungsweise Girlfriend Material. Das ist auch schon uralt eigentlich. Breiern. Brechen und trotzdem feiern. Nie gehört. Chinning. Sorry, aber dumm. Was? Chinning? Doppelkind Challenge, bei der man Selfies mit Doppelkind postet. Was sind das für ich hab da nie was von gehört. Das ist so unnötig. Das sind so unnötige Wörter auch für mich. Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Gut, das sagt Victor halt gerne. Und ich kann das eigentlich auch primär durch ihn. Also ist aber auch schon eigentlich ewig alt. Ich zähl's trotzdem mal. Einrappen. In eine Decke einrollen. Nie gehört. Exting. Mit jemandem via SMS Schluss machen. Nie gehört. Gib ihm. Ist auch schon alt. Aber ja, kenne ich. Glukosehaltig. Was soll da, warum ist das ein... Achso, glukosehaltig als Synonym für süß. Ja gut, in dem Zusammenhang noch nie gehört. Gimki oder Jimki, extremer Fitnesssportler. Auch nie gehört. Ich küsse deine Augen. Das soll ein Jugendwort sein. Ja, ich küsse deine Augen. Nie gehört. Iggas. In Klammern Instagrammer. Nie gehört. Kokum, mein bester Freund. Nie gehört. Hör auf. Was? Ach, LAN. LAN. Ja, bitte gut, das auf. Ist auch schon. LAN haben die Leute schon gesagt, als ich 16 war. Hör auf. Nee, ich bin gleich fertig. Das müssen wir ziehen das durch. 30 Wörter sind's. Also, LAN haben die Leute schon vor 15 Jahren gesagt. Locker. Ja. Lauch haben die Leute auch schon ewig gesagt. Was ist das? Warum? Okay. Lindnern, lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen. Nie gehört. Lituation, eine Situation, die lit, in Klammern cool ist. Nie gehört. Eine Lituation. Fuck.
Was? Ach, let me Google that for you, ist auch schon steinalt. Kenne ich aber. Ich will mir derzeit Tee machen. Rant ist auch schon steinalt, kenne ich. Screenitus, Gefühl, wenn jemand zu lange auf dem Bildschirm gestartet hat, nie gehört. Sheesh ist auch uralt schon. Snackosaurus, ein verfressener Mensch, nie gehört. Verbuggt, auch steinalt schon, 11. Wack, steinalt. Zuckerbergen, als Synonym für Stalken. Nie gehört. Okay, was denn zusammen? Ich kenne 12 von 30 dieser Jugendwörter 2018. Und von diesen 12 sind 10, wurden 10 schon vor über 10 Jahren gesagt. Na gut. Haben wir das auch geklärt, ne? So, erstmal ein doppelter Burger für Jeff hier. Jugendwörter werden durch Internetabstimmung entschieden. Man kann dann seine Online-Version und Wörter revolutionieren. Ja, teilen die haben Kumpel von mir und okay. Ich hab versucht, so schnell wie es geht zu lesen. Digi, auf deinen Nacken. Nee, Seelachs. Das, was du schreibst, ist ja grammatikalisch richtig. Das heißt, auf deinen Nacken. Also richtig schön, dass sich alle Muskeln zusammenziehen im Gesicht. Ich hasse es, wenn man das macht, ne? Ich bin ja echt, ich bin ganz allergisch, wenn man statt dein nennen oder so, einfach immer nur dein sagt oder mein. Ganz, ganz schlimm. Hier war ich auch schon. The fuck, wie funktionieren die Leitern hier? Es gibt überhaupt keinen Sinn. Wieder da. Hallo. Hallo. Die Leitern hier ergeben keinen Sinn, die sind scheiße. Beschwer dich. Hab ich doch. Bei Nintendo? Ja, ich werde morgen bei Nintendo Direct machen. Wenn ihr das in Earthbound nicht fixt, dann... Wie lange gibt es dieses Spiel? 20 Jahre. Und ihr habt das noch immer nicht gefixt. Bruder Inkubus, 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Erst der Genitiv, jetzt der Akkusativ. Not like this. Wir haben nur gerade darüber geredet, dass ich immer ganz allergisch reagiere, wenn ich das lese, wenn Leute nicht dein nennen und mein nennen und so weiter schreiben, sondern immer nur dein oder mein. Zieht sich bei mir immer alle Gesichtsmuskeln zusammen. Oh. Denn es ist falsch. Falsch. Leute, ich suche den letzten Maulwurf. Das kann doch nicht sein hier. Was ist denn der Lappen? Bevor ihr Mother 3 rausbringt, solltet ihr erstmal euer Spiel fixen. Wenn es Dialekt ist, ist es meistens nicht. Das ist ja das Schlimme daran. Da liegt schon wieder ein Küken drin. Ist gleich wieder ein Huhn. Es tweetet. Ja, es tweetet. Was schreibst du denn? Non-Menschen-Tweet. So, tschup. Ich glaube, ich war jetzt echt fast überall, Leute. Smash! Komplett Lösung suchen. Das Huhn ist schon so jung am Tweeten. Weißt du? Das Huhn hier ist einfach ein Sinnbild für unsere Gesellschaft. Gerade erst geboren, direkt auf Twitter. Da ist ein alter Mann. Musst du zu dem hin? Von da bin ich gekommen. Achso. Aber immerhin läuft die Kackente schon mal vor mir weg. Bitte sag mir, dass ich hier noch nicht war. Aber mittlerweile bist du so stark, dass die Ente vor dir wegrennt. Cool. Und der Entenschreck. So hat man mich früher auch in der Schule genannt. Wow. Durstige Spulschlange. Irgendwas passiert ja gerade nicht. Ich hol mir jetzt einen Snack, ne? Da ist ein alter Mann, Sui. Das ist zu langweilig. Ich brauch was zu essen. Da vorne sind alte Männer, holt sie euch! Oh, das da ist er endlich. Oh mein Gott, aber ich habe keine Punkte. Finally! Mehr. Keine PP mehr, hätte ich jetzt fast gesagt. Dieser Golden Sun Junkie. Hahaha. Du hast den stärksten Meister dieses Loch bekämpft. Den zweitstärksten Meister dieses Lochs. Den viertstärksten Meister dieses Lochs. Und den fünftstärksten Meister. Ich bin der wahre drittstärkste Meister dieses Lochs. Alle wollen die drittstärksten sein. Das ist geil. Spüre den Vorteil, Dritter zu sein. Ist auch so ein Satz, den Verlierer sagen würde, oder? Hier. Aua, Alter, der Damage.
Nur der wahre Dritte kann solch einen Damage machen. Aber ich lebe. Congratulations. Die IQ-Kapsel, die habe ich dringend nötig. Nach den ganzen Jugendwörtern, ja. Ja. Schnitt war übrigens, ich kannte 12 von 30 und von diesen 12 waren 10 locker welche, die auch schon vor 10 Jahren benutzt wurden. Toll, oder? Ich auch. Aber so wie ich das gelesen habe, kann man das ja in einer Petition einfach jedes Wort da einreichen. Leute, dann lass das auch einfach machen. Wie ist denn, ja? Ja, machen wir auch. Machen wir auch. Jugendwort des Jahres wird dann einfach Nippelschleuder. Let's go. Was willst du damit zum Ausdruck bringen? Das ist quasi ein alternatives Wort für Verdienst. Warte mal, wo ist denn der Typ jetzt, der hier war vorher? Also ich habe jetzt alle hier kaputt geboxt, aber... Spottel? Was heißt Spottel? Was ist denn Spottel? Oh, Spottel wäre tatsächlich ein... Spottel oder Lachsnacken wären zwei Großalp-Begriffe dafür. Spottel ist auch so ein Community-Begriff. Das habe ich irgendwann mal random gesagt. Bedeutet eigentlich gar nichts. Kannst du als Beleidigung benutzen, kannst du aber auch einfach auch benutzen, um jemand eine freundliche Bezeichnung zu geben. Spottel ist, was immer du willst. Ach ja, übrigens, Leute. Fuzzy Pickles! Wieso ist das eigentlich kein Taunt in Smash Brothers? Kann man das jemand sagen? Voll Waste Potential. Das sind jetzt einfach das Peace-Zeichen nach vorne zeigen und Fuzzy Pickles sagen. Also ich habe jetzt die ganzen Maulwurf umgehauen und jetzt? Leute, wisst ihr, was das Beste ist? Ich habe es tatsächlich überlebt. Jetzt gehe ich schnell in die Stadt, weil ich habe schon wieder einen Sonnenstich. Nee, warte mal, hier war doch ein Typ, bei dem ich pennen konnte, oder? Wieder jetzt, sag doch mal. Du kennst das Spiel doch erschaffen. Natürlich habe ich das Spiel erschaffen. Du bist das Monster losgeworden? Gute Arbeit. Okay, ich bin dran. Ich fange an zu graben. Du wirst sehen, ich finde das Gold. Bevor ich anfange, stelle ich einen peniblen Plan auf. Nur zur Sicherheit. Penibel. Dann mach das mal. Ja. Ich gebe mir gerade voll die Gönnung. Muss nicht sein, Slowmo, oder? Aber dankeschön. Was gibst du dir? Voll die Gönnung. Was machst du denn? Tja, ihr sagt, ich gönn's dir. Ich gönn mir. Dann tippe ich, dass du Spaghetti-Eis gekauft hast. Mm-mm. Zwei Spaghetti-Eis. Ich hab ja gesagt, den Weltuntergang teilen wir uns zusammen auf. Ja, das ist wahr. Dann... Hast du einen Euro gefunden? Nein, ich sag es dir. Alter! Guck dich Ness an. Ich esse einen fucking geilen Brownie mit ganz vielen Kalorien. Voll geil. Jetzt ist es raus. Karamell und Schokolade und alles, was dazugehört. Das finde ich gut. Mhm. Und jetzt hole ich mir Tee. Leute, so, jetzt mal ganz... Nein, ich wollte nicht die Pizza anrufen. Warte mal... Der Typ wollte graben gehen, aber er ist... Oh, okay, er gräbt. Wo ist er denn jetzt hin? Ist er jetzt hier unten drin? Und buddelt. Buddel mal ein Loch. Egal. Okay, er will einen peniblen Plan machen, will aber jetzt buddeln. Wir sind vielleicht noch ein bisschen weitergekommen, ganz kleines bisschen, aber irgendwie wirklich viel gebracht hat das irgendwie nicht. Habe ich so das Gefühl. Ich geh mal wieder in die Stadt und frag den Tipptypen. So lange her, Leute. Ich brauch den Tipptypen. Klingt nach geilem Foodporn. Nee, Fu-Porn. Hallo, Schorre. Soll ich dir mal nichts sagen? Okay, da passiert was. Ah, der Typ kommt mir hinterher. Ness, grüß dich! Ich bin Gork. Oder George. Gerardo Montagos Bruder. Gerardo ist in seiner Mine, aber er hat noch keine vergrabenen Schätze gefunden. Aber wir haben stattdessen einen Diamanten gefunden. Gerardo sagt, ich soll ihn dir geben, Nies. Hier, bitte, nimm ihn. Das ist halt Diamant. Nun, ich muss dann wieder. Ich arbeite sehr hart in anderen Minen. Arbeit.
Der hat eine sehr hohe Stimme. Ja, das heißt, deswegen ist meine Stimme, wenn ich mich nicht verstelle. Ah, ich verstehe. Ja, so ist meine Stimme, wenn ich mich nicht verstelle. Ja, dann reden wir doch jetzt mal so. Ja, okay. Wie geht's dir denn so? Gut. Und dir? Mir auch. Und euch, Leute? Und bitte dem. Ich hab's gehofft. Oh mein Gott. Ich hab gehofft. Ich hab's gehofft. Ich hab's gesagt. Bitte, 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 bitte mach es. Antworte ihm. Es tut mir leid, Leute. Das ist leider das lustigste Zitat in dem Video. Als ich das Fehler vorhin gezeigt habe, war auch das erste, was zitiert wurde. Antworte ihm. Nein, nein. Warum habe ich als 10-Jähriger keinen Diamanten geschenkt bekommen? Warum hatte ich als 10-Jähriger keine 40.000 Euro auf dem Konto? Warum hatte ich als 10-Jähriger kein Pokémon und bin seitdem nicht gealtert? Scheiße. Scheiße! Warte mal, wo war das Theater nochmal? Das war da rechts, ne? Das Antwort ihm wird halt noch perfekt durch die Geste von dem Typen da in dem Video unterschrieben, weil er einfach so gerade so zu mir rübergrabt, so. Antworte ihm! Warte mal, oh Gott, wer hat denn die Schulden nochmal? Warum hatte ich als 10-Jähriger keinen YouTube-Kanal? Zu spät geboren, mein Lieber. Hallo, Charlie. Oder zu früh. Oder zu früh. Warum ist eigentlich die Schrift transparent bei ihm? Siehst du das? Aha. Ja, sehe ich. Und jetzt erzähl mal was Interessantes, Chris. Lappen. Na, vielleicht hatte er ja die Idee, das auszuschneiden, weil es sonst keiner macht. Mal darauf gekommen? Du Lappen? Nein, nein! Jetzt hat er, jetzt habe ich gar nicht, ich bin so ein Held, weil jetzt habe ich Kohle ausgegeben, um den Tipp zu bekommen und ich habe gar nicht mitgelesen. Der Madame den Diamanten geben, das habe ich gerade noch mitbekommen. Aber wo ist die Olle denn? Ist die hier? Geht halt dein Ticket bereit, aber ich habe das Ticket nicht mehr. Oder habe ich das weggelegt? Weiß ich nicht. Nee, warte mal, die war doch in dem... War die in dem Rathaus da? Oh, das ist so lange her, Leute. Zwei Wochen, das kann mein Gehirn nicht fassen. Weißt du, wie lecker so ein Brownie ist? Nein, nein! Scheiße, ey. Schön. Oh, scheiße, ey. Boah, du hast gerade genau auf den Tisch geboxt, als ich die Tür gegangen bin. Das hat perfekt gepasst. Das war wie das Ende von dem Opening bei König der Löwen. Mufasa! Mufasa! Ja. Sag's nochmal. Mufasa! Ja. Sag's nochmal. Mufasa, 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 Mufasa! Oh, ich bin von Idioten umgeben. Bin von Idioten umgeben. Oh. Was ist er denn? Das ist der Lieferdödel. Dödel. Okay, Leute, was wird denn jetzt mal hier? Schutzhelm. Mhm. So, warte. Kreditkarte brauche ich, Melodienstein brauche ich, Stadtkarte brauche ich, Empfangophon brauche ich, Fliegenhonig. Den brauche ich nicht mehr. Feder, welche Drogen habt ihr beide genommen? Also ich nehme nur Brownies und Tee. War das gerade eine abwertende Bemerkung auf unseren geistigen Zustand, Leute? Ja, das war doch volles Lob. Wie bitte? Was war das? Von Selax? Meint, hab ich verlesen. Ich dachte, du hast was verhört. Ich dachte, Selax hat einfach gehatet. Hash Brownie? Ne. Karamell. Karamell, Leute. Lagersystem ist echt ein bisschen umständlich, weil ich will noch mehr lagern, jetzt muss ich den nochmal anrufen, den Typen. Klick. Aber ich nehme das schon an. Hm? Aber der Selax, der dachte wieder, ne? Der fühlt sich direkt angesprochen, ey. Ne. Ganz ehrlich, Selax, ne? Nur weil ich deinen Namen nenne, muss ich nicht gleich angesprochen. Ist alles vorbei, Leute. Ich bin heute total guter Dinge. So, was will ich noch wegwerfen? Eisfutzke. Wie hast du mich gerade genannt? Ich meine den Typen, Eisfutzke.
Hm. Nicht dich. Ich habe zwei Hühnchen, Leute. Ich weiß nicht, was ich mit dem Scheiß soll. Ich leg das eine Huhn jetzt ab, so. Mhm. Leg mal ab. Leg mal ab, Chris. Komm. Mhm. Traust du dich? Mhm. Ich glaube, den Rest ganz spalten. So, weg damit. Musst du KFC gehen damit. Ich würde es dem Spiel sogar zutrauen. Verdoppelt deinen Mut im Kampf. Ja, das war das. Das war gut. Redest du mit mir? Mhm. Und redest du mit mir? Redest du mit mir? Ob du mit mir redest, frage ich. Antworte ihm. Der scheiß Sidekick, weißt du? Was ist meine Aufgabe als ihr Sidekick? Du musst einfach nur daneben stehen und sagen, antworte ihm. Genau. Okay, ist da irgendwas bei, was ich haben könnte? Die Exit-Maus, die habe ich ja mal weggelegt und die Mäuse da haben nach der gefragt. Ich weiß nicht, ob es relevant ist. Backstage-Pass. Oh Gott, Entschuldigung, Leute. Also das ist der Backstage-Pass, aber ich glaube, der war nicht für Dingens, für das hier. Wenn's stimmst du morgen, müssen wir mal gucken. Moment. Was? Wann du morgens streamst. 17 Uhr. 17 Uhr. Super Smash Brothers! Stand ich noch hier auf also, dem Plan? Ja. Tell, hättest du mal zugehört. Ja, ich weiß, dass du später gekommen bist, aber ich will dich jetzt wissen. Immer diese Leute, die nicht zuhören können, ne? Dann hättest du gewusst, dass sie erst später kommt, Mann! Ey, Alter. Und wer sagt, dass das nicht You ist hier gerade? Ne, ich 180 Grad bei mir gerade, ne? You won. Ich raste gleich aus, ne? Ich raste gleich aus. Ich bin so sauer, Talion. Mann, was soll denn das? Scheiße, ey. Immer diese Leute, die nicht zuhören können. Ne? Was hast du hier für eine Community, Mann? Ich kann nicht! Leute, ich bin am Arsch. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo die Olle ist. Das ist zu lange her. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal in dieses Rathaus oder was das ist. Dann haben wir erfolgreich fast gar nichts erreicht, habe ich das Gefühl. Wobei doch, wir haben diesen einen Dungeon da komplett gemacht. Because I love you. Oder so ähnlich geht der Text. Mhm, ist klar. Kennst du es nicht? Mhm. Wo ist aber ein ziemlich enger Fahrstuhl? Hör auf, meine Hüften zu starren. Boah, das ist aber schon ein kleiner, der Junge ist schon ein bisschen, ne? Reif. Aus dem Weg, Vegeta! Auch schon lange nicht mehr gebracht, Leute. Wolltest du nicht das Ticket abholen? Ich habe geguckt, ich habe keins. Das Ticket abholen. Existiert nicht. Wenn man ein Ticket abholen möchte, dann holt man es von jemand anderen ab und guckt nicht in seinen Sachen. You know? Habe ich ja. Achso, weil du gesagt hast, du hast keins. Ich sag den gleichen Scheiß. Jetzt werde ich auch noch rausgeworfen, weißt du? Du kommst hier nicht rein. Der hat eine schöne Knollnase. Ja, ich möchte daran reinpieksen und hoffe, dass dann ein Hubgeräusch ertönt. Ich hoffe, dass sie platzt. Das ist auch nicht hier. Wo ist die Olle denn? Vielleicht Leute. Im Schreibtisch. Wie komme ich in den scheiß Club rein? Das dürft ihr mir jetzt übrigens gerne sagen, weil es ist echt zu lange her. Ich weiß nicht mehr, wie man da reinkam. Wir waren da ja schon mal drin. Durchs Fenster. In dem Spiel geht's um eine Mutter. Deshalb auch Mutter. Antwort ihm. Danke, Skywalker. Also ich würde halt in das Theater reingehen, aber ich habe kein Ticket mehr. Und das ist auch nicht, war auch nicht im Lager gerade eben. Versteht ihr mein Scheißproblem? Mm-mm. Mm-mm. Nein. 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 Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist ein komischer Typ mit einem Saxophon, dem er auf den Sack geht. It's the Big Sax Guy. Ach, wo bin ich hier?
Vielleicht ein neues Ticket kaufen, aber wo? Nein, hau ab, lass mich in Ruhe. Alter, wie die labert. Neues Ticket kaufen. Wie bitte? Hey, Junge, wenn du noch ein Wort sagst, ich reiße die Eier aus, wirklich. Kann ich mehr. Morgen wird endlich Birdo und Son Goku und Smash angekündigt. Goku. Bitte nicht. Wirklich bitte. Ohne Scheiß, ich find's schon schlimm genug, dass Cloud dran ist, ehrlich gesagt. Guck mal. Ja, ich gucke. Willst du ein Ticket kaufen? Okay. Die Welt kann so einfach sein. Ich muss echt ein zweites Ticket kaufen, einfach. So ein Scheiß. Ist schon okay. Okay, ja, aber, ja, same übrigens, ne? Kein Animu in meinem Smash, bitte. Tja. Da werd ich fuchsig. Ja, ist das so? Fuchs Devils Will. Oh, du bist immer noch mit 5, oh, das ist dein Charakter. Fuchs Devils Wild. Nein, das ist deine Figur. Wie bitte? Nein. Nein. Die brennt. Die Mensch wird es wie eine Million. Die brennt. Die Olle brennt. Die Mensch wird es mir 1 Million Euro. Wenn sie ihren Vertrag brechen, stecken sie ganz tief in der Polizei im Clinch. Mit der Polizei. Die Polizei würde so etwas sagen wie, hey, ihr! Oder so ähnlich. Es sei denn, du bezahlst 1 Million Euro für sie. Aber das müsste schon ein Schatz. Du müsstest schon einen Schatz finden. Sonst könntest du niemals solch eine riesige Summe bezahlen. Es sei denn, du hast Kekse. Oh, diese Jugend von heute. Wer? Wie was? Ich kann aus der Distanz nicht erkennen, was das ist. Bring es näher. Ich komm nicht. Ich kann es nicht näher bringen. Hier, nimm meine Kreditkarte. Yay! Oh mein Gott, ich bin so laut. Monka S, Suitens. Woodface, Monka, Omega, Monka, Omega. Dieser Diamant! Du bezahlst mit diesen Diamanten? Okay, das ist in Ordnung. Ich zerreiße diesen Vertrag. Ja, Ritsch! Ich höre plötzlich nichts mehr. Könntest du den Stream bitte untertiteln? Frag doch auf YouTube mit automatischen Untertiteln. Gibt's vielleicht auch auf Twitch. Erzähl niemanden von diesen Diamanten. Jetzt sind die Runaway 5 frei. Du solltest mir danken. Keine Bedanke für 28 Jahre, Teufel, Dank. Wow. Dieser Diamant hat einen Wert von etwa 50 Verdiensten. Das war also ein Schnäppchen. Poch. Ich hab viel Geld verdient. Wenn die wüsste, dass der nur aus Zucker ist, ey. Es tut uns leid, dass wir solche Störenfriede waren. Wir werden nicht mehr so naiv sein. Nur unsere Fans warten, Baby. Machen wir noch diese eine Show und dann verschwinden wir. Nein. Nochmals vielen Dank. Die rennen weg 5, bitte. Geld ist, was ich begehre. Geld ist, was ich vermehre. Geld ist, was ich will. Zitat zu Shumaru 2018. Wobei, das wäre ein Fake-Zitat, Leute. Wisst ihr warum? Das Wort ist falsch. Das müsste Verdienste heißen. Geld ist, was uns fehlt für Freiheit. Freiheit, Freiheit war unser einzig Begehr. Geld. Ja, wir haben es verstanden, Mann.
Alter, was ist sein Problem? Was ist sein Problem, Leute? Leute, warum tanzt ihr eigentlich nicht? Mit dieser geilen Mucke. Ich drehe extra auf für euch. Selonion, 10 Monate Treue, vielen, vielen Dank. Geil, Leute. Es wird getanzt. Ja, Pepe, please. Pepe, please, bestes Emote. Jedenfalls ein sehr gutes. Warum ist die Mucke so gut? Danke für euren Tanz, Leute. Willkommen! Willkommen zum Finale Konzert der Runway 5 im Topola Theater! Und Des guckt nur noch rechts, er will wieder gehen. Das wird eine großartige Show. Wir sind so gut, ich könnte glauben, dass sich die Kinder am Ausgang in die Hose pissen! Warte mal, das sagen die Runway 5, ne? Diese Kinder sind hip, Baby! Erstmal eingenässt, Leute. Soll da gerade keine Musik sein? Da ist Musik. Da ist Musik. Zelda Pokémon, the fuck? Was ist das denn passiert? Erstmal ein WG-Angebot rein. Ey, Zelda Pokémon, ich bin dir sehr dankbar, dass du 3 Monate Sub bist, ne? Aber für eine WG ist echt noch zu früh. Vor allem ist da ein Fehler einfach. Fehler 404. Alter, oh nein, diese Seite haben wir einen Chick auf der Bühne. Den vorne abdancen. Ich bin der Allercoolste. Sorry, falscher Chat. Mein Hut ist fett. Ich bin nett. Geil. Ich geh steil. Warum kommt dein Bus? Ich bin eine geile Ische, die mit tanzt. Oh yeah. Ich steig in diesen Bus. Okay, was machen wir jetzt? Der erste Teil unserer Band haut einfach ab. Die haben einfach eine Frau verschleppt, abgeführt. Mal kurz sagen. Kann jemand mal... Oh, die sind alle weg, okay. Also 2 sind Verbrecher gewesen. Die haben jetzt die Ische da mit ihrem Diamanten da geklaut. Oh, ich kann die Runaway 5 nicht mehr sehen. Ich sollte so Exemplar eines Mannes abservieren und ein Runaway 5 Groupie werden. Dieses lächerliche Exemplar übrigens eines Mannes. Ein anderes. Aber der sieht aus wie Duke Nukem. Ich hätte Venus ist bei der Runaway 5 Show dabei. Deine Frau heißt Venus? Okay, ich habe sie verpasst, weil ich über Badezimmer war. Für den Rest meines Lebens hasse ich Badezimmer. Und fortan ging er nie wieder aufs Klo. Und sprenkelt es. Was, es sprenkelt? Ja, vielleicht sprenkelt es auf dem Klo. Uff. Oh, hi. Warte mal. Oder muss ich hier vielleicht nochmal da rein? Ich habe mich richtig eingenässt. Aha! Das ist lustig, weil das Wort, weil der Name Nest da drin steckt. Richtig witzig. Total geil. Ja, hammer toll, dass das Spiel gemacht wurde. Leute, war das ein lustiger Witz, ey. Super gemacht, Earthbound, ey. Ey, Wahnsinn. Erstmal in den Wald fahren zum Abdunken. So, und jetzt müsste ich von irgendeiner Cutscene aufgehalten werden. Das wäre perfekt. Ist besser und als von so an trug er nur noch Windeln. Also die Hinweise, die Kerle haben nicht das Girl entführt. Das Girl hat die Kerle entführt. Also die Hinweise, wo ich hin muss, sind schon sehr spärlich gerade. Ja, nett halt, ne? Nett. Was? Nett halt. Nett halt? Nein, nett. Ich werde überfahren! Toll. Kennt ihr das? Der läuft über eine Straße und auf einmal fährt durch ein Taxi hinterher. Ja. Böses Taxi. Ein sehr aufdringliches Taxi. Sehr aufdringlich. Ich glaube, ich höre You. Hallo! Ich höre nur Hi. Schnell, You, direkt in den Stream. Let's go! Essen ist sogar in der Küche. Ich bin krass, oder? Thumb up. Ich hätte nichts drauf geantwortet. Ich bin doch nicht so. Aber Thumb wisst ihr, wen ich gerade auch gehört habe, Leute? Combo, nicht nur You ist reingekommen. Ich höre auch gerade den Eis. Glaube ich jedenfalls. Nicht?
Alter, ich bild mir das einfach ein, Leute. Ich glaube, ich habe den Eismann gehört. Ich frage direkt den Typen, ganz ehrlich. Kann es sein Eis? Ich krieg hier einfach keine Hints, Leute. Ich brauche Hints. Ist denn gerade Eiszeit? Wisst ihr, das einzig Traurige ist, Leute, daran, dass das bald Herbst ist? Der Eismann wird ab Mitte Oktober nicht mehr kommen. Bis Februar. Ja, da muss ich selber um dein Eis kümmern. Huh? Huh? Ist das nicht so, huh? Nein, ich lasse Leute lieber arbeiten. Boah. Man sagt, dort kann man viele verschiedene Dinge kaufen, aber es kostet auch viel. Warst du schon dort? Das war's für... Ich bin so blöd, weißt du? Ich frag den Tipptypen, dann gucke ich nur auf die Textboxen. Wahrscheinlich hat er vom Einkaufszentrum gesprochen. Stimmt, das KDW in Berlin. Kann nur das KDW in Berlin sein. Ich glaube auch. Kaufhaus. Da kann man Häuser kaufen. Ja. Und ich rede einfach mit jedem hier. Möchtest du die Karten für das Topola Theater kaufen? Habe ich eigentlich schon. Logan und Balkon sitzen. Logan. Mhm. Colonel. Logan und Balkon sitzen ausverkauft. Jetzt gibt es eine Stimme. Leute, meine Challenge. Ohne zu googeln. 30 Verdienste pro Person. Ohne zu googeln, Leute. Ich möchte, dass ihr jetzt mal Colonel in den Chat schreibt. Nicht googeln! Sorry. Oh, nicht schlecht. Sehr gut. Die haben 100 Pro gegoogelt. Nicht schlecht, Leute. Gut gemacht. Logo haben die gegoogelt. Ist doch der Eismann. Ich hab doch gesagt, ich bild mir das nicht ein, Leute. Ey, nee, der war eben auch schon da. Ich hab den aus der Ferne gehört, Leute. Obwohl das Fenster zu ist. Brady ist übrigens das einzige richtig geschrieben. Was? Aufs Zurückgeben? Ja. Oh, hier kann ich einfach so Sachen einlagern. Wie krass. Ah ja, der Eismann, Leute, war da. Yeah, aber ich werde mir kein Eis holen. Aber gut gemacht, Leute. Somehow, I feel like the lights will get turned off in the department store. I guess it's just a mouse sixth sense. Alter. Taco. Wie würde es dir gefallen, dein langweiliges Essen mit einigen Gewürzen aufzupeppen? Die sind keine gewöhnlichen Gewürze. Wann immer du etwas essen willst, das Gewürz sprenkelt sich automatisch. Ich kann das Wort sprenkeln heute leider nicht mehr lesen. Auf dein Essen. Das grenzt fast an Magie. Nein. Ich will nicht, dass ich irgendwelche Sachen auf mein Essen sprenkeln. Was möchtest du? Gar nichts. Kakaodose, die Kakaodose. Tali, hi. Oh, das ist so teuer, hab ich schon ausgesammelt. Sprenkel, Leute. War ich hier schon mal? Was ist das für einer? Wer ist der denn? Ein ominöser Kerl. Psst, nicht so laut. Für meine Freundin Ingeborg. Was willst du, Mann? Alter, den Hyperstrahler. Wie der voll abgeht dabei. Der gönnt sich, Leute. Der kriegt das für den Hyperstrahler. Ja, wer wohl? Jeff natürlich. Blöder Lachs. Hyperstrahler. Wisst ihr, ihr wisst ja, wer der Hyperstrahler macht, wenn man ihn abschießt, oder? Gönn dir einen Hyperstrahler, gönn dir einen Hyperstrahler. Oh Mann, ich wollte dir gerade noch eine Flaschenrakete X geben und jetzt geht das gar nicht, weil ich gar nicht mehr so viel Geld habe, weil ich meine, weil ich keinen Platz mehr habe. Arme Sau. Ich habe Geld, aber keinen Platz. Ja, immer diese Verdienste. Hast du gehört? Ju, Essen ist in der Mikrowelle, ne? Gönn dir, Ju, gönn dir. Popelst du gerade in der Nase? Ja. Ich hab's genau gesehen. Genau. Das war meine Nase, aber es war nicht in der Nase. Doch, es war. Der Finger war drin. Wie bitte? Der Finger. Der Finger war drin, ja. Ja, der Finger war drin. Das Problem ist, ich höre dich nicht. Ja, ich dich auch nicht. Ist mir aber auch klar.
Gut. Schau mich nicht! Könnt! Die arme Frau hat Asthma, kann jemand bitte ihr Spray holen? Waren wir hier jemals drin? Ja, der Finger war drin. Was? Welcher, wessen Finger war wo drin? Das ist jetzt die, das sind die zwei Fragen, die ich jetzt habe. Hättest du eben zugehört, wüsstest du es. Okay, Leute, euer Einsatz. Ihr dürft bestimmen. Wobei, nein, ihr dürft gar nichts. Also, ihr dürft also, ich meine. Tag! Nicht, kann ich helfen? Was sollst du denn nun kaufen? Also, das dürft ihr jetzt ausnahmsweise nicht. Weil ihr macht es jetzt sowieso, also ist eben alles vorbei. Was? Warum? Hä? War ich hier jemals drin? Stimmt, der war ja zu, der Laden. Ah, ich brauche einen Geldautomaten, Leute. Ich brauche Geld. Geldautomaten, such den Geldautomaten. Warum piepst das ab und zu eigentlich? So hört ihr das? So. Ja, ich höre das auch. Es kommt vom Spiel. Oh, jemand ruft an. Ach, Vater, was willst du, Digga? Ey, Vater, mach mal nicht diese. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, Leute. Das mache ich jetzt. Das Piepen ist mein Huhn. Warum piept mein Huhn? Das wird zum Huhn. Also das Küken wird zum Huhn. Aber ich habe keinen Küken mehr. Ich hab nur irgendwann. Huhn. Ja, vielleicht ist es ja jetzt Hot Wings. Mann, Feder, ey. Was willst du eigentlich von mir? Was ist dein scheiß Problem? Ach ja. Ich habe so wie bei dir piept's wohl. Ja. Ich wette, Luigi Mario hat mindestens 20 Minuten dafür überlegt. Wieso disse ich eigentlich heute jeden, Leute? Sagt mir das mal. Das ist wie so ein Tamagotchi, das Huhn. Weißt du? Das piept auch die ganze Zeit, wenn es irgendwas braucht. Kann ich das zum Burgershop geben? So, jetzt erstmal eine Chefkochpfanne, weil Paula ja nur Pfannen tragen kann, Leute. Eieiei. Sie will und wird dich brechen, Zoe. Was? Ja. Ja. Nein! Schön machst du das. Schön. Danke. Sehr schön. Ja, toll. Danke. Toll. Ja, super. Ich trinke erstmal Tee. Jeff trägt zu viel Scheiß mit sich rum, Leute. Es geht einfach nicht. Ich muss Jeff ein Item jetzt weglegen. Das geht mir nämlich auf. Na, wie soll ich sagen? Den, Sack. Deswegen droppe ich jetzt die Rakete. So, tschüss. Das kostet so viel, aber ich habe so viel Knete angesammelt. Deswegen easy peasy, kein Problem. Zahnbürste? Macht bestimmt nichts. Kind, du bist zu reich. Es gibt keinen zu reich. Wie, die tanzt dann an der Theke. Guck mal, die tanzt richtig. Die ist richtig heftig. Ihren neuen Job? Du hättest doch einfach seine alte Waffe verkaufen können. Aber das war keine Waffe, das war ein Armreif, den ich gekauft habe. Guck mal, wie macht Paula das? Die steht da auf der Rolltreppe, aber bewegt sich nicht. Wo ist Jeff? Paula, wo ist Jeff? Ah. Guck mal, das sieht aus, als würde sie ihm übelst in den Nippel zwicken, oder? Komm mit, Jeff! Und die dann so mitziehen, ja? Ja. Ich spare mein Geld, um nach Nippels zu reisen und dort zu relaxen. Nach Nippels. Ey, guck mal, das ist ein zweiter Ness. Ja, wollte auch gerade sagen. Wenn ich groß bin, dann will ich Programmierer bei Ape werden. Okay, Greenie, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksgrillsen. Vielen Dank. Hast du Kontakt mit ihnen? Zu ihnen. Oh, you didn't have to answer. It was a dump of me to ask you that question. Oh, dann hättest du nicht antworten müssen. Es war dumm von mir, überhaupt zu fragen. Dummes Kind. Spricht auf einmal Englisch. Oh, du schwänzt auch die Schule, richtig? Falsch betont, I don't care. Ich versuche die Welt zu retten. Guck mal, die verkauft Kinder. Ich verkaufe Kinder. Wir machen
langsame Fortschritte, Leute. Guck mal, überall wird dasselbe verkauft, außer der Roboter, der ist neu. Der ist einzigartig. Trick Jojo. Einmal wird der keine Boss. Jojos, Leute. Jojos sind heiße. Oh, Jojo. Das haben wir gelernt. Jojo-Verbot. Jojo-Verbot. Jojo-Verbot? Jojo. Wie das Tier in Pokémon, Jojo. Jojo. Jo. Das ist das Beste, Leute. Ich brauche noch mehr Geld. Du bist endlich arm. Ich will was verkaufen, Mann. Und zwar die Mütze von Jeff da. Hat die nicht sein Freund ihm geschenkt? Kann sein. Kann sein. Hier, mein Andenken für dich, Jeff, damit du immer an mich denkst. Okay, ich verkaufe sie ja beim nächsten Händler. So. Die Kinder draus machen Schreie, die ich teilweise gar nicht zuordnen kann. Du denkst so, was ist das für ein Geräusch? Eigentlich sollte kein Mensch dazu in der Lage sein, so ein Geräusch zu machen. Kinder können alles, wenn sie wollen. Und sie denken nicht darüber nach. Das ist deep. Das ist really deep. Hey ihr, es ist Sommer, die männliche Jahreszeit. Was? Zeit. Genau, Frauen dürfen da nicht rumlaufen. Genau, ich wollte gerade sagen. Zeit, Sport zu treiben. Was kann ich für euch tun? Alles nur für Ness, ey. Jeff ist nicht männlich genug. Sorry, du hast gerade eine Schutzmünze verkauft und wieder gekauft? Hast du? Nein. Ich habe eine Nickerchenmünze verkauft. Random, du musst schon aufpassen. Okay. Random German. Ich versuche halt auch gleichzeitig den Chat zu verfolgen. Meine nicht also. Ich, ich meinte, du hast es ja vorgelesen. Okay. Brady. Was muss ich denn jetzt machen? Irgendwie. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Was ist dann die weibliche Jahreszeit? Ja, laut denen hier dann Winter. Da dürfen Männer ja, nicht mehr raus. Was sind die beiden dazwischen? Das sind dann für die Transgender. Die Transsexuellen und für die. Was weiß ich nicht. Beide, die beides haben. Genau. Oder. Für alle. Weil Frauen eis- und erbarmungslos sind. Fun genial. Assumed, so wie gerade unser Gender. Mein Huhn piept immer, wenn ich eine Rolltreppe runtergehe. Ja, es findet es lustig. Es hat Spaß. Alter, Benny, geil. 11 Monate Treue. Vielen Dank. Du bist noch 1 Monat von deinem Goldknilz entfernt. Goldknilz, Goldknilz, Gold, Goldknilz. Goldknilz. Was hast du alles für Buttons? Du hast den Bronze, Knilz, Silber? Ein Bronze. Ich hab Bronze, Silber und Gold. Habe ich nie gewonnen. Und Platin? Genau, sowas? Platin quasi. Und einen normalen, stinknormalen. Warte, haben wir einen Platin? Nee, Gold ist. Nee, Shiny. Normales? Shiny. Bronze, Silber, Gold, Shiny. Das müsste es sein. Ah, okay. Man kann unendlich viele haben, oder? Wie war das? Die haben es hochgeballert, ja. Man kann jetzt, glaube ich, noch bis zu 4 Jahre, aber. Da war ich bisher zu faul für! Woo! Yay! Oh, ich wollte ja noch was machen. Das kann ich nebenbei machen, vielleicht. Ich sag schon mal vorwärts, danke für die Spende, Feder. Was? Du wolltest noch was machen. Use am Start, Alter! Ja. Jetzt wird's erstmal richtig geil. Jetzt muss ich erstmal. Das Setup umstellen, Leute. Wird jetzt mega ranzig. Ich mach doch kurz eine Pause. Das ist eigentlich ein gutes Argument, Leute. Wir machen mal ganz kurz eine Pause. Beziehungsweise eigentlich werde ich nur den Bildschirm umstellen. Wahrscheinlich werdet ihr uns noch reden hören. Aber kurze Pause. Bis gleich. Bis gleich.
So, ich muss mal wieder Mikrofon anmachen, Leute, aber ihr seht noch kein Bild, weil ich jetzt noch hier alles hin und her schieben muss. Hey. Hörst du uns noch, Feder? Ja. Okay. Ganz leise. Das wird jetzt kompliziert, weil ich muss jetzt das Mikro so einstellen, dass... Ich kann auch sehr nah ans Mikro rangehen oder mich lauter machen. Beide hört, aber Feder sich nicht selber hört. Das wird jetzt die Challenge. Eigentlich kann ich das Bild auch noch wieder geben jetzt. Ich brauch's eh das Cam-Layout, Leute, sonst ist alles scheiße. Momentan ich nichts von mir. Alter, so meine Arschsträhne los. Guck mal, man sieht meinen Arm. Stimmt, man sieht gar nichts. Ich muss die Webcam auf die anderen Bildschirme stellen. Auf die anderen Bildschirme, genau. Hallo. Du, übrigens, hast du gehört? Morgen, ja? Nacht. Wird ein Direct kommen. Ja. Den hab ich gelesen. Morgen wird Isa angekündigt. Ah! Und? Dreams. Don't let your dreams be memes. Wow, meine Frisur sieht noch beschissen aus als sonst. Cool. Glückwunsch. Diese Locke hier machen. Das sieht super komisch aus. Aber jetzt geht's. Das sieht sehr komisch aus. Du sollst eigentlich diejenige sein, die sagt, Chris, du siehst immer gut aus. Ey, Leute, ich kann nicht. Was ist das für ein Scheiß? Pass auf, warte. Oh boy. Hier, was haltet ihr davon? Oh Gott. Sind beide beim Friseur? Ja. Schick. Perfekt, Schick. Oder? So kann ich streamen. Okay, ich gehe. Aber jetzt liegen sie besser. Liegen sie ein bisschen. Freaky, immerhin. Eigentlich wollte ich mir die kürzer machen. Ich habe sie nur für das Cosplay neulich nicht ganz so kurz gemacht. Okay, Leute. Hört ihr you und mich beide gut? Was schreibt Talion? Hält wieder davon, dass eine Frau neben dir sitzt. Hört ihr you und mich? Nein. Du musst auch reden übrigens. Das ist ein essentieller Teil davon, dich okay. zu hören. Ich habe auch keine Lust zu reden. Ich habe ja schon so viel geredet. Egal, du bist im Stream dabei. Ich wollte nur hier sitzen und gut aussehen. Oder so. Könnt ihr auch Feder noch hören? Hallo, mein Name ist Feder. Ich weiß nichts. Jetzt die wichtige Frage. Feder, hörst du dich selber? Ich höre mich nicht selber. Hörst du dich nicht selber? Wir sind etwas leise, gut, pass auf, dann fix ich das. Nur ganz leise, aber es ist nicht schlimm. Mich ist Feder sehr leise.
Ja, aber das geht auch nicht lauter, weil sonst hört sie sich über die Boxen selbst. Doof. Da musst du halt ein bisschen genauer hinhören, Ju. Gaschte! 2 Monate Treue, vielen Dank dafür! So, lass mal alle drei kurz ein Gespräch führen. Okay. Antworte ihm! Warum redest du? Oh Gott, ich geh gleich wieder! Übrigens, Feder, You. Ihr kennt euch ja noch gar nicht so im Gespräch. Hi. Also, hi, ich bin Feder. Direkt noch gar nicht, oder? Doch. Nee, nicht so wirklich. Nicht. Stimmt. Oh so. Mein Gott. Nur von Erzählungen. Es kommt mir so vor, als würde der ich Hype ist real. Okay, Leute, also ihr könnt alle hören, ja? Way. So eine Maus. Jetzt tut doch mal nicht so, als hättet ihr Stream-Delay. Antwortet doch mal. Why? Keks. Ich soll Keks sagen. Keks. 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 Alle. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt was hört oder nicht. Antwortet ihm, es knallt sonst! Was? Ich werde nicht antworten. Wo ist das her? Hä? Okay, also, da ihr nichts schreibt, scheint es okay zu sein, ja? Kannst deine Mods sagen alle dasselbe. Warum? Meine Mods sind eine Einheit. Ja, aber warum sagst du Einheit? Als eins. Nein, halt. Ich habe eigentlich nur einen Mod, die spalten sich nochmal auf für den Stream. Oh shit, da passiert was. Reborn, danke für 8 Monate. What the fuck? Tschüss, Paula. 8 Monate treu, vielen, vielen Dank. Hä? Was ist gerade passiert? Paula wurde von einem Alien weggesnackt. Geil, einfach so. Einfach so beim Rausgehen, das, oder? Das musst du sagen. Your attention, please. Warum Englisch? Would the customer for a moment, Mr. Ness, please proceed to the office on the 4th floor. Das kann keiner verstehen. That was customer Ness, 4th floor office. Qua! Alter, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen belästigt. Okay. Das Mädel entführt. Was soll das heißen, hä? Naja, es ist Sommerzeit. Da dürfen Frauen nicht draußen sein, haben wir eben erfahren. Was? Ja. Ja, hat das Spiel gesagt? Spiel gesagt, Sommer ist die männliche Jahreszeit. Okay. Ja. Kann auch nicht sein. Wenn, 150 wenn, Damage. Wenn Earthbound das sagt, dann wird das so stimmen. Wenn Earthbound das sagt, muss es so sein. Kann das sein, dass der Typ mich gerade übelst wegballert? Ja. Holy shit, Alter. Ness ist gleich tot. Nein, nicht Ness, aber Jeff, ja, der andere Typ halt. Tot, einmal B. Ja, der hatte dieses Skill, dass er immer NRP-basiert oder so. Ja, ne, das war... Oh Gott. Ja. Alpha-Mod ist immer der, der gerade am aktivsten ist. Sagt Brady nur, weil er in letzter Zeit so aktiv war. Wir wissen eigentlich alle, dass es Rübe ist. Aber... Ja, schon. Rübe ist der Kopf. Brady ist halt der rechte Oberarm, weißt du? Oberarm? Naja. PK-Heilung! Der hat mir ganz schön aufs Maul gegeben. Ja. Das Geschenk, ey. Du hast dich kein Fake geschickt, sondern Mimik. Feder hat geflüstert. Was? Ja. Soll ich nicht flüstern? Ness, Kunde Ness, kommen Sie schnell zu Paula. Das ist dieselbe Stimme. Okay. Nur diesmal redet sie verständlich. Oh Gott. What's happening? Oh, die mystische Platte. Oh. Ich möchte sie töten. Ja, die macht mir zu viel Schaden. Stirb. Die bleibt stehen. Übrigens, Ju. Dreht sich nicht mehr, ja? Yay. Partnerlook. Wow. Ich glaube, wir müssen beide mal zum Optiker. Warum passiert das so schnell? Voll kacke. Na, schnell. So alt ist die Brille dann auch wieder nicht. Naja, schon mindestens mal ein Jahr. Das will ich da du jeden Tag trägst. Jetzt habe ich auch noch einen Attack-Nachteil. Also bei denen will ich echt nicht, dass die einen Erstangriff haben. PK Megageld! Natürlich reicht das nicht, um die zu töten. Tschüss, Jeff. Schnell, sterbt! Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Bis Jim. Oh Gott. Cool, er hat keine Heil-Items. Jo. Ich weiß, wer die hat. Paula.
Kannst du nicht rausgehen? Einkaufen? Naja, das ist das Einkaufszentrum. Verkackt. Ich meine, irgendwo anders? Ey, ist es ernsthaft, dass die einfach die ganzen Highlights hat, haben sie einfach weggesnackt. Deswegen muss man die verteilen. Ich sag das mal so, einfach das Menü ist so scheiße klein. Das stimmt. Aber man muss trotzdem möglichst verteilen, dass immer irgendwer. Alter, du weißt halt keine 5 Minuten, ist schon direkt Backseat-Game, ey. Ich sitze halt hinter dir und ich spiele so gesehen mit, also ist das logischerweise Backseat-Gaming. Es hat niemanden getroffen. Ja. Ich werde übrigens hier gerade von einem Haufen Ramsch zusammengeschlagen, Leute. Können wir das bitte mal so festhalten? Ja, vielleicht, wenn du verlierst, wirst du rausgeworfen und kannst du irgendwo was anderes kaufen? Ich töte die einfach. Alina, danke dir für 37 Jahre Treue, vielen Dank! 37 Jahre? Ja. Ja. Schon so lange gibt es. Wieso hat das nicht gekillt? The fuck? Also doch 40. Bist du also doch 40. Toll, ich bin gestorben, weil ich eingeschläfert wurde. Bye! Halt dich schnell, Ness! Wow, wie? Mhm. Oh Mann! Ja, bye. Kann er jetzt mal sterben, bitte? Was ist das für ein Bullshit, Alter? Level. Gegnerkurve erstmal verzehnfacht. Ja, will ich. Nein, ich will nicht. Okay, Spiel für immer vorbei. Warum ist Paula. Netta Checkpoint. Ja, also sie ist weg. Du bist halt einfach nur rausgeworfen worden. Ja, der Checkpoint. Ja, stimmt. Am Arsch der Welt, ey. Das letzte Mal, wo du wahrscheinlich übernachtet hast. Oder gespeichert. That was a close one. Du läufst gerade mit einer Leiche durch die Wüste. Das ist okay. Schön passiert. Erzählt mir doch mal eine Anekdote aus eurem Leben. Feder, you. Feder. Von wessen Vogel bist du denn eine Feder? Oh. Sprungfeder. Wenn ich tippen vielleicht. Würde. Das ist auch nicht schlecht. Eine Sprungfeder, ihr habt alle gebaitet, Leute. Oder ein Toll. Flamingo. Lass mich in Ruhe, alte. Jetzt kommt da so eine alte Oma, weißt du? Frauenfeder. Also, keine ja, Ahnung. Was bist du für eine Feder? Ich weiß nicht. Ich bin eine schöne Feder. Frauenfeder. Also, Frauenfeder. Nein, ich finde nämlich Frauenfedern gar nicht mal so schön. Sind zwar schön, aber viel zu überbewertet, finde ich. Persönlich. Alter. Ja. Erstmal einen Handtaschenbügel wegwerfen. Hier, guck, vor Schreck weg. Hast du gesehen? Ja. Oh, ups. Sucht euch einen schönen Vogel aus. Flamingo. Der ist pink. Der ist nicht schön. Pink. Frauenfeder. Ja, klasse. Frauenfeder, ja. Ich könnte auch ein anderes Tier nehmen, aber. Das wäre too much reveal for you. Haben Pinguine überhaupt Federn? Finde ich auch ganz geil. Pinguine? So richtig? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Pinguin gesehen. Keine also Ahnung. Schon im Zoo, aber. Nicht so nah, dass man sehen kann, ob sie Federn haben. Keine Ahnung. Genau, ein Kolibri. Okay, Google. Haben Pinguine richtige Federn? Okay, Siri. So, jetzt gehen wir nochmal im Hotel schlafen, damit falls wir wieder umgeboxt werden von einem Haufen Schallplatten. Dass sie kein Fell haben, ist mir klar, aber ich meine so im Sinne von, ist das halt, ist das einfach nur Haut oder sind das wirklich Federn? Ich habe keine Ahnung, Alexa, ja. Der Dark Magician mit der 1 Euro Spende, Dankeschön. Da sagt jemand, dass Pinguine da die haben. Okay. I trust you. Sache, das Schöne an einem Chat ist, du kannst aus dem Chat eigentlich jede Antwort rauskitzeln, die du haben willst. Das stimmt. Deswegen habe ich ja gesagt, I trust you. Wenn Weil die Leute dann manchmal einfach dazu geneigt sind. Manchmal denkt der Chat sich einfach so, ey, ich habe jetzt Bock, heftig Scheiße zu labern. Ja, und dann werden da so Infos gespreadet, wo du denkst so, das ist schon nicht wahr. Ach, übrigens, Pinguine haben Fell. Hab ich gerade rausgefunden. Ist das so? Muss ich in den Chat schreiben. Nein, Leute, I love you. Wie
Chris einfach seine Community hasst. Sicher. Siehst du, Brady macht's gut vor. Brady macht's gut vor mit dem Schrödingers Chat. Das will mir doch nie tun, ja, ja. Crisp, hallo Falco Tuso. Falco. Wir labern doch immer Scheiße, oder nicht? Also, jetzt gesagt, Alter, weißt du, ich gehe rein und werde erstmal umgeknüppelt von den Lappen hier. Soll ich irgendwas kaufen? Oder? Wo denn? Der Laden ist das hier. Nee, in irgendeinem anderen Shop. Okay. Den Scheiß, die aber immer so. Ja, gut. Weil. Warum machen die so viel Schaden? Was ist denn deren Problem? Guck mal, das ist tot. Ein Schlag, zwei Schläge tot. Ich kann da gar nichts gegen machen. Deswegen meinte ich. Das wird hart. What the fuck? Was passiert voll? Das Geilste ist, die bringen weniger Erfahrungspunkte als die Gegner in dem Gebiet davor, die voll einfach waren. Glaube ich. PK Medizin. Also ich fürchte echt, hier musst du entweder... Ach, ich bin so dumm. Erstmal die falsche Attacke einsetzen. Schön die PP verballert. Ach ja. So ein scheiß Gebet, ey. Du kennst das? Ach, du kennst das? Ja klar kenne ich das. Ich meine, das du kennst es berüchtigt. Ich weiß nicht, ob es berüchtigt ist. Ich weiß nur, dass ja, ich... das war nicht von hinten, Digga. Wenn der mich von hinten genommen hat, hätte ich jetzt fast gesagt, weißt du? Zum Glück habe ich nicht gesagt. Nein, überhaupt nicht. Nein, natürlich hast du es nicht gesagt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt allgemein bekannt ist, dieses Gebiet, aber ich habe Probleme gehabt. Ohne Vorlage. Ja, Flaschenrakete in die Fresse. Ich hätte wenigstens ausreichend Heilung. Chat, please. Achtung, da kommen gleich wieder drei oder so wahrscheinlich. Nein. Ah. Oh Gott. Guckt euch sie an, wie sie lauern, Leute. Kann man die vielleicht wieder wegschicken? Nicht da unten vorbei? Oh shit, ey. Da fehlt eigentlich wieder die passende Musik, Leute. Akashi. Ness, Gone Ness. Guck mal. Das bin ja ich. Spiegelbild. Der Kotzerfuzzi, ist das nicht der? Nein, trotzdem sieht sie anders aus. Nicht ganz, weil die Farbe stimmt. Alle abgenommen. Ich merke gerade, dass Chris Bart schon auf Level 30 ist. Ich habe schon gesagt, der wird noch länger, Falco. Stimmt. Ja, der ist jetzt schon, der ist schon wieder so lange wie er. So lang nee, der ist schon, der ist genau so. Ja, doch, doch, doch. Ja, safe. Noch nicht mehr so arg wegrasiert hier. Ja, weil ich jetzt ihn ja wachsen lasse. Ja, finde ich cool. Forward incoming, Leute. Da bist du endlich. Dieses Kaufhaus wird dein Grab. Du wirst zur Hölle fahren und dort verbrennen. Finde ich safe nicht nett. Yay! Naja, vielleicht kommst du auch in den Himmel. Willkommen in der Hölle. Oh, wie froh der ist. Kaufhausspuk. Okay, Dude, komm. Du kriegst jetzt einen auf die Fresse. Die Musik ist aber nicht so geil. Ja, die Musik ist nicht so geil. Und noch Flaschenrakete hier. Das wäre eine coole Musik, der Sack. Ja, als ob der Pike Ferries kann. Ja! Und Ness wird steif. Hat das da gerade? Ja, nein, sein Körper wird. Er wird einfach weggeballert. Was? Ja, Flaschenrakete, OP. Was? Die machen 600 Schaden, die Dinger. Deswegen habe ich mir eben auch welche gekauft. Oh shit. Easy peasy. Geil. Ich hab die nicht so OP in Erinnerung, aber geil. Wow. Wow. Paul hat nichts davon abbekommen. This is awesome. Easy. Selbst wenn du mich besiegst. Meister Geiger wird mich rächen. Ich glaube, der Meister Geiger scheißt heftig auf dich, mein Freund. Ich glaube auch, ja. Diesmal Moment sollte Paula Monopoly. Er hat verschrieben. Sie spielt gerade Monopoly. Ach so. Paula Monopoly. Bye. Die explodet. Falls ihr fragt, was ich gerade mache, ich versuche ihn zu teabaggen. Das geht ja nicht so gut. So. You tried. Versaute Dinger. Jeff mit der roten Rakete, zock, please. Oh.
Dein Geld ist futsch. Ach nee. Erstmal Fuzzle-Pizzle. Fuzzle-Pizzle. Schön. Alte Fotos, leicht und geil. Klick, 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 klick. Alles zusammen. Fuzzle-Pickles. Yay. Yay. Feder top motiviert. Gut. Nein. Fuzzy, nein. Ist der Typ jetzt wieder da? Nee, der war unten. Der Goebbels? Was? Wer hast du? Hat Goebbels gesagt? Der Goebbels? Keine Ahnung, wo du das gehört hast. Der Goebbels. Ich glaube nicht, nein. Ist der Goebbels wieder da? Ist auch wichtig, der Goebbels da ist. Aber... Ich aber, kann noch nicht. Aber... Nadi... Nani? Nani, du! Nani, gute. Wie sieht denn jetzt so ein Knilz aus? Sag mal. Süß. Ich würde sagen, schreib doch einfach mal alle Sui Knilz in den Chat. Wie du deine Community einfach ausnutzt, eiskalt. Hallo? Ich tue dir gerade einen Gefallen, denn da musst du es nämlich nicht googeln. Guck. Das ist voll trainiert, diese ich meine. Community. Diese Cuten. Diese cuten Boys und Girls. Leute, Leute, ihr seid richtig cute Boys und Girls. So, erstmal wieder. Hier, guck mal, übrigens, ist super billig, das Eisen. Boys und Girls. Why? Why so? Was hast du gesagt? Richtig cute Boys und Girls. Scheiße. Nein. What's your gender? Boy or Girl? Oh Gott. Immer dieses mit dem Stromschwimmen, Brady. Wir sind doch eine Community. Eine Kommune. Ich weiß, Brady, du möchtest, du schießt dich immer selber aus, aber das musst du nicht machen, Brady. Auch das du musst bist du wertvoll. Wirklich nicht, Brady. Ja, du bist eins, einer von uns. Genau. Einer von uns. Einer von uns. Wow. Meine Mama hat mich angerufen. Ich habe meine Mama angerufen. Der kleine Sui, bitte zur Kasse. Der kleine Sui, bitte zur Kasse. Ich heiße aber Ness. Ja, Senel. Ich finde, ich werde jetzt wieder so reden mit meiner echten Stimme, okay? Ja. Okay. Was ist los, Ju? Okay. Hallo Leute, wir sind's. Ich bin ganz angeregt. Das sind Ju und Feder und ich bin Chris. Ja. Hallo. Ja. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Oh Gott. Nein, ich werde überfahren! Oh Gott, ich bin überfahren. Nein, ich werde überfahren. Folgen Sie dem Jungen, nein. Folgen Sie dem Jungen. Er kann sich nicht wehren. Jeff fängt schon zu weinen. Da bin ich auch. Der hat Jeff mit erhöhter Geschwindigkeit überfahren gerade. Sag mir bitte, dass ihr ab jetzt eure D&D-Charaktere so spricht. Ja, sicher. Ohne Scheiße, wir müssen echt mal D&D spielen. Stimmt. Aber mein D&D-Charakter redet so. Ja, Nina, ab jetzt wird Kieran so gesprochen. Ja. Spreche. Ich denke nicht. Okay. Oder kleinen Zwerg. Hallo! Was? Ja, doch, ich hab tatsächlich einen Zwerg, der so redet. Nee. Achso, ja. Doch, eben gesagt, der redet so. Achso, ja, so ist richtig. Ja. Aber ohne Scheiß, hättet ihr Interesse an Pen and Paper? Prinzipiell, ja, wir spielen es ja sogar. Ich hab nur leider 15 Gruppen und ich kann nicht noch eine nehmen. Ach du Scheiße, oh mein Gott, so viele? So viele? Ja, Ju rastet richtig aus, die muss erstmal, aber danach bestimmt. Krass. Oh mein Gott. Ich bin von anderen gefragt. Ich bin zu beliebt. Ich hab niemanden. Ich such die ganze Zeit Leute, mit denen ich spielen kann, aber ich kenn niemanden. Hey, also Chris auf jeden Fall. So, wir beide spielen. Ich find's so lustig, ne? Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, wir drei. Das stimmt. Ja. Und wir haben ewig keinen Kontakt gehabt, ne? Das ist so, what the fuck? Warum da nicht? Frag man mich doch, was hat das Mittelalter nur mit uns gemacht? Ja. Yes! Ich bin wieder in eurem Sinn, dankeschön. Aber ja, sehe ich ganz genauso. Einfach. Keine Ahnung, wie das geschehen konnte. Chris, no. Ich muss zum Café. Ich war da gerade drin und jetzt finde ich es nicht mehr, weil ich voll dumm bin. Wow, du bist dumm, ne? Da unten die Straße und dann?
Also so ein Knilz sieht schon aus wie so eine Zwiebel, ne? Ja, ein bisschen. Eigentlich schon. Vor allem in dem Ding. Ist an die Zwiebel auch angelehnt? Ich hab grad Zwiebeldorf verstanden. Der Zwiebeldorf. Zwiebeldorf ist quasi der böse Bruder von Ganondorf. Warte mal, wenn das der böse Bruder ist. Ach scheiße, dann ist der eine richtig evil. Wieso suchst du dir immer nur die Bösen aus? Weiß da nicht, ich bin ein richtiger Villain-Spieler. Auch bei Smeesh. Smeesh. Ich will am liebsten mal gerne mit Ridley ordentlich smashen, ey. Erstmal smashen. Ich möchte mal so richtig mit Ridley smashen, Leute. So richtig smashen. Und mit K.Rool auch mal dick smashen. Ja. Ja, ich war voll im Koffeinrausch und musste schnell ins Badezimmer. Feder, wen würdest du denn spielen in Smash? Wen findest du denn am coolsten? Oh, shit. Schwierig. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, welche Charaktere jetzt überhaupt im Ultimate drin sind. Wenn ich raten müsste, würde es mir sogar irgendwie schwerfallen, ehrlich gesagt. Ich kann nicht... Meine Antwort ist, glaube ich, relativ öffentlich. Aber die ist einfach. Aber ich könnte mir da jetzt sogar drüber nachdenken. Kann ich da echt schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, weil ich auch nie Smash spiele, tatsächlich gesagt. Ja. Ich hab ihn jetzt erst wieder so auf einen Nintendo-Trip. Vielleicht. Ich müsste mich erstmal wieder reinfinden, Link ehrlich gesagt. So? Irgendwas aus dem Zelda-Bereich? Vielleicht, aber eigentlich. Zelda ist jetzt momentan gerade eher so neu bei mir dazugekommen, sag ich mal. Vorher habe ich mich nie für Zelda interessiert. Ich bin früher. Früher war ich sehr der Kirby- und Pikachu-Spieler. Kirby, da hätte ich drauf kommen können. Da hätte ich sogar drauf kommen können. Aber mittlerweile nicht mehr so. Es gibt so viele Charaktere. Samus. Machst du nie was verkehrt? Samus. Samus ist cool. Dann fragt jemand, wer ist da, und erschreckte mich. Habe ich mir das nur eingebildet? Sieht aus, als würde Luigi furzen auf der Super Smash-Seite. Ja, das macht er auch. Als ob er durch die Luft furzen würde. Geil. Genau das hat sie gesagt, Lunatic Lotin. So läuft das hier bei uns. Ich hasse Zelda, Feder 2018. Was habe ich nicht gesagt? Ich weiß, aber das ist mein Chat. Willkommen. Viel Spaß. Wenn du irgendwas sagst von wegen so, ja, das war so und immer sofort, was? Sui hasst hier Wort einfügen. Zum Beispiel Zitat von wegen so. Ah, ja, ich wüsste, wen ich spielen würde, glaube ich. Ich wüsste es. Der erste? Ich glaube, Sheik. Sheik. Also doch was von Zelda. Ja. Weil momentan spiele ich sehr, sehr gerne Sheik. Bei Zelda Hyrule Warriors. Sheik. Ich musste schnell ins Badezimmer. Hast du schon gerade? Ich weiß, aber ich habe nicht gelesen, was da stand. Ich dachte, es wäre irgendwas Badezimmer. Ich bin überrascht, dass ein stinknormalen Menschen wie mich anspricht. Ich habe weder Infos noch Gegenstände, die dir helfen können. Glaubst du, deswegen darf ich nicht stehen? Ich mag die Atmosphäre. Warte, ich stell dir eine Quizfrage. Hast du 5 Birnen? Wenn du eine isst, die kenne ich doch schon. Ja, kennst du wohl. Oh mein Gott, wie wär's, wenn du die Fresse hältst? Danke. Ich war Monotolis Geschäftspartner. Dann merke ich, dass seine Pläne meine Firma in den Bankrott trieben. Meine aus meiner Firma sind jetzt weg. Ich glaube, das kann ich auch schon. Ja. Hier, Feder, ein Charakter für dich. Ja. Warte, ich sehe es nicht. Warte, ich hab ein Stream offen. Von draußen ist Lärm zu hören. Wahrscheinlich ein Home Run. Rum? Rum? Im Fernsehen. Home Rum, Alter, der gute Rum, Leute. Und die Fans singen ihre üblichen Parolen. Die Säufer halt. Leute, okay, pass auf. Ich sage jetzt ja was, Leute. Wenn wir Ultimate streamen, ne? Ich möchte ja es möglichst so versuchen, dass das erste Mal, in dem ich das Spiel anschalte, im Stream ist. Ich hoffe, das gelingt mir. Das erste, was wir machen werden, ist, wir werden einen Fight mit Samus spielen, weil es ja nur 8 Charaktere gibt am Anfang. Und je nachdem, wie das Freischalten funktioniert, wenn man das wirklich frei entscheiden kann, wenn wir freischalten, wir werden uns zuerst Ridley gönnen und dann K.Rool. Beziehungsweise, falls Isaac kommt, vor K.Rool noch erstmal den. Und dann spielen wir erstmal die 3. Echt erst 8 am Anfang und den Rest müssen wir alles freischalten? Voll geil, ich liebe das. Was? Ob Mr. Geldegard? Geldegard. Nicht so besser mit Hildegard, ne? Monotoli oft herkommt. Hallo, aufwachen, als ob das je passieren würde. Nein, ist einfach nicht wahr. Ja, hey, der hat gesagt, ich soll hier hinkommen. Vielleicht, die Frau hat irgendwas von Commotion outside gesagt. Das vielleicht ist da ja was. Die Musik macht mich schon recht wirr. Weil mir ist kein Klo. Ich bin verwirrt. Leute, ich möchte aufs Klöchen. Das ist ein
dann geh ich. Das Klo ist nicht da, obwohl der Mann vom Klo ist. Vior Battles, okay, Lennart. Da kann ich. Ich glaube nicht, dass wir Vior Battles machen werden. Oh, ah, scheiße. Siehst du? Genau. Also, nicht am Day One. Da wird jetzt mal heftig Singleplayer grinden, da könnt ihr euch drauf verlassen. Wollerei. Nicht vordringen! Wenn du etwas gibst, kannst du meinen Platz haben! Gibst du mir etwas? Ja. Alles, was du für mich. Gib mir das Huhn! Ich kann dir das Huhn geben. Dann hört es endlich auf zu gackern. Geil. Bist du sicher? Was macht das Huhn denn? Nichts! Ich hätte es so gerne erlebt, wie das erstmal ein Huhn hat. Das ist so schön. Ich habe mir damals auf dem einen Markt oder so das erste Mal so ein Ei gekauft und auf einmal so irgendwann fängt irgendwas an zu gackern. Ich habe ewig gebraucht, um zu checken, was das soll. Ich brauche eine Mädchenstimme. Da liegt jemand am Boden, ob er etwa. Ist der. Feder. Er sieht nicht wie ein netter Mann aus. Oh Gott. Nochmal. Oh nein, nein, nein. So möchte ich nicht enden. Tust du doch, Kati, what the fuck? Ich bin so froh, dass nicht ich da liege. So geil, weißt du, kommst du an einen Tatort, denkst du, so, boah, Alter. Gott sei Dank, stell mal vor, ich wär tot jetzt. Oh, ich mag es hier, mag es nicht, was? Ich mag es nicht, hier Körper rumliegen zu sehen. Ist auch nicht so mein Fetisch, ehrlich gesagt. Nee. Er atmet noch. Hat er nur zu heftig gespielt? Was? Ich kann da nicht mehr hin. Okay. Zu heftig gespielt haben sie doch alle. Bist du nicht Ness? Ich sehe nicht mehr so gut. Alles ist verschwommen. Du bist Ness, nicht wahr? Ich bin's. Wir kennen uns vom Tusen. Everdread vom Gauner Park. Du musst dich an mich erinnern. Ich bin der beste Dieb der Gegend. Dieser Carpenter in Glückstadt hat etwas versteckt. Seltsam, ich hab's gestohlen und wollte es in der Großstadt verkaufen. Ein alter weiser Mann nannte es Mani Mani. Es ist ein seltsam aussehendes, puppenähnliches Ding. Keine Ahnung, was er meint. Keuch, viele Schmerzen und Monotoli legte mich wieder rein und nahm es mir weg. Ja, er hat einen Dieb ausgetrickst. Er wollte mich beseitigen, weil ich sein Geheimnis kenne. Er hält seine bösen Kräfte von der Statue. Hör zu. Ich sage es nur einmal im Café. Schau hinter den Tresen. Ich sagte, es würde nur einmal sagen. Aber wenn du darauf bestehst, sag es nochmal. Willst du wissen? Ist nochmal. Nein. Bevor ich gehe, höre mein letztes Haiku-Gedicht. Wenn du gehen musst, dann sag auf Wiedersehen und schließ die Tür ab. Hä? Das ist okay, kein... ist ein, aber wieso doch? 575. Ach so, mit Silben. Okay, gut. Hier ist meine letzte Bitte. Folge mir nicht. Ich muss. Du bist tot, ich will dir bestimmt nicht folgen. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Boah. Bis bald. Achso, er geht einfach wirklich. Wow. Lauch hat mich voll verarscht, der Typ. Was macht er? Warum hat er die weggeschubst? Die Frauen, weil die so dumm waren. Keine Ahnung. Was hat das Mittelalter nur aus mir gemacht? Ja. Das. Ich will schon, das wird unser neues Motto jetzt für die nächsten Wochen, kann das sein? Yes! Hallo, was möchten Sie trinken? Ich bin der neue Barkeeper. Sir, würden Sie bitte hier verschwinden? Ich bin der Barkeeper. Alter, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die Kinder stehen auf dem Gang, weil die so laut sind. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, das Fenster ist sogar zu. Alter, eher über drüben. Die kommen von draußen da. Von den Miebeln. Hinter hoffentlich den ist es bald Tresen? Herbst. Hätte ich jetzt was gesagt, zum Glück hast du es nicht zum gesagt. Zum Glück habe ich es nicht gesagt, Leute. Nee, wir waren auf keinem Samo-Konzert, die kommen doch noch alle. Ich will jetzt wieder auf ein Konzert. Gott, Sticks verstanden. Wo ist Paula eigentlich, verdammte Scheiße? Warum habe ich die Laserpistole dabei? Der Fuzzi hat irgendwas gesagt, wegen Paula sollte bei Monotoli. Ja, richtig. Mehr hat er nicht gesagt. Ich würde jetzt gerne was ausprobieren, Leute, aber ich habe Schiss, weil das Milliarden Kilometer weg ist. Was denn? Ich würde nach Glücksstadt gehen, mir die Statue angucken. Dann würde ich nach Tusen gehen und mir nichts angucken. Ja. Dann kaufe ich mir jetzt einfach einen Tipp. Wieso? Du hast doch schon den ganzen Tipp. Aber der Tresen reicht mir nicht. Nee, Paula Monotoli. Ja, das weiß ich doch nicht, wo der ist. Ich gehe jetzt einen Tipp kaufen. Halt mich auf. Ist eventuell in dem großen Monotoli-Gebäude. Nein, ich will einen Tipp. Wozu ist der denn da? Weißt du, der ist von sonst eins. Guck jetzt mal an. Die Wahrheit hinter der Wahrheit.
gehe ich jetzt halt nochmal zu Porky. I have an idea. Nein. Geh doch mal ins Café. Alter, Ju, voll heftig, alles am Spoilern. Dann geh ich halt ins Café. In dem Tipp, Mensch sagt, geh ins Café. Ich sag, geh ins Café. Das ist ein Spoiler. Are you kidding me? Ey. Ju. Fuck you. Ganz ehrlich, nur wenn du dich bei Xio bedankst. Der hat nämlich 3 Monate Treue gerade bewiesen. Dankeschön. Xio. Boah, sorry, du bist schon scheiße, ne? Was willst du eigentlich, ja. Feder? Mann, ey. Mann, ey. Ich bin hier die Nette von uns, ja. Gallifrey, 11 Monate Tröhe. Tröhe. Oh nein, ich habe den Typen, der so viel redet, angesprochen. Ich meine, was hat denn der da unten gesagt? Dass er Badezimmer scheiße findet. Dass er das Badezimmer gesucht hat, nur wie hat er das gemacht? Na, 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 na. Ja, du bist schlimmer als Marcel. Lass mich doch erstmal überlegen. Na, 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 na. Bam, 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 bam. Stummelchen nennt er mich. Ja, du bist ein Stummelchen. Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Der nicht fragt, bleibt dumm. Tausche, tausche Sachen, ich kann den Text doch gar nicht. Na, 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 schön. Ich bin eine Feder und bringe irgendwelche Comments dazu. Okay. La, 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 la. Oder wie vorhin meine Stream-Ankündigung. Das hast du nicht mitbekommen. Feder hat es aber mitbekommen. Ich habe mich verschrieben. Und er hat mir geschrieben: Earthbound mit jeder. Und dann ist so: Das klingt irgendwie sehr dirty, wenn man es so schreibt. Wir spielen Earthbound heute mit jeder. Mit jeder? Jeder. Jede ist also dabei. Alle Mädels dürfen dabei sein. Achso, gut, Feder wird zu jeder. Aha. Nee, Shipping Name ist besser. Heute wird nicht mehr fusioniert. Heute wird nicht mehr fusioniert. Heute wird geschippt, okay. Heute wird doch geschippt. Guess. Oh. Was ist das für ein Quatsch hier? Passiert nichts. Geh nochmal zu dem. Der soll. Ich renn jetzt gegen die Wand. Ja, schon mal nah dran. Du bist nah dran! Denk ich zumindest. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir doch nicht so sicher. Was hinter dem Dresden? Da, kann sagen. Toll. Ist das das Beschissene daran ist? Da habe ich schon 3-mal geklickt, aber nee, der hat immer. Ist ja wieder daneben. Ja, richtig, weil der immer mit dem Typen gesprochen hat. Falco, du musst mir mal helfen. Was machen wir denn morgen wegen der Direct? Ich überlege, ob ich das streamen soll. Mitternacht. Ja. Doch, mach doch. Da musst du aber doch neben mir sitzen. Und Falco und so müssen eigentlich auch im Call dabei sein. Der Stream mal gucken. Sehr lange. Wie, mal gucken? Ob ich da Bock drauf hab. Du musst, Ju. Da gibt's keine... Ach du Scheiße. Oh, ja geil! Ja geil! Warum ist der Typ mittlerweile... Warum hat er sich in einen Feuer verwandelt? Nein, das ist richtig. Ich bin der Gastgeber hier. Ich liebe den Teil, der ist fucking scheiße, aber ich liebe ihn. Ich soll es einfach streamen, sagt Falco. Ja, ohne euch dann, oder was? Weil alle zusammen wäre ein bisschen viel. Ja. Ich will halt irgendwie auch nicht... Also ich meine, ich würde es gerne mit der Clique gucken, so. Aber das Problem ist, wenn ich das dann streame, dann versteht man nichts mehr. Dann habe ich keinen Bock drauf. Also Falco, du musst mir sagen, du bist doch der Intelligente in unserem Freundeskreis. Also sag, Schlag was vor. Dark Mikro, danke dir für 4 Monate Treue. Vielen Dank. Nimm mal die coolen, Alter. Falco sagt literally, ich soll mir einfach ein paar rauspicken. Alter, das ist die Methode. Pick was, your favorites. Foresight, schläfst du etwa? Dies ist Moonzeit. Ah, was will das Feuer eigentlich von mir? Kämpfen. Welches Feuer? Das ist eine Robopumpe. Das ist ein Tankdingens. Für mich getriggert. Feuer. Alarm. 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 Nein. Oh Gott, der Counter, Leute. Kann das bitte sterben, das Ding? Oh shit. Stirb. Hat es überhaupt einen Counter? Oh gut. Uiuiuiui. Ich weiß nicht, was sie machen, aber ich habe Angst. Okay, also Leute, ihr habt's gehört, vielleicht streame ich morgen mit Pick Your Favorites. Also ich suche mir einfach 2 Leute raus. Oh, darf ich irgendein Speed trinken? Leute, die ich nicht finde. Du darfst lesen, Feder. Ich darf lesen. Warum kriege ich ja nicht mehr die hässlichen Frauen? Keine Ahnung, weil es ist immer die gleiche.
Ja, das ist falsch. Ich bin hier Kellnerin. Okay, dann darfst du die auch reden. Ja, ist nein. Und nein, ist ja. Okay, Falco sagt, egal was ich mache, ich muss auf jeden Fall streamen. Dann ist es, glaube ich, confirmed, Leute. Aber was Falco sagt, ist, der Mann hat halt recht. Der kennt mich halt besser als ich. In Mondzeit macht das perfekten Sinn. Ja. Ja, geil. Schön. Alter, was ist hier los, Leute? Ja, was da hinten? Ist das ein Plinfer-Bild? Ja. Alter, voll mega Slow-Mo. Jo. Der guckt. Er hat eine Nase. Der sieht gar nicht so wütend aus. Er hat eine Nase. Oh, shit. Oh shit, er hat eine Nase. Oh nein. Scheiße, er hat eine Nase! Boxermain, 14. Treue. Was? Jahre. Dankeschön. Treue oder Jahre? 14 treue Jahre. Treue Jahre. Alter, warum ist das so langsam hier? Willkommen in Moonzeit. Willkommen in Mu. Weil man versucht, die Welt zu entschleunigen. Sagen wir mit dem Gehirn braten. Ja, wirst du, nein, wirst du nicht. Ja, nein. Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuzen Sie an. Ist das die ganze Stadt jetzt nochmal? Bitte nicht. Das wäre riesig. Well. Das ist okay, weil die können nichts. Ah, okay, sie können doch. Ich hab gesmashed, alles gut. Ey, wisst ihr das eine Mal, Leute, als ich diesen Hydranten gesmashed habe? Boah. Okay. Bitte. Das war vor allem kein Hydranten. Ja, du hast schon die Benzinpumpe. Verstehst du all dies? Ja. Nein, hast du nicht? Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Ich glaube, das ist symbolisch dafür, dass die Nest Alkohol gegeben haben. Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich... Was? Ness is Sense? What's up? What? Hallo und mach's gut. Bye. The fuck happened? Ist das ein Ist das ein geschmolzenes Bautz? Uhr, also eine Dali-Uhr. Achso, ich dachte, das wäre ein Bautz. Geschmolzen halt. Dali-Uhr. Oh boy, oh ja, boy. Ja, ist okay. Die Zeit läuft wieder. Ist klar. Tick-Tock. Gott, nun muss ich gerade an Don't Hug Me, I'm Scared denken. Oh Gott! Oh, war das nicht mal angelehnt, aber ja. TikTok. Junkrat. TikTok! Nein, das auch nicht. Jo. Hm? Hast du die Diva-Challenge schon gemacht? Nein, also ich habe diese Sache mit den Streams gucken noch nicht, aber... Das im Spiel schon. Hier sind überall unsichtbare Wände, Leute. Ich drehe voll am Rad. Ich glaube, du hast noch bis nächste Woche Zeit. What? Dienstag oder raus, Montag? Ich Streams da gucken muss. Ich weiß gar nicht. Eigentlich nur muss man im Bild Hintergrund laufen lassen, im Grunde genommen. Du musst hier nur im Hintergrund laufen lassen. Ja, aber ich muss erstmal rausfinden, welche ich gucken muss. Soll. Ich schicke dir Link. Dann weißt du Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Dankeschön. Thank you. Thank you. Thank you. Ey, was ist das hier? Ich sage dir, was ich an dieser Welt hasse. Oder es ist tot. Oder Chris schenkt dir Link. Ich hab dich noch nicht auf Discord. Der sagt immer das, was du am meisten magst. Ich wollte schon sagen, was ist das für ein Arsch? Ich hab gerade mit dir gesprochen übrigens. Was? Ich war mit dem Postbote. Chris schickt Link, weil ich habe dich nicht auf Discord. Okay. Könnt ihr euch auch einfach... Hier müssen wir machen. Adden, hey, du... Das ist meine Kontaktdaten. Das wäre möglich. H5 wirst mir zu? Du hast. Oh Gott, das ist so hardcore verwirrend hier gerade. Kann man den da nicht ansprechen? Was hat das Mittelalter nur sonst gemacht? Ich wollte es auch gerade wieder sagen, ne? Verdammt. 257, 256, 255, 254, 253, hast du ein Problem? Wenn du nicht willst, verschwinde. Ich zähle rückwärts. 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 248. Soll ich dich schärfen?
Alter, der will mich scharf machen, Leute. Oh boy. Ich liebe es, Dinge schärfen. Ich soll nicht schärfen. Sieh dem on sie Demon. Liro blarum Löffelstiel. Demon. Wilk willkommen. Was ist sein scheiß Problem? Das ist hier geil. Hey, Parkuhren, und sie laufen hier einfach herum. Das ist so lustig. Willkommen in Mondzeit! Wieso sag ich das eigentlich? Das war ein Mädchen. Dafür darf einer von euch jetzt den vorlesen. Wieder. Go ahead. Warte. Was war denn das? Moment. Ich bin immer auf dem falschen Tab hier, ne? So, jetzt. Zuerst verschicke ich dich und danach dich zum Krankenhaus. Geil. Bye. Alles klar. Bye, have a great time. Oh shit. Ich werde von einem Kunstwerk. Beziehungsweise. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das ist abstrakte Kunst. Das kann weg. Wird er gekunstet? Ist das künstlich? Was hat das Mittelalter nur sonst gemacht? Wir müssen echt mal einen Koffer davon machen zu dritt. Das wäre ja voll geil. Passt dann ja auch. Du singst ja auch, also Sängern. Passt das ja. Eben. Du singst auch? Wir singen auch, ja. Ja, nein, ich habe schon seit ungefähr 10.000 Jahren nicht mehr gesungen, aber ja. Weil anders als er traue ich mich nicht einfach so laut als der Bruder rumzusingen. Dann machst du den Besoffenen einfach. Der oh Gott, Mitte. Ja, ich mache Ernie. Ja. Bleib, letzte Knochen knackt. Ja, ich mache Mr. Ernie. Nee, er ist der Letzte. Dann machst du den, ich mach den Ersten. Mach den Samen-Typi. Kenn ich doch schon. Du hast richtig geantwortet, ja. Ich weiß. Ja. Du musst es üben, Ju. Ja. Wo zum... Üb. Hey, das Telefon klüngelt. Hallo. Das Dark Moon Hotel. Ein Schlaf kostet 150. Ring, Banana Phone. Yes. Ich wurde gebaitet. BD14, 3 Monate Treue. Ich danke dir 17 Mal. Cool. Ich danke dir 18 Mal. Guten Morgen, nicht Morgen. Hier in Mondzeit ist immer mitten in der Nacht. Die ist die Schlagzeile der Mondzeit-Zeitung. Wisst ihr, was mich erinnert? Die Stadt, in die, Ash und so bei Pokémon angegangen, in der ersten Staffel, der immer Party ist. Mit Pummeluff kam das erste Mal vor. Wo auch Jesse und James immer dieses geile Lied gesungen haben. Man kennt uns als Team Rocket, vor dem jeder schnellstens flieht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Wir haben unseren Spruchsatz, darum gibt es jetzt ein Lied. Jesse! James! Kennst du nicht? Was? Ich hab den Anime auch nicht geguckt. Nani! Meine, ich meine, Mani, halt Entschuldigung. Leer. Mani ist immer Mani bei Mani mit allem Mani. Mani. Er hat sich verschrieben, Leute, er wollte Mani schreiben, also Geld. Verdienste. Ja, doch. Ich Geld verdienste. Hi, wie geht's dir? So wie du aussiehst, würde ich sagen, nicht so gut. Relatable, though. Arschloch. Komm, Gönnung mal. Gönn dir. Neo City, ja, es kann gut sein. Klingt so. Und da singt James doch. Ich bin ein schöner Mann. Singt das echt? Ja, und Jesse, ich bin, ja, die alles kann. Ich such das jetzt raus. Kann ich sagen, was ich kenn's. Ich hoffe, das gibt's auf YouTube. Stimmt. Oh Gott, ey, wie suche ich das? Wieso hast du das? Weil wir das eben gebraucht haben. Weil wir das eben gebraucht haben. Oh Gott. Genau den suche ich ja nicht. Oh, such du mal nach Neos. Da ist er doch. Kacke. Ich lass den jetzt laufen. Also das Titelbild davon. Ich lass den jetzt laufen, hier. Ach Gott, das? Ja. Ach, das singt so viel schief da. Voll die Mauzi. Ja, das sowieso. Das ist aber schön. Ich bin ein schöner Mann. Oh, und ich die alles kann. Toll auszusehen, so macht riesen Spaß. Drum unternehmen wir was, geben mächtig viel Gas. Ist voll geil. Cool, der ganze Chat tanzt schon wieder. Don't do drugs. Und wir schaffen es dann bald. Rocket ist das beste Team, wir kennen. Keinen Halt. Jesse, du hast nichts zu überleben.
So, bitteschön. Jetzt bist du da auch aufgeklärt. Das kann die sogar. Man kennt uns als Team Rocket, vor dem jeder schnellstens flieht. Ich denke nicht. Ey, ohne Scheiß. Wenn ich die treffen würde, wenn die mich ausrauben wollen würden, Jesse, James und Mauzi, ich würde James fragen. Komm. Ich würde James übelst fragen, ob er einfach mit mir nach Hause kommen will zum Smashen. Zum Smashen, ich verstehe. Ja, zum Smashen. Zum Super Smash Bros. Spielen, Ju. Ja, natürlich, was sonst? Dann kann er nämlich endlich mal Pikachu spielen. Stimmt. Hat das endlich mal. Was ist los, Feder? Nämlich Smash. Ich rede jetzt auch nur noch so. Warum hat Jeff eigentlich so unendlich unterirdisch beschissene KP? Oh Gott, ne. Weißt du, Ness? Dritt, ne? Kam Poo eigentlich inzwischen mal vor? Nee. Gar nicht? Nö. Boah, ey, das dauert echt neu ewig. Man kennt ihn als Team Rocket. Weil er super langsam ist. Wir saßen vorhin jahrelang in einem Dungeon. Ja. Weil er die Nummer 3 nicht gefunden hat. Boah, welcher Dungeon? Ich erwarte. Naja, wo Maulwürfe alle die Nummer 3 sind. Ja, aber was war das denn dann? Und ich erinnere mich gerade nicht mehr. Diamanten. Mit ganz vielen. Hier in der Stadt? Oder? Seilen und. In der Wüste. Enten. Genau, ja, da waren ganz viele Seile und Enten. Vor allen Dingen Seile. Und Scheißviecher, die mich verdauernd vergiftet haben. Oh boy. Das klingt nach Spaß. Chefs Level 35, glaube ich, stand da gerade. Ne, es ist 40 oder so. Alter Sack. Ja. Wo muss ich denn hin, vor dem jeder schnellstens flieht? Na 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 Ikari. Ixa! Ixa! Paneldepon, Matsch. Wobei, ah ne, das ist auf dem Gamecube-Teil, den kennst du gar nicht. Du kennst nur. Und das, was Lip sagt, ich hab's vergessen. Das macht dein Lip nochmal. Get fucked. Ja, stimmt. Get fucked! Die arme Ju, ey. Ja. So, nicht die arme Ju, die arme Lip. Weil der Ju immer versteht, sie würde get fucked sagen, wenn sie eine Combo macht. Get fucked! Get fucked! Mit einer ganz hohen, süßen Stimme. Get fucked! Ich weiß nicht mehr, was ich wirklich sage. Get fucked. Darf man das hier überhaupt bei dir sagen? Get fucked, ja klar. Ich meine, du bist ein Nintendo-Partner. Musst du da nicht Verantwortung zeigen? Ja, aber nicht in der Form. Du bist kein gutes Vorbild, Chris. Ich bin das beste Vorbild. Meine Community ist super erzogen, Leute. Was ich damit sagen wollte, ihr seid super erzogen. Das war die falsche Antwort, mein Lieber. Wieso war das die falsche Antwort? Meine Community ist halt geil. Du musst sein, müssen das bei mir gar nicht sein. Ach, scheiße. Jetzt hätte ich darauf kommen sollen, dass du plötzlich... Ich hab vorhin lustigerweise nur da gedacht. ...plötzlich eine Knockator-Anspielung bringst. Das wollte ich auch gar nicht sein. Das will ich auch gar nicht sein. Das will ich gar nicht sein. So, da hast du deine Antwort. Ich weiß nicht, wieso. Ich hab damit vorhin einen Ohrwurm gehabt. Ich weiß nicht, wieso. Deswegen muss ich das gerade bringen. Das ist ja auch ein super lustiger Clip, so ist ja nicht. Ich weiß aber warum. Voll random. Ey, der ist schlechter. Großer Anhänger. So ein Trash. Oh, ich bin müde. Weißt du, Mama, ich bin gut erzogen. Mama. Gut erzogen klingt immer so blöd. Das klingt immer so, als hätte ich euch erzogen, aber... Mama. Vielleicht habe ich das ja sogar... Du leidest unter Selbstunterschätzung, mein Lieber. Ihr verhaltet euch gut. Unterschätzung? Gucken, ob du es merkst. Da unten auf einmal so eine Geisha oder so. Keine Ahnung. Nein, guck mal. Ist da eine Geisha auf einmal? Da. Was macht denn die Geisha hier im Stream? Ich trinke jetzt einen Proteindrink, ich brauche Platz. Bei dem Bügel wäre ich doch eh nicht. Wenn ihr einen Bügel. Ist das eine Geisha oder? Protein! Weil ich ihm sagen wollte,
Ihr wisst, wie ich zu verhalten habe, darum geht's mir. Und das ist gut. Das wissen nämlich nicht alle. Ach so. Okay. Kennt man ja, ne? Ja, einer von euch darf das lesen. Oder ihr liest sie beide gleichzeitig. Ich sehe die Zukunft. Abracadabra. Ich sehe ein sommerliches Land und eine große silberne Kugel. Du bist angebrannt, aber dir geht's gut. Das ist alles, was ich sehe. Ich möchte die Frisur klauen. Cool. Ich glaube, es sind immer die, die cool als eine. Ja, ja, die Duke Nukems schicken mich weg. Das ist ja schon wieder. Die hat Feder eben gesprochen. Okay. Also, bevor die Suppe kalt wird, müssen wir zu Money Money beten. Zu Money Money Money! Ich bete zum Geld. Bevor das Messer rostet, müssen wir zu Money Money beten. Das klingt voll deep. Gib mir das. Ich hab immer so viel Scheiß mit mir herum. Wieder, ne? Mein Inventar ist viel zu klein. Dumm, 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 dumm. Dein Inventar ist viel zu klein. Es ist zu klein. Es ist zu klein. Mein Inventar ist viel zu klein. Mein Inventar ist viel zu klein. Mein Inventar ist viel zu klein. Oh boy. Was los, Jun? Das ist nur das Symbol dafür, dass ich das durchdrehe. Das ist ein Kanon durch Delay. Das ist wahrer Kanon. Wenn ich groß bin, möchte ich mal groß sein. Wenn ich groß bin, möchte ich groß sein. Oh, also ich habe Nachrichten für euch. Geht's ja, dahinter jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Da steht der um hell. Was? Nee. Ich glaube schon Haley. Alles gut. Komm jetzt wieder zurück. Vielleicht in der Seite noch irgendwo? Geht's noch nicht weiter? Nein. Links? Okay. Achso. Nein, ja. Ja, ich weiß. Ich nein. Weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, mach keinen Scheiß. Ach, Chris. Du bist ein Held. Mach mal keinen Scheiß. Dein Held? Ein Held. Oh. Das ist auch okay. Ich wäre über dein Held, aber ein Held ist auch in Ordnung. What the fuck? Mr. T! Und ein Schatten. Cool. Ich bin sehr beschäftigt, nichts zu tun, also kann ich jetzt nicht mit dir reden. Was? Das ist Big Mood. Achso. Wenn du etwas brauchst, sprich mit meinem Partner. Er ist gleich da drüben. Siehst du ihn? Kannst du ihn etwa nicht sehen? Doch, doch. Stimmt, ein Mädchen. Kannst du mich sehen? Nö. Ha, du siehst mich, hä? Hä? Du bist ein echter Moonsider geworden, nicht wahr? Das ist sowas wie ein Insider, nur auf dem Mond. Genau. Ist vielleicht dunkler sein? Kennst du dich? Du bist definitiv nicht von hier. Hey, verschwinde! Moonside ist nichts für dich. Okay, ich verstehe es nicht. Hey, wir sind eingefroren. Also, das war's wohl für... Ah, muss an der Tür? Nun, du wirst keine finden, also verpiss dich, du Loser. Ich hasse es, wenn mich Leute unterbrechen, während ich damit beschäftigt bin, nichts zu tun. Das ist Big Mood, Leute. Ja, sehr relatable. Hey, ich bin's. Du kannst mich sehen, nicht wahr? Du bist interessant, also folge ich dir eine Weile. Keine Sorge. Hey. Wenn du kämpfen musst, halte ich mich raus. Gerade da wäre es nützlich, wenn du mitkämpfen würdest. Hey. Alter Digga, mach mal nicht. Hey. Okay, du kannst mich nicht sehen. Juk, juk! Hey! Hättest du dich auch keinen so einen Goldzahn wie ich? Ah. Oh! Lächeln! Hehe, Fassi Pickel! Lächel, lächel. Hey, hey. Wenn er mich jetzt alle zwei Sekunden anspricht, hey, dreh ich durch! Hey, meine Augenbrauen sind doch cool, oder? Aber Leute, meine Augenbrauen sind doch cool, oder? Wenn ich groß bin, möchte ich groß sein, suche ich jeden Tag von dem Spiegel. Sieh sie dir an, sie sind zusammengewachsen. Ich bin eine Monobraue. Eine Monobraue, ja. Heiß. Wo war jetzt der Typ nochmal? Das ist die Frage. Ich glaube, der war ganz am Anfang. Wahrscheinlich 10.000 meinen Tab beamen lassen, damit das geht. Oh, oder? Oder so. Never mind. Wow, du hast mich überrascht. Du, der Kerl hat jetzt angewachsen, Augenbraue, Goldzahn. Lassen wir diese Kinder zurück und genehmigen uns einen Drink? Ich wollte gerade sagen, ich schipp's. Ja. Ich schippe es. Großen Dude X, Goldzahn, unsichtbarer Kerl. Oh, da ist Money, Money. Tu mir nichts, ich bin... Antworte ihm! Ich bin nicht Monotoli! Oh, er ist weg und hat eine Uhr
bei mir gelassen. Nur so, shit. Beige Gläsche. Ich möchte Paula wieder haben. Ja, ich. Wieso? Sind wir dir nicht genug? Ihr könnt kein Damage machen. Ja. Paula macht Damage. Paula ist a good girl. Damage ist nicht alles. Ja. Aber. Damage ist trotzdem einiges. Damage ist nicht alles. Geht's dir immer nur um meinen Damage? Siehst du nie, was hinter mir steckt? Immer guckst du nur auf meinen Damage. Oh. Nie achtest du auf meine Taten oder meine inneren Werte. Immer wenn ich mit dir rede, heißt du Damage, Damage, Damage. Oh, boy. Das wäre eine ziemlich geile, lustige Krise mal. Oh, boy. Ein lustiges Krisengespräch. Immer nur Charakter, so ein Gespräch, weißt du? Ja, ja, ich bin der Damage-Spieler, aber immer geht's hier nur darum. Hast du mal gefragt, wie es mir dabei geht? Du sagst immer, geh an die Front und drück Damage, weißt du, aber ich werde die ganze Zeit verletzt dabei. Juckt dich das? Nö, ich muss immer nur Damage machen. Der wahre DPS. Oh Gott. Oh. Bossfight, oder? Boss-Fight, Fight, 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 Nein! Ich wollte das nicht. Ich wollte doch... Warum werde ich gefragt, ob ich bestätige? Was hast du gemacht? Hotti dotti du. Nö. Hotti dotti du. Mega Flaschenrakete. Oh, was mal ist es wieder? Leute, ich muss aufdrehen. Ich muss aufdrehen, Leute. Natürlich genau jetzt hört der Beat auf. Warte. Jetzt. Track. Ich liebe diesen Track. Tor. Bam. Flaschenrakete OP. Bye, have a great time. Alter. Bye, have a great time. Ba, ba, ba. Kaputt. Die Money Money Statue ist eigentlich ein Gerät, das Illusionen erzeugt. Oh. Das. Die Illusionsmaschine wurde gereckt. Nice Job. Du bist im Lagerhaus herumgewandert mit einem nirgendweit entfernt kleinen Blick. Hast du geschlafen? Nein, nennt sich Drogenkind. Finger weg. Das war alles nur ein Traum, Chris. Das ganze Spiel? Ja. Oh, Anruf. Oh, hier spricht Apple Kid. Mir ist eine weitere Erfindung geglückt, die großes Potenzial zu haben scheint. Warum rede ich immer so? Vielleicht auch nicht, aber egal. Sie heißt Joghurt-Umwandler. Sie kann Joghurt mit jedem erdenklichen Geschmack herstellen. Das einzige Problem ist, im derzeitigen Zustand kann sie nur Forellengeschmack erzeugen. Also dann liefere ich es mittels Escargo Express. Ich konnte mir aber nur letzte Klasse leisten. Hoffentlich kommt sie bald an. German Dragon Place, 12 Jahre Treue. Vielen Dank. Ja, alles ist in Kaboom. Ich habe hier ein paar Probleme, muss weg. Krieg ich jetzt Paula wieder? Ich glaube, das dauert tatsächlich noch. Paula, sag, wo bist du nur? Ja. Komm, es kann einer von euch mal machen. Ich bin der Lieferjunge. Weiß nicht, ob wir uns kennen. Panorama hat seine Meditation beendet. Möchte sich mit dir treffen. Im westlichen Teil der staubigen Dünen. In einer Höhle voller Affen. Ach da. Ich benutze die Teleportation, um... Er sagt, er teleportiert sich, indem er zu... Oh, okay. Ach, diese Art von Teleport. Jo. Teleport. Ness. Was Ness macht. Entrance, ja. Genau. Ja, so funktioniert das nicht, Junge. Knirsch. Ups. Grüß dich! Das ist die letzte Klasse vom Escargo Express! Oh, ich hab gerade aus den staubigen Dünen! Was? Sonnenbahn erzählte mir das von einer Höhle voller Affen. Waren das Orang-Utans? Egal, er sagte, nun, ja, ich hab's vergessen. Ja, alles weg, also Zeug vergessen, aber die von Saturn. Ja, ich glaube, es war eine gute Maschine, die Forellen überhaupt herstellt. Ich hab's in einer Kiste liegen lassen. Was? Passt schon. Okay. Ich gehe da nie wieder hin, also frag mich nicht, wo das Paket zu holen. Ja, ich meine, ist es dein Paket, oder? Also wirst du es auch holen. Also verzieh dich. Weißt du, das ist ein bisschen so die Einstellung von manchen Postboten, wenn ich teilweise wohl sehe, wo die Pakete hier bei uns landen. Ja, ist dein Paket, kümmere dich selbst drum. Das Gerätepaket könnte schließlich wichtig sein. Also viel Spaß in der Wüste.
Oh mein Gott! Du darfst, Feder. Ich darf. Hallo. Ich hörte dich über Forellenjoghurt sprechen. Ich bin eine Assistentin von Mr. Monotoli und ich suche Forellenjoghurt für seinen speziellen Gast. Wenn du etwas darüber weißt, bitte sag's mir. Ich habe schon überall gesucht. Bye. Tschüss. Madame, ich wollte Ihnen gerade eigentlich nachregeln. Ich muss irgendwann mal fragen, also das soll jetzt irgendwie nicht so, dass ich was, nicht, dass ich was dagegen hätte, ne? Aber das Spiel ist schon echt super lang, kann das sein? Ich meine, wir haben 3 Melodien und das ist der sechste Stream oder so? Also ich glaube, die letzten Melodien relativ schnell aufeinander, aber... Ich muss unbedingt irgendwie abpassen. Das ist schon recht lange Spiel. Ich muss irgendwie abpassen, wann wir in Magicant sind, weil ich will da sehr gerne den Victor einladen. Ich habe keine Ahnung mehr, wann das war. Das ist relativ weit am Ende, meine ich. Aber wie viele Melodien gibt es insgesamt? 8. 8? Wir haben 3. Ich glaube, später geht's relativ schnell. Am Anfang, der Anfang zieht sich nur extrem lange, glaube ich. Ja, ne? Habe ich auch so eine Erinnerung, gut. Das habe ich bei Victor damals auch beim Let's Play die ganze Zeit gedacht, so, boah, Alter, das zieht sich so lang. Ach so, meint ihr das mit zurückgeben? Mut. Ich muss mal... Brauche ich den ganzen Schrott hier noch? Könnte ich jederzeit brauchen. Verlangsamt. Scheiß drauf, das gebe ich gleich weg. Ah, das könnte nützlich sein. Das macht mega viel Damage. Das lutscht. Was lutscht? Der HP-Sauger lutscht. Er lutscht. Ja, lutscht. Ich hab, glaube ich, generell nie die Sachen. Chopper-Chops. Weil es mir viel zu lange dauert, das Menü zu gehen und die auszuwählen. Merkt man, dann hättest du nämlich gewusst, wie OP die Flaschen sind. Ja, also ich meine jetzt nicht diese normalen Items, die man halt kaufen kann. Und wer, ich meine so diese Items, die ihr halt selbst herstellt. Ich weiß, dass ich erst 3 habe von 4. Deswegen meine ich ja, I'm confused. Ich bin auch so verwirrt, weil ich dachte, der. Kommt relativ bald, aber. Hm. I don't know. So, werde ich eh nicht benutzen. Tschüss. Weg. Gott, wenn der auf Level 1 schottet, meine ich. Oh, stimmt. Warst du nicht aber bei Alligators Aufnahme 2009? Ja, richtig, bei Magicant. Deswegen hätte ich ihn ja sehr gerne da auch dabei, damit wir wieder schlechte Augenwitze machen können. Die wir uns nicht so spoilern können. Das Let's Play von Victor zu beiden Mother-Spielen ist zu allen 3 Mother-Spielen, die sind großartig. Just saying. Die sind wirklich godlike. Aber ich glaube, ein besseres Let's Play zu Earthbound wirst du dich, beziehungsweise zu der Mother-Reihe wirst du, glaube ich, nicht finden. Hat der nicht eins sogar selbst übersetzt? Ja, eben. Der hat die alle selbst alle? Übersetzt. Alle? Oh boy. Also der hat das schon echt gut gemacht. Das sind 10 Jahre her, echt? Ja, tatsächlich schon. Boah, krass. Oh. 10 Jahre. Ey, Kinder, wir sind alt. Wir sind wirklich alt. Hatten wir nicht vorhin erst darüber gesprochen? Ja. Hast du gesehen, wie Vic den. Warte mal, was? Wie Vic den Sui-Simulator gespielt hat? Was? Den was? Ich würde jetzt gerne eine Augenbraue ziehen können, wenn ich es könnte, aber ich kann es nicht. Was für ein Ding? Den ich bin Klein-Simulator oder was? Sui-Simulator, was soll das sein? Warte mal, war ich unten, oder? Er war 9. 9. 9. Das ist schon süß, ja. Ich habe auf der Gamescom erst wieder jemanden getroffen. Leute, da kam ein Zuschauer zu mir in einem Netz-Cosplay, war das, glaube ich, sogar. Der mir auch gesagt hat, der guckt mich seit 2009 und der wird dieses Jahr 18. Und da habe ich auch wieder mal realisiert, das heißt, er war einfach 9. Damals. Süß. Ja, das hat nicht auf der Gamescom 9, war es mir klar. Ja, aber überlegt euch, wisst ihr, wie krass sowas ist für einen? Ja. Das, was für mich Darkwing Duck war, war ich für ihn so nach dem Motto, weißt du? Das ist voll heftig.
Das realisiere ich immer mal wieder, weil es gibt einen, es ist nicht der Einzige, ich kenne einige von euch, bei denen das so ist. Zum Beispiel auch hier Longo, auch ein Smasher-Kollege von mir, der hat mich auch schon seit Anfang geguckt und gleicher Zeitraum, da war er auch damals so, so super jung. Gott, die ganzen Kinder, die jetzt 2000 erst geboren sind. Finde ich krass. So krass. Was für ein Vater für ihn, ja, das ist vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein, so wie die Leute mir das sagen, ein nicht unwichtiger Bestandteil der Entwicklung, sag ich mal. So, erstmal wieder mit den OP-Items aufgestockt. Guck. Geil. DX, ey. Ist das mein... Borgas! Chris als Vater. Das hättest du wohl gern, Talion. Aber wir sind, es geht nicht, Talion. Ich kann nicht dein Vater sein. Aber wenn du möchtest, darfst du mich gerne so nennen. Nein, bitte mach das nicht. Don't do it. Dreh ich schon durch, wenn die Leute mich Mama nennen. Ja, ich muss das sagen. Ich kenn das Thema doch. Vorhin erst im Stream. What? Außer die Leute kommen wie Dingens. Es gibt dann natürlich auch noch so Leute wie Brady. Der nennt mich immer Daddy Zooey. Daddy Zooey. Das ist Brady. Ah, das ist Brady. Ich habe das Gefühl, er meint wir sind noch nicht mehr 30 und schon sind wir Mutter und Vater und alles. Ist echt so. Aber ich glaube, okay. Brady meint das ein bisschen anders. Generell meine Mods nämlich immer Daddy Zooey. Oh boy. Oh boy, hier kommen Sachen ins Licht. Und ich vorher auch schon jeder wusste, aber... Chris, jetzt lass mal den Quatsch. Was denn? Brady, was ist los? Möchtest du mit mir reden? Brady, sollen wir vor die Tür gehen und ganz nackt miteinander kämpfen? Tusti PBG, 11 Monate Treue, vielen Dank. Ich bin immer nackt. Warum muss das denn immer in nackt enden? Das ist Chris, ich wollte sagen, das ist Chris. Das ist bei mir Standard. Ja. Okay. Die Vögel zwitschern. Stimmt, ich weiß auch. Oh Gott. Meine Mama muss Akrobatik bei dir machen. So ähnlich ging das. Nee, Aerobic, nicht Akrobatik. Meine Mama macht keine Akrobatikübungen. So, ich meine. Nein! Baum, rette mich! Fuck this shit, Abend. When you're good to daddy, daddy's good to you. Wie geht nochmal das Lied von. Rapunzel. Mother knows Mama best. Mama knows best oder so. Mother knows best. Das könnte das erste Mal sein, dass ich You sehe. Und dass ich Chris und You zusammen sehe. Hi, You. Hi. You, kannst du das Woodface imitieren? Mafia. Ich weiß nicht, wie das Woodface aussieht. Warte. Feder hat gestreamt. Ja, ich hab gestreamt. Was ist Feder? Ich werde gefragt, ob ich gestreamt habe. Ich hab gesagt, ja. Not bad. Kennst du noch Zooey No Bowser? Als du mal gesagt hast, weil ich die ganze Zeit so geschwärmt habe, da hast du einfach aus dem Effekt natürlich nicht ernst gemeint gesagt, von wegen, ich mag's Bowser nicht so, dann ich so, oh! Das gibt's aber nicht mehr, oder? Uralt. Ich glaube, Brady hat das immer noch. Alter, das ist ein Zooey Rage. Da ist ein Zooey Rage. Ein Zooey Rage. Also jetzt muss ich nur noch die Höhle von dem Typen wiederfinden. Er hat gesagt, im Westen der Wüste. Ach, guck mal. Oh, shit! Da ist der Victor am Schlüssel. Wie heißt das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Wir haben ohne Spaß vor 10 Minuten über dich gesprochen. Ja, ist echt lustig. Richtig, richtig nice. Was geht? Alles cool bei dir? Das Spiel heißt übrigens Erdgebunden. Unsterblicher. Erdgebundener, unsterblicher Kuckepacke. Ich kann nicht mehr aussprechen. Kuckepackepu. Soest. Wo ist denn der Scheiß hier? Ich habe gar keine Karte von dem Gebiet, ne? Dachte Undertale. Ja, das ist dieses Undertale-Fangame. Und der Talle. Ich weiß es nicht. Oh shit, Schorre mit dem Ausrast wieder hier. Warte mal, Schorre. Adoptiert, fresh Bötchen. Just ist. Moment, ich bin nicht so schnell. Just as intended. Oi, oi, Kappa und Laia und Gamewolf als Glücksknilze. Holy shit, Schorre, vielen, vielen Dank. Und ihr drei, willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank.
3, 5, 1, 2, 3, 5. Was willst du? Victor, ich habe eben gesagt, spätestens in Magic Hand will ich dich dabei haben. Klingt gut, oder? Spätestens. Spätestens. Mhm. Nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe. So, war das hier? Da ist ein Nippelaffe vor, also wahrscheinlich, ne? Willkommen. Der Paradies liegt unterhalb dieser Höhle. Panorama ist großartig und nett. Ich bin am Stillen. Panorama tot ist. Er baut unterirdischen Reim. Der Feder schlägt erstmal zusammen. Ich hab nur so Pfff gehört. Mann, das ist mein blödes Dings hier. Mein Plopschutz, Mann. Der Plopschutz. Das sagen sie alle. Ja, das in Wirklichkeit war das so ein Punching-Bag. Willst du mir von meinem Plopschutz hören? Ihr Feder, dafür darfst du das jetzt aussprechen. Warte, ach, ich muss das gerade wieder erreichen. Bitte. Okay. Hast du ein Skip-Sandwich? Okay. Ich geh zur Seite, wenn du mir einen gibst. Wenn du meine gibst, bam! Kannst du mir einen geben? Schade, dass er einen sagt. Ich fände es lustig, wenn er verschreiben würde, kannst du mir einen geben? Was hat er gefragt? Was will der von? Ein Skip-Sandwich, oder? Ein Skip-Sandwich, okay. Antworte ihm! Wir können das nicht lesen. Oh nein! Antworte ihm! Nein, das kam out of nowhere. Ja, wir geben ihm eine. Ich hab gar keinen Skip-Sandwich, ich fällt gerade auf. Scheiße! Oh. Geh zum anderen. Okay. I want no! Sandy English! Kiki! Ich will einen Picknick-Snack essen! Toll! Weißt du, wer einen hat? Paula! Warum Paula? Willst du meinen Wunsch, würde ich den Eingang freigeben? Warum hätten sie nicht Jeff entführen können? Es ist halt echt so. Weil Jeff nichts bringt. Hallo, der hat Flaschen DX-Moves, die unendlich viel Damage ballern. Ich hätte ihm eine gegeben, ne? Er hat ja drum gebeten, aber irgendwie ging's nicht. Gut, dann warte, wir brauchen einen Picknick-Snack. Der stirbt eh direkt instant. Wir brauchen einen Picknick-Snack und... Paula hat einfach alles mitgenommen. Paula hat keinen Bock mehr. Verkauft er, ja. Ja, ich guck mal. Zumindest eins von den Sachen. Paula dachte sich, ich geh zu den anderen. Da geht's mir besser. Jeff? Bloß nicht Jeff. So, hi Digga, was machst du hier? Damage, ja, wieder ist nur der Damage nein, wichtig. Ach ja. Das Beste an Jeff. Das ist schon klar. Das Beste an Jeff ist, dass er die Flaschen. Ich wusste, vielleicht kommst du damit schon. Oh, Gefahr. Steht das, auf der Straße. Wie geht es immer nur um Damage? Achso, du musst den Bürgersteig auswählen, okay. Was? Hab ich das nicht? Nein, du stehst auf der Straße. Jeff steht auf der Straße, ich stehe. Ich stehe auf Straße. Ich stehe auf Straße. Der ist ja süß, der Bus. Die falsche Richtung. Oder? Also, kommt drauf an, welche Stadt du willst, ne? Ich steh nicht auf der Straße. Ey, du stehst auf der Straße. Hier ist alles in Ordnung. Was? Was ist dein Problem? Ich liege. Alter, leck mich, ich geh zu Fuß. Was ist dein Problem? Ich geh ja schon zu Fuß, weißt du? Message ist angekommen. Sag dir, du sollst laufen, Kind, laufe. Durch die Wüste ist schon gut. Also, Skip Sandwich und Picknick Snack. Ich hoffe, das gibt's bald. Das ist Foresight. Meine Brille ist dreckig. Möchtest du sie? Entweder du drückst so lange nach rechts oder. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Arbeitsteilung. Ich laufe, Leute. Ich laufe. Oh shit, ich seh's gerade. Skywalker, danke, dass du dem guten Victor einen Sub spendierst. Ja, Victor, willkommen bei den Glückskills. Guck mal, jetzt hat jeder einen Sub bei dem jeweils anderen durch ein Community-Geschenk bekommen. Das nenne ich Verbundenheit. Geiler weißt Scheiß. Weißt du, warum die heute alle Subs schenken? Warum die in letzter Zeit alle Subs schenken? Baller raus. Weil September ist. Echt? Ist wirklich. Oh. Also, wenn du jemanden Sub schenkst, dann kann derjenige, der ein Geschenk bekommen hat, kann der für 1 Euro das nächste Sub für den nächsten Monat erweitern anscheinend. Oh. Hab ich heute auch erst gesagt bekommen. Okay. Das ist ja durchaus krass. Nur für den Spender halt nicht wirklich unbedingt besser.
The Magic Butterfly made Jeff and Ness relax. Es ist Subgust. Aber August ist vorbei. Wacken ist vorbei. September. Scheiße, auf Wacken. Ah, da warst du gar nicht dabei. Never mind. Was hat YouTube nur aus uns gemacht? Was hat Wacken nur aus uns gemacht? Söhrchen, ich glaube, im Kaufhaus finde ich Dinge. Hey, Dinge. Ich wollte schon immer mal Dinge haben. Sagt ihr jetzt eigentlich irgendwas Neues? Nein. Nein. Na, 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 was ist mit dem Subcounter los? Wieso? Was steht denn? Oh, holy shit, ich sehe es auch gerade. Was? Oder? Hä? Nee, doch nicht. Bray hat mich verarscht. Ich wurde gebaitet, Leute. Was sagst du denn? Ich dachte, das war kurz aus wegen meinem weißen Schriftzug hier, dass irgendwie der Schriftzug krüppelig ist, aber... Ich wurde einfach verarscht. Nein! Nein! Oh, nein, 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 halt. Ja, was anderes möchte ich. September ist das, wo... Ist das wie... No, not November. Wow. Nicht ganz. Naja, der November, ne? Kommt auf an, in welchen Kreisen du fragst. Also. Oh, das T-Shirt. Was? Achso, Brady hat sich auch davon baiten lassen. Okay, ich brauche einen Picknick-Snack. Achso. Achso, wegen der Messenschrift, ja. Ja, schon. Okay, jetzt brauche ich noch ein Skip-Sandwich. Du sitzt halt auch wieder so unterirdisch tief, ey. Ja, es geht nicht so gut. Ach, Kind. Warum machst du mir meine nicht vorne Frisur kaputt? Ja, weil sie nicht vorhanden ist. Ich kann es doch besser machen. Hey! Dann fummel mal an meinen Haaren rum. Ist alles okay. Fummel, 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 fummel. Hey, hat Chris ein T-Shirt an? Bist du mit Sugar gegangen? Nein. Ein Host. Ein Host. Tatsächlich. Oh shit. Danke für den Host, Victor. Hallöchen, die stillen Lurker, die bei Victor auf dem Kanal hingen und jetzt sich wundern so, what the fuck? Wo kommt der Streamer und wer ist der Typ da? Gibt es nicht das Richtige, dass es hier kein Skip-Sandwich gibt? Das ist aber irgendwie ganz schön Ungenuss. Das ist heftig Ungenuss. Du musst einfach so. Pass auf, vielleicht reicht das eine Sandwich, ja. Also der eine Gang. Whatever. Wieso kommt das Host-Dings nicht? Das Host-Alert. Stimmt. Alter. Hast du abgeschaltet, ha? Hast du abgeschaltet, hast du, hä? Bitte was? Hast du abgeschaltet, ha? Hab ich gar nicht abgeschaltet, ey. Nightcrawler, 5 Monate, Räufe, Räufe, Räufe! Na, hast du abgeschaltet? Hast du abgeschaltet? Das ist ein Replika. Oh, Dali, oh! Feder richtig in... Too soon. In, was, ich ja. Muss da an so einer Antarktika-Replika denken. Ja. Nothing what it seems to be, I'm a Replika. Also wenn Tali das sagt, dann wird das nicht das sein, was er... Nein. Stimmt, denn Tali kennt das nicht, das ist zu cool für ihn. Nein, wir sind der Biscuit, deswegen. Ihr seid was? Ihr seid ein Biscuit? Wie der Keks? Biscuit. Ah, Biscuit, ich hab Biscuit verstanden. Deswegen... Das ist nicht Biscuit. Nein, ich bin Keks. Das wäre saugeil, das wäre ein richtig guter Name, die Biscuits. Schon irgendwie. Oh mein Gott. Jetzt sind wir jetzt die Biscuits. Okay, Leute, Band wird gegründet, die Biscuits. Wer ist dabei? Geil, gibt's bestimmt schon, aber geil. Siehst du, Victor, Man of Culture, musst du auch an so eine Antarktika denken. Saugeiles Lied übrigens, Replika. Andere von... Culture. Freue mich auf Moonside. Yeah! Ganz bisschen zu spät. Ein paar Minuten. Ganz, ganz spät. Bisschen zu spät. Kurz bevor du, also auch ungefähr 10, 20 Minuten bevor du gekommen bist, war mal fertig damit. Moonside ist geil. Sonata Arctica. Ey, Brady, schreib das jetzt. Eh nur, der kennt die wahrscheinlich gar nicht, weil der schreit es einfach nur und denkt so, fuck, Alter, sowohl Victor als auch Chris. Erstmal gucken, okay, Ben, alles klar. Sonata Arctica, Poggers! Ich höre Sonata Arctica, guck mal, den einen den kaufe ich das ab, dass der die kennt. Scheiße, ey. Freue mich auf Tusten. Spaß! Weißt du, worauf ich mich freue? Paula wieder zu kriegen. Ja. Ich will Paula wieder, ich brauche den Damage. In dem, ich kenne ja Brady, ich glaube der, ich verarsche dich heute nur. Heute, Brady, heute bist du... ja, ist okay, Brady. Ich hab jetzt googeln, dann ist einfach die ersten Titel. Brady, ich glaube der ja. Oh, schön. Ich würde jetzt zurück jetzt übrigens den Bus nehmen können. Stimmt, aber irgendwie denke ich da nie dran. Warte mal, es war ganz wow. Rechts, ne? Ja, ne, das war meine Mann. Ja. Ich hoffe wirklich, dass das ausreicht, ne? Bin mir nicht mehr sicher.
Jeff, wir müssen... Weißt du, was mich auch wundert? Die kriegen gar keinen Sonnenbrand mehr. Sonnenstich. Also jedenfalls jetzt die letzten beiden Male. Also Glück, ja, war eh nur Glück safe, aber... Boah, Pflanze. Boah. Geh weg, Pflanze. Wo kommen die alle her? Gerade, die waren ja noch nicht da. So, okay. Ich sagen, hä? Hau rein, Xio. Schön, dass du da warst. Jo, Dankeschön. Jo. Apropos, ey, Victor. Morgen direkt. Ah! Horror-Kit confirmed? Das ist der falsche übrigens, da kannst du durchklicken. Oh, okay. Picknick-Sneak. Kiki. Ich kenne auch ein paar Songs von Heavenly, Rhapsody of Fire und Stratovarius. Ja, ist ja gut, Brady, mein Gott. Songs. Brady wieder im übelsten Rechtfertigungsmodus hier. Ich kenne die halt. Endlich war Luigi. Habe ich da Waluigi gehört? Junge, es reicht. Du hörst jetzt sofort auf, Victor, oder es knallt sonst. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was ist das denn? Ness öffnet die Truhe auf epische Art und Weise. Sehr episch. Darin findest du Pizza. Ness nimmt mir das eine Pizzatruhe. Pizzakarton. Ein Pizzakarton. Ich weiß auch, wo du wohnst, Chris. Shit. Oh shit. Nein. Okay, Feder, wir brauchen wieder deinen Affen. Okay. Ich war der andere, aber egal. You stirbt dabei so. Ist so lustig. Ich bin ein Gieraffe. Ich möchte eine leckere Pizza essen. Okay. Wenn du etwas hast, gibst du es mir dann? Ey, alle wollen, dass ich ihnen eine gebe, Leute. Klar. Hier, ich geb dir eine. Ein bisschen. Okay, okay. Oh, hier Kaffee ist glücklich. Ja. Sie kann da nicht weggehen, wenn du da stehst, scheiße. Ich wollte schon sagen, ey. Was mit ihm hier? Okay. Ist hier drin nicht heiß? Mein Fell ist ganz verschwitzt. Okay. Wahrscheinlich hast du nicht immer ein nasses Handtuch dabei, aber... Okay. Ey. Wenn du jetzt heißt, heißt du es dann mit mir? Na, das Handtuch kommt mir, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das Item haben wir schon mal gesehen. Ja, das kommt man, kann man in der Wüste nehmen gegen den Hitze. Wie nennt man das? Keine Ahnung, Sonnenbrand. Hitzeschlag. Schon wieder. Pizza? Weißt du, die hätte sich einfach nur umdrehen müssen, die dumme Nuss. Ja, die Box aufmachen müssen. Oder nach vorne gehen. Oder nach vorne gehen. Den machst du wieder. Irgendwo in diesen Räumlichkeiten. Könntest du Dragonit finden? Dragonier! Dragonier! Confirmed! Erstmal Pokémon. Dragonier wird wirklich von Drachen? Ist wirklich Drachen-Pokémon? Erstmal Pokémon Go öffnen. So gut wie alle Songs von Sonata Arctica und Co. kenne ich durch One Piece im Faust. Nee. Das ist okay, Brady. Ich bin nicht der Einzige. Oh ja, ich gebe dir ein frisches Ei. Wie der ausgehen, kommt zurück. Ich gebe dir so viele Eier, wie du willst. Ich bin ein Affe, der Eier legt. Du hast so viel Zeug. Du Sack. Ist ja gut. Du sackiger Sack. Ich esse den Croissant. Ha, gelogen. Jeff isst den Croissant. Oui. Jeff isst es. Was will ich mit dem scheiß Ei überhaupt? Huhn ausbrüten. Na, was? Was? Hast du Feueranhänger gefunden? Oh nein, du musst nicht antworten. Ja, hier hast du noch ein frisches Ei. Ich möchte aber keins. Dankeschön. Du hast so viel Zeug. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier irgendwie wirklich was liegt. Ich glaube, in den Räumlichkeiten war nicht so gemeint, aber... Wahrscheinlich, aber... Ist echt ein blödes Skip-Sandwich? Ich will aber kein Skip-Sandwich holen. Manu! Mann, ey! Pass auf, ich guck mal, ob es draußen ein Handtuch gibt. Das Croissant. Ist das relevant? Wie würde man Croissant nicht übersetzen? Croissant. Kreuz. Croissant. Croissant. Croissant.
Halbmond oder so. Ich habe keine Ahnung. Warte, natürlich. Was hat diese Form? Das heißt Sichimond. Bestimmt Halbmond, safe. Nicht Halbmond, Sichimond, aber... Croissant nein, ist einfach nur Ahnung. Hörnchen. Hörnchen? Oh, süß. Hörnchen ist schön. War dieser Opa auch schon dabei? Ich glaube schon. Oh, oh, oh. Sag das mir. Ist Santo. Wow. Gibt, wow. Och, come on. Da holt erstmal nur das Skip-Sandwich. Und da rennt die Pissnelke erstmal zurück nach Foresight. Ich kauf mir einfach. Warte. Ah. Erstmal das geil, Ei verballern. Hier, tschüss. Boah, einfach so ein rohes Ei gegessen. Voll geil. Burger auch reinballern hier. Sie über Kopf zerschlagen. Klapper, Leute, klapper. Ich hab das letzte Mal gar nicht gesehen. Richtig, klapper, Leute. 300 IQ-Plays sind das, was ihr hier seht. Ich meine, den einen Typ habe ich angesprochen. Wie das immer wieder versucht, der kleine Maulwurf, weißt du? Denkt mal, dieses Mal spreche ich ihn an. Dann ist er doch zu schüchtern. Der will einfach nur mit dir reden und ihr boxt ihn. Ich nicht, Jeff boxt ihn. Jeff boxt ihn. Er so, hallo, wollen wir Freunde? Hallo, ich kann mich eh nicht besiegen können. Hallo. Jo, sein Name okay. ist Jeff. Jeff, sein Name ist Jeff. Aber der Affe heißt. Der Affe, der Maulwurf heißt nicht Jeff. So. Ja, aber deswegen haut er die einfach um. Ja, stimmt. Das ist übrigens deiner gewesen, Feder. Oh. Okay, Jacko. Ein Skip-Sandwich. Oh. Dafür, dass wir wieder einfach alle viel verlieren. Der scheiß Affe soll von der Tür weggehen. Nein, ich gehe nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ayo. Der Pilz ist auch so geil. Das ist mein Pilz. Wow! Wow! Oh, genau, das meinte ich. Hm. Ach, toll, Digga. Ja, ich hätte gerne einen Proteindrink. Ding, ja. Gibst du mir eine? Nein. Ich bin schon extra vorgelegt, das gibst du mir eine. Ja, 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 ja. Nur ein bisschen, okay? Oh. Wenn du einen Pizza hast, bitte gib mir einen. Okay, dir? Ups, ich habe in eurer Sprache gesprochen. Okay, dir? Wenn du einen Pizza hast, gib mir einen. Ich kann. Der Pizza, ey. Digga. Pika! Das erinnert mich an den Brunnen, aber das machst du schon heftig, ja. Juhu, Pika! Pika, mit den Zombies, die einen die ganze Zeit irgendwelche Sachen andrehen und du tauschen musst. Immerhin laufen die alle weg von mir. Der eine läuft direkt in die Tür rein. Ah, guck mal. Trink. Der stirbt bestimmt. Oh, okay. Lol. Holy shit, Mann! Wie verzwickt das ist. Da! Den hab ich sogar. Echt? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur einen Doppelburger. Reicht das? Doch. Oh, okay. Soi-Smogger. Ich liebe Soi-Smogger. Oh, guck mal. Bitte verbreitet das. Ich möchte, dass dieses Mod umbenannt wird in Soi-Smogger. Streust du dieses Pulver im Kampf über einen deiner Freunde, wird dieser zu einem Drachen, der alle Gegner angreift. Okay. Nur einmal, oder? Ja. Okay, I guess. Kann man machen. Fan, Mann. Ist aber scheiße. Erfahren. Königsbanane, das Interessanteste. Ja, ich geb dir ein nasses Handtuch. Dein du das? Okay. Feder-Army. Nimm mal auf Flügel. Geflügel? Geflügel! Salat? Geflügel! Die beste Name für eine Community! Geflügel! Willkommen, mein liebes Geflügel! Oh, das ist irgendwie wieder geil, oder? Das wird herausstechen. Besser als übers Army. Ja, das ist wahr. Hallo. Das ist ein Mädchen, ich geh zuerst zu ihr. Ich will etwas ausmessen. Will die ein fucking Geodreieck? Bitte sag mir nicht, sie will ein Geodreieck. Ich hab aber kein Lineal. Kann ich mir eins von dir ausleihen? Kein Messen. Ich hab keins. Miau. Ja, verkackt. Miau.
Uhu, Pipi. Ui, Pipi. Okay, wenn ich ein frisches Ei esse. Tja. Wenn du Eis hast, kann ich ihn haben. Wir haben alle ein Problem. Das ist etwas exhausting hier, ehrlich gesagt. Mhm. Hier war aber noch ein Typ, der ein Handtuch wollte, glaube ich. Der war, glaube ich, weiter vorne. Der war hier. Okay. Nein, das nee, ist was? Der, warte der mal, wo bin ich? Der fuck, wo bin ich denn jetzt gelandet? Du hast vollkommen recht, ich finde die Bombenleger für Missiles Community immer noch am besten. Heißen die echt so? Also nennt ihr die echt so? Was? Ich hoffe ja mal nicht. Was? Doch, ist doch lustig. Oh Gott. Kennst du nicht den Ausdruck? Langhaariger Bombenleger? Okay. Ich finde das lustig. I'm not judging, but... So. Nasses Handtuch, let's go. Hast du eins? Danke. Hahaha. Yeah. Geh da weg. Nee. Echt jetzt? Das Junge. Scheiß... Kind, ey. Creeper. Hamburger brauche ich doch nicht. Creeper, 21 Jahre Treue. Vielen Dank. Creeper. Oh, Lineal. Der gute alte Creeper. Dann weg mit dem einen Hamburger. Ich habe nur noch einen Hamburger schon gelöst. Mit dem Doppelburger. Okay, schön. Oh mein Gott, kann es bitte aufhören? Ich verliere den Überblick. Okay, Hamburger, jawohl. Oh oh. So viel dazu. Die wollen drei Hamburger. Ja. Da ist ein Hamburger drin. Nein. Lustige Dose. Die ist ja nicht mal die halb, die ist ja nicht mal halb offen, die Dose. Das wäre Hype jetzt. Okay. Toll, Scheiß für Jeff nur. Hm. Immer wieder hin und her und her und hin. Ja. Ja, richtig geiler Dungeon, ne? War ich hier fertig? Ein Döschen. Das ist das Döschen. Das ist nicht halt offene Dose, das darf man sagen. Döschen-Hype. Gut, dann kann ich jetzt immer das Ei? Hast du das schon? Ich habe das Ei ja verbraten. Das habe ich ja gegessen. Ja, du kannst dir noch mal eins holen. Hat doch gesagt, ja, du hast kannst dir recht. Jetzt mal eins holen. Du bist viel schlauer als ich. Ja. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ja, ich meine, das ist nichts Neues, aber... Ey, Feder, ne? Wir verstehen uns, danke. Du kannst nicht einfach hier hinkommen und mich voll an die Wand dissen. Naja, du gibst mir halt... Du legst die Zielscheibe halt vor, ne? Hier hast du ein frisches Ei. Schnell vom Thema ab. Autsch, genau, Seelachs. Seelachs fühlt den Schmerz. Ey, Seelachs, was hältst du davon, wenn morgen Fluffeluff angekündigt ist? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das war. Fluffeluff als Echo-Character. Das würde eigentlich überhaupt nicht passen, weil Fluffeluff viel kleiner ist, aber... Einfach oh so. Fluffel. Ich hab übelst den Überblick verloren, ne? Kein Plan, wo ich hingehe, aber ich habe auf jeden Fall zwei Sachen. Ist schon gespannt. Der wollte ein Ei haben, oder? Ja. Okay. Was zwitschert denn da so? Keine Ahnung. Siehst du? Hast du schon ein Küken schlüpfen lassen, oder? Zwitschert eh schon die ganze Zeit. Nö, das Küken habe ich schon längst weggegeben. Dann ist es einfach nur die Map. Okay. Hamburger. Nein! Neutralisator! So nannte man mich früher in der Schule immer. Ja. Ich will etwas ausmessen, jawohl. Mentorengruppen. Genial! Nein, du wirst es nie wiedersehen. Was? Schwanz? Sie will ihren Schwanz messen? Hat sie jetzt gerade durchgesagt? Warte, ja, was? Du ich kann auch deinen Schwanz. Oh nein! Ich kann okay. Nicht! Okay. Darauf erstmal einen Schluck. Gute Übersetzung. Aua, häufig. So mit Sicherheit Absicht. Und das ist das Schöne dran. Dankeschön, Übersetzer. Oh boy.
möchte dem Übersetzer hierfür danken. Die olle Fotze, ich finde das mega lustig auf jeden Fall. Klar, genau mein Ding. Das war so klar, dass das jemand klippt. Natürlich finde ich das lustig, also das tut doch niemand. Ich bin ein erwachsener Mann. Aber es ist trotzdem lustig. Okay, gut. Alles geklärt. Oh Gott. Suidonis. Richtig Suidonis, Alter. Nein, danke übrigens, meine Antwort. Hier vom gehört. Dann gebe ich dir eine Königsbanne. Oh, geil. Das hat keinen Sinn gemacht, ja. Aber macht egal, bin ich nicht attraktiv. Die fragt, ob ich es attraktiv finde, die da vorne meinen Schwanz messen. Was ist da los? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich werde ja. Leute, das ist meiner. Ich werde übelst reduziert auf meinen Damage. Oh, hey. Es geht mal wieder nur um Damage. Nur um Damage. Ja. Ich hab vergessen, wo der Typ mit der Banane ist. Die Affen machen halt nur viel Schaden. Macht sich besser, deswegen... ne? Oh Gott! Leute, wo ist der Typ mit seiner Banane? Ja klar, dass es einfach die Banane gibt, ist... Oh Gott, nein. War das nein. hier? Nein, einfach nur nein! Also ein Hamburger und eine Banane noch, das war... Oh Gott. Hier? Nein. Nee, da waren die zwei... Wobei, war der nicht dahinter? Ich weiß es nicht. Seht ihr den zwei Hamburgern? Ich meine, die zwei Hamburger. Das war ja, der Eiertyp. Da waren doch bei den Hamburgern. Uah. Hi. Oh, sie kämpfen sogar? What? Ja, zwei zum Beispiel. Der Killerpilz. Oh Gott, die Killerpilze. Ich hab Scheiße auf dem Korb. Oh, Skyquarker, danke, dass du Vicox und Tartenta Dude und Living Chaos und Dryadalis als Glückskills adoptiert hast. Skyquarker, vielen, vielen Dank und euch vieren willkommen bei den. Glücksknauzer, Dankeschön. Leute, ich habe einen scheiß Pilz auf dem Kopf. Das ist kein Glückspilz auf meinem Kopf. Kein Pilz. Das ist jetzt mega Ungenuss. Ich versuche den Weg zu finden. Da wo die zwei Kisten waren. Das war ein, zwei da hinten, glaube ich. Sicher? Relativ. Das, ich meine, war hinter dem Hamburger Mädchen. Also den Überblick hier verloren. Da wo du gerade eben schon mal. Also hier war einer. Das ist doch der? Das ist ja. Okay, nevermind. Ich hab doch keine Ahnung. Ist gestorben. Was? Ich muss gestorben und im Affenhimmel sein. Relatable. Was? Der Tag, an dem ich starb. Ja. Hamburger. Hamburger. Yes. Nice. Picknick-Snack. Jetzt ist ich muss irgendwas geht. Wegwerfen. Da. Brauchst du eigentlich auch gar nicht den Picknick-Snack. Ah, wer weiß. Kann ich den Pilz nicht irgendwie selbst heilen? Ich glaube, der geht irgendwann einfach selbst weg. Sicher? Ich meine schon. Ich meine, du kannst ihn mal versuchen. Oh. Hast du den Pencil Eraser? Nö. Nein. No. Ich liebe Talarama am meisten. Oh nein, meine Steuerung fängt an sich zu inventieren. No. Beziehungsweise nicht mal inventieren, das wäre nicht das Problem. Sie ist random. No. Oh Gott. Und dann die Musik dazu, da bist du echt verrückt. Den Hamburger Menschen finden. Affen, nicht Menschen. Ich will eigentlich gerade eher den Pilz weg haben. Hier war der Affe, glaube ich. Ich versuche mal, ob das irgendwie so weggeht. Was? Medizin? Medizin, okay. Ach, der lacht was. No. Ja, genau. No. Nee, Mann, wo war denn der Hamburgerlappen? Ein Wein, no, no. Ich glaube, an die invertierte Steuerung habe ich mich schon gewöhnt. Die ist immer noch übrigens verkrüppelt, die Steuerung. Geil. Ja. Hamburger! Hamburger! Oh, der hat gefragt, ob ich einen habe, der eine, ne? Ja, ich weiß gerade nicht, was macht der denn? Schütze dich vor Feuerattacken. Das hätte ich mir jetzt eigentlich denken können. Okay. Oh, ist besser. Die Frage ist, soll ich jetzt nochmal zu dem gehen?
Geht der wirklich weg, der Pilz? Das macht mir nicht den Eindruck. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, der wäre einfach irgendwann verschwunden. Aber I do not know. Frag den Chat. Die Wahrheit sagen, ist die andere Sache. Aber... Hey, wie sieht der aus? Ich dachte, stehen so. Hallo, na? Hey, Gruppenfoto. Peekaboo! Du hast Pickel. What? Wie bitte? Statt den Pickel, du hast Pickel. Auf der Gamescom hatte ich einen. Direkt am Tag vor unserem Auftritt. Nein, hast du nicht gesagt. Doch. Nein. Das war heftig. Kannst du doch gar nicht auf die Gamescom gehen. Das war heftig ungeil. Scheiße. Und du war nicht da, um mich zu schminken. Volk, ich hatte das nicht so gut hingekriegt. Wenn du das falsche Make-up benutzt hast. Benutzt du Männer-Make-up? Was soll ich sagen? Das ist nicht die Concealer benutzt, sondern... Das ich find's cool. Und dann Kopfpilz als Genitalwarzen. Alter, Brady kennt sich aus, Leute. Brady weiß, was Sache ist. So, ich will jetzt erstmal, ehrlich gesagt, richtig viel. Versuch's auf dem Bus. Oh mein Gott, Alter, ich geh jetzt erstmal zur Stadt. Das kotzt an. Ja. Ich stehe nicht auf der Straße, Mann. In die andere Stadt. Das geht das nicht. Das verpackt. So. Hier ist alles in Ordnung. Oh Gott! Was? Dieser Kopf, ey. So ein Kopfblub. Hallo Bullebaus. Am Freitag? Nee, Donnerstag. Am Donnerstag. Freitag habe ich nur geschminkt. Freitag war ich geschminkt. Ja, rutsch. Was passiert da gerade? Und, sollte das so sein? Ich glaube nicht. Gebackt. Oh nein. Nein. You bugged the game. Okay. Vielleicht kommt er trotzdem irgendwie an. Was ist getan? Fragezeichen. Hallo. Also die Musik hat sich schon mal geändert. War der letzte Safe. Boah. Da war's. Fuck. Jetzt gerade irgendwo vorbeigefahren. Ich glaube, das Spiel sollte nicht so aussehen. Hab jetzt keine Busse mehr. Kannst du jetzt irgendwie aussteigen? Oh boy. Willkommen in. Da war Kotze. Wieso fährst du gerade durch Magicant? Du fährst gerade durch Magicant! Was passiert gerade? Ich krabbel Magicant! Was Gott. Passiert hier gerade? Was? Was? Hallo! Don't do drugs, kids! Don't do drugs! Das vielleicht hast du das Spiel ja gleich durch. What the fuck? Scheiße. Okay, Mann, hast du das jetzt mal gespeichert? Das ist wie Tamagotchi, die gehen auch, die rasten dann auch irgendwann. Kann der mal irgendwo ankommen, der Bus vor allem? Ist mir scheißegal wo, aber Hauptsache kommt an. Zurück. Bitte meine fachkundige Erklärung, was gerade passiert, Professor von Shumaru. Ich würde sagen, ich bin in den Bus gestiegen. Oh, oh, das sah richtig aus. Nevermind. Ich glaube, wir fahren irgendwo hin. Ihr fahrt durch den Wald. Da steht Grey Hand oder so drauf übrigens. Ich würde gerne mal irgendwo aussteigen können. Ich mache einfach die ganze Zeit Tasten. Vielleicht muss ich ja drücken, wenn ich irgendwo raus will. Vor allem, das ist genau das nicht, dass du irgendwie drücken musst, aber vielleicht wird das nächste Mal irgendwie so komisch hält. Also das ist ja, auf jeden sagen, Fall. Starten, ne? Das ist die Stadt, hier wollte ich hin. Oh boy. Halt an! Ich einfach Tasten ohne Ende. Kalof!
Casual, danke für deinen Sub bekommen. Die Glücksgrillsen. Vielen, vielen Dank. Ich will einfach nur raus. Jetzt, nein, 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 nein. Ja. Ja. Junge. Leute. Ich werde nie wieder in einen Bus steigen. Die nächste Busfahrt der Welt. Wo sind wir lang gefahren? Wir sind durch Magicat gefahren. Warum? The oh fuck just God. Happened? Ich weine, ey. Wo ist... Ich weine hat die Stadt nicht. Kein Krankenhaus. Brauchst du überhaupt noch eins? Ja, ich muss den Pilz wegmachen, ist deswegen bin ich da? Auch auf den... Ja, klar. Ich bin doch nur deswegen okay. Hingekommen. Ah, nein, ab in den Bus. Ich geh zu... Nein, nein, ich geh zu Fuß. Der Busfahrer kann mich am Arsch lecken. Ich geh zu Fuß. Oh Gott. Unten neben Food? Was, wo? Ah, es wird verdeckt. Ich wollte schon sagen, ey. Ich wollte schon sagen. Boah. Oh Gott. Danke, danke, danke. Den nehme ich gerne. Boah, ey. Ich war etwas schockiert. Bitte speicher danach. Fertig. Oh Gott. Weißt du, das alles nur wegen so einem beschissenen Pilz. Vielleicht war das ja wegen dem Pilz. Wer war das nochmal? Der da steht. Das kann ich mir auch vorstellen. Der Pilz hat dich halt auf einen LSD-Trip gebracht. Ich bezweifle es, aber wer weiß. Vielleicht ist das normal. Hey, lass uns mal ein cooles Gimmick mit ins Spiel einbringen. Wenn der Spieler einen Pilz auf dem Kopf hat, dann zeigen wir ihm, wie ihm die ganze Welt, aber total gecrackt und alles kaputt. Und dass er denkt, das Spiel ist im Arsch. Cool. Ja, kannst du auch für mir alles vorzulesen, danke. Yeah. So, Oh, ich will eigentlich nicht mehr so viel machen, Leute. Ich brauche jetzt erstmal ein Telefon. Speicher. I'm dead. Vouch für noch eine lustige Busfahrt. Ihr könnt speichern, dann kannst du zurückfahren. Ja, wenn wir speichern können, dann fahre ich gerne nochmal dahin. Okay, eine Busfahrt, boy. Die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Nee. Nee, sie nicht. Nein, nein, nein. Dad. Daddy. Daddy, nu. Ich wollte noch nichts von dir. Ich hab mich verklickt. Daddy. Nein. You, what the fuck, Alter? Nein, das hab ich nicht gesagt. Nö, gar nicht. Das war Einbildung. Ich hab grad mit dir gesprochen. Dad. Baba, Mensch. Alter, und da wundert mein Vater sich noch, warum ich nicht bei WhatsApp werde, weißt du? Mhm. Oh boy. Crazy. Also, Jeff darf nichts mehr tragen, der braucht seine OP-Raketen. Bin ich die Einzige, die sich gerade innerlich tot fühlt nach der ganzen Busfahrt? Die Busfahrt hat mir mein Leben ausgesaugt. Kannst du die richtig bezahlen, ey? Nimm das mal mit hier. Zahlt ich mit Versen, Gott. Das könnte ganz lustig sein. Ja, das stimmt. Ja. Ich muss das ja so umständlich machen. Echt? Ja. Ist ja doof. Hallo, Bruder. Da ist er. So, und einfach damit ich da wieder Platz habe. Shit, nein, 3 Monate. Jahre sind es erstmal 12. Okay. Danke, Prinz Rüdiger, für 3 Monate nein, treu. Für mich vielen, bist vielen du Dank. 3 Jahre. Alt. Ja, nein. Ja, mein kleines Kind. Boy. Ja, Leute, wir machen gleich Schluss. Speichern und Busfahrt. Ich werde gleich nochmal meine Mama rufen, dann speichere ich. Dann fahren wir nochmal Bus. Und ich will wenigstens gucken, was hinter dem Bleistift ist. Klingt das nach einem Plan? Geil. Klingt nach einem Plan. La 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 Mama. Mama! Das war meine beste Freddie Mercury-Imitation, die ich Mama. Geben konnte. Ja, schon immer. Ich kann schon nicht mehr reden. So geil war die.
So, Leute, okay. Er mag uns nicht mehr. Mhm. Ach, Brady. So, Moment. So. Ist sogar double saved. Von der Putz- ich hoffe, das ist die richtigere Seite. Ich weiß es nicht, das werde ich gleich sehen. Also, ich meine, auf der anderen sind wir angekommen. Ja, dann ist es so richtig. Oh, also, müsste. Boy. I am terrified. Eine Karte. Okay, Leute, ich habe Angst. Oh boy. Noch sieht's gut aus. Aber ja, der Stadt war es ja noch einigermaßen okay die meiste Zeit. Prepared eure Suitens, Leute. Okay. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob es an dem Pilz lag. Quatsch, oder das sah eindeutig buggy aus. Ja, you never know, es ist Earthbound. Aber das Spiel so. Traue ich alles zu, sogar das, aber ich glaube auch nicht. Das war safe buggy. Ich ja, bin durch ein verbuggtes Magic, das hast du von den Grafiken allein schon gesehen. Ja, ich weiß, aber you never know. Ich will hier aussteigen. Was sind wir wahrscheinlich einmal ist komplett um die Welt gefahren. Sogar nach Tucson und wieder zurück. Ich küsse deine Augen. Alter, Seelachs. Mit den Jugendwörtern. So, weißt du, was ist immer noch hip? Wisst ihr, was das Beste ist? Jetzt darf ich erstmal wieder finden, wo das war. Der mit dem Feuerdingens? Nee, den Radierer. Den Radierer. Den Radierer war, glaube ich, irgendwo. Geht weg, bitte. Oh. Ui. Die rennen ja schon vor mir weg, weißt du? Das Problem ist, der Raum ist so eng. Es war definitiv ein Bug, aber es könnte sein, dass der Bug durch den Pilz getriggert wurde. You never know. Gott, ey. Du verstirbst zum Glück nicht mehr. Okay, das wird jetzt erstmal ein Spaß, Leute. Wenn du schon so lange keine Melodie mehr bekommen, ist echt heftig. Wo war denn die letzte, die wir hatten? Ich weiß auf jeden Fall, wo noch eine ist, aber... Die letzte... Nach Kotze, glaube ich, oder? Ja, wo war das? Keine Ahnung, irgendwo ein Thread in der Nähe. Also, okay. Ist echt lange her. Ja, okay, gut. Ich weiß, wo die nächste sein wird, wahrscheinlich, aber. So, aber krass, dass ich hier nochmal. Krass, dass ich hier nochmal brauche. Wurde der Bleistift ausradiert? Wo ist Paula eigentlich immer noch? Ja. Oder das war ein Feature, das durch den Pilz getriggert wurde? Ich weiß ja nicht. Das war ja auch meine Theorie, aber ich denke nicht. Hirnnahrung, geil. Die brauche ich. Oh, Alter! Richtig broken, das Item. Hm, scheint nur so einmalig, aber... Du darfst, Feder. Ich darf. Ja, ja, ja. Ich habe auf dich gewartet. Oh, okay. Die Wahrheit von Zeit und Raum bewegt sich wie Wellen durch das Universum. Die Wahrheit spricht durch, manifestiert sich als menschliches Wesen. Ich habe auf dich gewartet und du bist gekommen. Dieses Treffen war vorherbestimmt. Ist das Pooh in alt? In Wahrheit ist alles vorherbestimmt. Ness, Paula, Jeff und Pooh. Wenn sich die vier... Okay, ich wollte schon sagen. Wenn sich diese Kräfte zusammentun, wird aus dem verdrehten Raum wieder Frieden für die Welt. Verstehst du? Das macht nichts. Fahre fort, wie es dir beliebt. Nimm dir den Gegenstand aus der Schatztruhe. hab ich schon. Ups. Bist du nicht dafür gekommen? Jemand hat es diese Höhle verloren. Ach so. Das war gemeint. Ah. Deine nächste Abenteuer werden nicht einfach. Ich gebe dir eine spezielle Kraft, mit der du leicht wieder durch den Raum wandeln kannst. Ja, Teleport bitte. Lass dich von dem Affen dort unterrichten. Möchtest du die spezielle Kraft erlernen? Ja. Ha, das ist wunderbar. Sprich mit Affen dort drüben. Okay, Feder. Hey du, Jeff. Ja. Ich bringe dir Teleportation bei. Ja. Bei Mr. Saturndorf, das könnte sein, ja. Lass uns nach draußen gehen. Ich kotze vor Freude, geht das? Du hättest mich auch einfach nach draußen teleportieren, aber wir können... Bist du das? Nee, oder? No. Hör mein Lied. Hör mein Lied. Scheiß Lied, verdammt. Du entkommst mir nicht. Oh boy. Wenn du Teleport hast, dann bist du fast as fuck. Ui. Man nennt mich auch den magischen Roffelkopter, Leute. Ja, das ist gut, ja. Ich habe mich als. Hab mich Yu gegenüber damals so vorgestellt. Roffelkopter.
ist der Gang wieder leer. Was ist los? Ja, die Gegner sind ja nicht immer da. Hat der Typ wieder seine Mucke angemacht? Jo. Folgt mir, hier lang. Warum machst du die ganze Zeit Keks? Auf die Straße. Ja. Okay, ich gebe dir eine Einweisung. Ja. Wenn du dies, kannst du überall hin, wo du schon warst. Ja. Du kannst dort sofort hin. Ja. Diese Fähigkeit ist allerdings nicht in Häusern oder im Untergrund benutzt werden kann. Fucken! Ich bin Moonwalk! Wir müssen erstmal auf 88 Meilen pro Stunde beschleunigen. Ja, genau. Okay. Ich ging nach Vorzeit und zurück. Ja. Ich zeigte dir einfach gerade die gerade dran. Ich werde doch vor, wenn du eine Kette hast. So ist der Helikopter, Mann. Ja. Okay. Warum versuchst du es nicht, junger Mann? So fährt man glitchfrei. Woo, bye. Denn vor so schnell wäre Ness in Smash. Yeah. Juhu, super. Okay, der Lehrer geht jetzt nach Hause. Bye. Tschüss. Have a great time. Bye, yeah. Have a great time. Ab nach Foresight. 1.21 Gigawatts. Oh, endlich habe ich den Entrance von Ness in Smash. Ja. Aber ich verwandle mich nicht in so einen Staub. Ja, das passiert nur, wenn du gegen was läufst. Ach so. Versuch das mal mit, gegen eine Wand. Wie oder was? Zum Beispiel. Geil. Dann wird der Teleporter halt abgebrochen und du musst halt geradeaus rennen, quasi, bis der vorbei ist. Das finde ich cool. Oder nicht geradeaus, du musst halt einfach nur rennen. Ja, eine lange Strecke halt. Ja, du kannst auch im Kreis rennen, wenn du es hinkriegst. Echt? Ja, theoretisch. Cool. Hat er auch gemeint, du musst nicht unbedingt geradeaus rennen, du kannst auch einfach durch Wänden die Strecke machen, aber... So, letzte Ansammlung, Leute. Nochmal überall anrufen. Mama, ich bin's. Rufst ich hab Teleportation gelernt. Rufst du den Mond an, was? Hast du gerade gesagt, den Mond? Mama. Nochmal schlafen. Wir haben ein paar PP verbraucht. Mhm. Oder kostet Teleportation nix? Brauchst du aber auch 1,121 Tonnen Gigawatt. 21 Gigawatts. 36 Dollar, boah, danke. Euro, meine ich. Noch ein Sohn rum. So, Teleport ist 2 PayPay, okay. PayPay. Du kannst nach Winters anscheinend. So, Leute, speichere ich jetzt hier. Werde aber mal kurz den Teleport machen, weil ich wissen will, wie ich. Gut, ich im Kreis rennen kann. Wo sind sie? Cool. Hallo! My Turtle! Hallo! Okay. So, Leute, Schluss mit Earthbound. Tatsächlich immer noch nur 3 Melodien. Ich bin echt gespannt, wann das eskalieren wird. Und beim nächsten Stream so, das ist eskaliert. Ich bin ein bisschen müde geworden. So. Das war schön. Ja, Leute. Vorbei, ja, Selax. Endlich, oder? Yay. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Falco, mein Manager, hat's bestimmt. Ich werde dann wohl morgen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit streamen, die Direct. Aber nur, wenn du neben mir sitzt. Mal gucken. Bitte. Ich weiß es noch nicht. Ich Bock auf. Bitte. Nee. Bitte. Mal schauen. Bitte. Nice, bin ich auf jeden Fall dabei. Okay. Okay. We will see. Genau. Ich bedanke mich bei Jun Feder fürs Dabeisein. Hey, yo. Hattet ihr denn Spaß? Ja. Nee. Oh. Ich spiele währenddessen die kleinste Violine der Welt. Das war schön. Los, you, antworte ihm. Scheiße, das ist jetzt ein Fehler, weil ich ihm sagen muss. Chance war kackt, schade. Egal. Tschüss, Chat. Okay, Leute, haut rein. Tschüss. Auf
Wiedersehen. Wir sehen uns morgen bei Smash. Ich weiß übrigens nicht, mit wem ich smashe. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich habe noch niemanden gefragt. Beziehungsweise, ja, mal weiß gucken. Was ist mit Dennis? Ja, Dennis, der findet ja immer irgendwelche Ausreden. Ja, gut. Letzte Woche hattest du die Ausrede. Ja. Also, Leute, meine Webcam steht da oben drauf, sehe ich gerade. Die ist gar nicht eingeklickt. Gut, es hätte aber hart schief gehen können. Oh, shit. Warte. So. Ah, deswegen war ich auch so hoch. Guck mal, deswegen war ich auch so hoch. Wahnsinn. Also Leute, Smash morgen. Mal gucken, mit wem. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ruhe später. Wir sehen uns dann morgen. Bye, bye. Bye, have a great time. Bye, have a great time. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.